So, willkommen zum Vorwort. War noch nicht lang genug. Ich bin die nächsten paar Wochen dann mal unterwegs und habe gedacht, ich klopfe jetzt dieses Ding, es ist mir scheißegal, wie lang das wird, jetzt einfach nochmal so raus. Ihr habt dann so 2 Wochen ungefähr, also ich bin schon hin und wieder mal hier, aber es wird nicht reichen, um allzu viel zu produzieren. Habt ihr Zeit, euch das Ganze hier reinzuziehen? Und wenn nicht, ist auch in Ordnung. So, worum geht's? Herr Peter Wohlleben ist ja ein in forstwissenschaftlichen Kreisen ziemlich umstrittener Ex-Förster, der alternative Ansichten zum Wald vertritt. Das darf er natürlich selbstverständlich, aber vielen Forstwissenschaftlern inklusive mir war er lange ein rotes Tuch zum Teil. Das hat sich ein bisschen geändert. Er hat jetzt ein langes Interview gegeben bei Jung und Naiv und insgesamt, das kann ich vielleicht schon mal kurz vorwegnehmen, bin ich recht versöhnlich eingestellt. Und ich war lange Zeit auch ein bisschen eher ein scharfer Kritiker und das ist diesmal, wie gesagt, insgesamt deutlich versöhnlicher. Und da ich gerne auch auf die Hintergründe der angesprochenen Themen in der ersten Hälfte dieses Interviews eingehen möchte, ist das Ganze ein bisschen länger geworden. Das heißt, da sind also auch ein paar naturwissenschaftliche Grundlagen dabei, Grundlagen des Waldwachstums, viele Fragestellungen zur Zukunft der Buche, bisschen was zu Klimawandel, bisschen was zu CO2-Speicherung, also von allem etwas. Manches davon könntet ihr, wenn ihr all mein Zeug gehört habt und euch gemerkt habt, was ich so erzähle, vielleicht wiedererkennen. Einiges ist sicherlich aber auch neu. So die erste halbe Stunde kann man grob überspringen, wenn man jetzt sagt, man hat es ein bisschen eilig. Und ansonsten empfehle ich die Funktion, die Geschwindigkeit zu verdoppeln, in der ich quatsche, ne? Also man kann ja die Wiedergabegeschwindigkeit bei YouTube erhöhen, dann spart ihr etwas Lebenszeit und ich bin eigentlich auch bei doppelter Geschwindigkeit für die meisten Menschen noch zu verstehen. Sonst gibt es auch anderthalbfache Geschwindigkeit. Sucht euch was aus, wollte es nur nochmal gesagt haben. Nochmal, es ist mir wirklich völlig egal, was das jetzt für ein Brett geworden ist. Es muss sich ja niemand angucken. Ich weiß, viele Leute haben nicht so viel Zeit. Es ist einfach nur für diejenigen, die Bock drauf haben. Und ja. Das ist im Grunde auch schon die Vorankündigung. Aber ja, vielleicht nochmal, wer jetzt hier einen Streit erwartet, den muss ich enttäuschen. Ich bin auf Harmonie gebürstet und versuche das wirklich so harmonisch, wie irgendwie geht, zu kritisieren, was ich zu kritisieren habe. Ja? Also werdet ihr dann enttäuscht, wenn ihr unbedingt böses Blut und Ähnliches haben wollt. So, los geht's. So, hallo und herzlich willkommen auf dem Stein, am Fluss mit ein paar Bäumen, also hinter euch sind die, ne? Also, vielleicht haben es ein paar mitbekommen, es wurde mir nämlich ganz oft angetragen, dass ich das doch vielleicht eventuell bitte gerne machen darf, wenn ich will. Und zwar war der Herr Wohlleben, der sollte den meisten Leuten auf meinem Kanal schon ein Begriff sein, beim Thilo Jung bei Jung und Naiv. Jung und Naiv ist eine. Darf ich ein Gesprächsformat, ich glaube, so kann man es, glaube ich, nennen, wo Thilo heißt er, glaube ich, Jung mit einem Gast über einen ziemlich langen Zeitraum, häufig 3 Stunden, ja, über das so spricht, worüber der Gast vermutlich was sagen kann. Finde ich toll, bin ich ein Fan von, ein Stück weit. Tatsächlich gucke ich das nicht ganz so oft, aber wenn es mich interessiert, sehr gerne. Und da waren schon ein Haufen interessante Leute, auch für mich sehr, sehr interessante Leute. Wie heißt sie denn? Ich glaube, Susanne Winter heißt sie, glaube ich, falls das nicht stimmen sollte. Ich hoffe, das kriege ich hin, das noch hinzuschreiben, falls dies nicht gewesen sein sollte. Ist eine Alternative, ja, das klingt jetzt schon wieder böse, eine Biologin, die so ein bisschen nicht Mainstream-Ansichten, was zum Beispiel Biodiversität, Naturschutz und so weiter und so fort angeht, vertritt. Da bin ich mit manchem einverstanden, mit anderem nicht. War ein sehr spannendes Gespräch. Ich erweitere sehr gerne da meinen Horizont und höre mir gerne ein bisschen andere Ansichten zu Randbereichen oder halt eben direkt meinem Fachgebiet an. So, und das passt eigentlich ganz gut, dass jetzt der Herr Wohleben da gewesen ist. Paar von uns, also dieses Video braucht einen langen Disclaimer, also nicht wundern, ne? Paar von uns wissen vielleicht noch, der Herr Wohleben war auch mal bei Markus Lanz und da hatte ich hinterher viel zu meckern. Ich hoffe nur fachlich und nicht menschlich, das wäre mir arg, wenn ich da aus Versehen zu persönlich geworden bin. Das ist nicht das Ziel der Veranstaltung. Ein fachlicher Diskurs ist mir wichtig,
Aber ich schätze den Herrn Wohleben menschlich durchaus. Ja, also das wäre vielleicht noch mal durchaus bedeutsam, das hier zu erklären. Wir stimmen in so ein paar Grundeinsichten bzw. Grundansichten zur Welt durchaus so weit überein, dass es wirklich nur ein fachlicher Diskurs ist. Ich hoffe, darauf können sich alle Beteiligten einigen. Grundsätzlich ist Wald was Tolles, da sind wir uns sicher einig, dass wir den schützen müssen, absolut. Klimawandel böse, jawohl. Und auch so Fragen des Jagdlichen, da stehen wir uns auch meistens, also dem, was ich bisher von Herrn Wohleben gehört habe, stehen wir uns da meistens auch relativ nah. Und dann noch so ein paar andere Sachen, wo ich auch sehr gut mit seiner Ansicht der Dinge leben kann, bei anderen Sachen eben nicht. So, und es ist mir einfach wichtig, klar darzustellen, wie ich manches sehe. Ja? Das Problem in der Vergangenheit war aus Sicht von mir und vielen meiner forstwissenschaftlich ausgebildeten Kollegen, dass der Herr Wohleben dazu neigt, das sogenannte Cherry-Picking zu betreiben. Das ist so mein persönlicher Hauptkritikpunkt an der Arbeitsweise. Nicht an Herrn Wohleben selbst, ne? An seiner Arbeitsweise. Das bedeutet, also im wissenschaftlichen Sinn Cherry-Picking, heißt, du suchst dir ein Phänomen, suchst dir dafür eine Studie, die liest du dir dann durch und in dieser Studie steht jetzt XY drin und dann wird das verallgemeinert und so getan, als sei diese Tatsache, die da jetzt in dieser einen Studie drin steht, mit dieser einen Studie jetzt wissenschaftlich bewiesen. Und das ist im Regelfall, also manchmal ist das so, beziehungsweise vorläufig erstmal bewiesen, weil es keine anderen Studien zum Thema gibt. Und wenn das nicht weiter erforscht ist, dann ist die eine Studie, die man dazu hat, alles, was wir an wissenschaftlicher Datenlage dazu haben. Und dann wäre es aus einer, ja, wissenschaftlichen Weltsicht durchaus so, bevor man jetzt irgendwas rät, dieser einen wissenschaftlichen Studie schon trauen zu wollen, ne? Und dann wäre das halt eben das einzige Indiz, was wir dazu haben. Die meisten Forscher würden dann noch darauf hinweisen, dass das Themengebiet allerdings noch nicht sehr gut erforscht ist, wenn es da lediglich eine einzige Quelle zu gibt. Übrigens, falls ich ein bisschen dunkel bin, ich glaube, ich hocke hier so lange, dass ich an der Lichtsituation da hinten irgendwas ändern dürfte im Laufe der Zeit und dann bin ich wahrscheinlich wieder ein bisschen heller. Wir können ja darauf warten. So, bei Themen, zu denen sehr viele verschiedene Studien existieren und viele, die Unterschiedliches sagen, also kontroverse Themen, der eine Forscher findet raus, ja, es ist so, der andere ein forschender Förster befindet raus, dass es nicht so ist. So, und jetzt ist es ganz schwierig, da jetzt eben sich festzulegen, was stimmt denn jetzt nun? Weil wenn man jetzt zum Beispiel nicht der einen Fraktion, diejenigen, die sagen, es sei so, nicht fachliche Mängel in ihrer Arbeit vorwerfen kann und ihnen auch nicht gute Argumente bringen kann, absolut schlagkräftige Argumente, weshalb deren Forschungsergebnisse nicht stimmen und die, der es ist nicht so, Gruppe dahingegen aber schon, dann wird schwierig. Ja? Und dann haben wir es mit einem kontroversen Thema zu tun und da muss weiter geforscht werden, bis dann irgendwann mal ein Durchbruch errungen wird, der derart deutliche Daten liefert, dass man davon ausgehen darf, dass die Gegenseite dann hoffentlich über ihren eigenen Schatten springen kann. Ist als Wissenschaftler ganz wichtig, dass man nicht wirklich nur aus Sturheit darauf beruht, Recht zu haben, sondern dann auch bereit ist, zu akzeptieren, wenn die Gegenseite richtig gute Argumente hat, dass man sich dann halt eben geirrt hat. Das ist eigentlich nichts Schlimmes und nichts, was einen persönlich betroffen machen muss, weil gerade durch Irrtum und durch die Kontroversität der Diskussion ist es ja dazu gekommen, dass wir letzten Endes dann rausgefunden haben, was eigentlich der Fall ist. Ja, wäre diese Diskussion nicht so kontrovers gewesen, hätte es auch nicht so viel Forschung in diesem Bereich gegeben und wir wären dann auch am Ende nicht so schlau, wie wir heute sind, weil angenommen, man hätte am Anfang eine Studie gehabt, die gleich richtig ist. Okay. Jetzt wissen wir, 100 Jahre später, dass das natürlich viel Zeit und Arbeit gespart hätte. Aber wenn wir jetzt erst feststellen, Moment, dazu gab es ja jeweils nur eine Studie und wir sind immer davon ausgegangen, die ist richtig. Eigentlich müssten wir das noch überprüfen. Und jetzt fangen wir erst an, die ganzen Gegenthesen zu prüfen, die schon in der Realität jetzt schon vor 100 Jahren geprüft worden sind. Dann kann man mit der Studie heute nichts anfangen. Da wir aber schon wissen, dass die vor 100 Jahren schon ausführlichst durchdiskutiert wurde und die ganzen Gegenargumente, die einem heute auch einfallen könnten, damals schon überprüft worden sind und sich als falsch herausgestellt haben, so funktioniert im besten Fall eine mögliche Vorgehensweise. Also es gibt da kein Schema F, aber eine mögliche Vorgehensweise für wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn. So, und das bedeutet aber wirklich immer, dass man
alle hören muss und alle möglichen Studien und alle Untersuchungen, die es eben zu einer wissenschaftlichen Fragestellung gibt, möglichst alle, manchmal findet man nicht ganz alle, ne, das ist, wir sind ja auch nur Menschen, aber möglichst viele zumindest zu der einen Fragestellung sich jeweils anguckt und dann eben den eigenen Ergebnissen widersprechende Ergebnisse in einer sogenannten Diskussion auch kritisch würdigt. So nach dem Motto, ich habe rausgefunden, die Buche hält dem Klimawandel problemlos stand. Dann würde man in einen Diskussionsteil allerdings reinschreiben, so die Autoren, lange Liste, sind der Meinung, die Buche hält dem Klimawandel nicht ausführlich problemlos stand. Trotzdem bin ich der Meinung, dass ich recht habe. So, jetzt muss man argumentieren, warum man recht hat und die anderen nicht. Oder kann es zumindest versuchen. Und je nachdem, wie gut das gelingt, ist es dann halt am Ende schwierig. In manchen Fällen gibt es auch eine sogenannte Metastudie, vielleicht für diejenigen, die das noch nicht so ganz mitbekommen haben. Das bedeutet, das ist eine Studie, die Studien zusammenfasst. Die nimmt sich also ein bestimmtes Thema, analysiert dazu sämtliche Literatur und stellt dann fest, dass 87% aller dazu verfassten Facharbeiten oder Fachartikel der Meinung sind, Sachverhalt A sei so wie angenommen und 7% finden keinerlei Zusammenhang, da kommt einfach nichts bei raus, das gibt es auch, das ist auch wichtig, eine Studie darf auch kein Ergebnis enthalten. Das ist ganz, ganz wichtig, das muss man auch akzeptieren. Niemand macht das wirklich gerne und freut sich, wenn er am Ende rausgefunden hat, dass es kein Ergebnis gibt, aber das ist für den Erkenntnisgewinn gleichermaßen wichtig wie ja oder nein oder richtig oder falsch, eigentlich, ja, eigentlich. So, und weil das die Wahrheit, der wir uns ja versuchen schrittweise anzunähern, sofern sie überhaupt vollständig erfassbar ist, aber die Wahrheit kann ja auch in kein Ergebnis bestehen. Ja? Dass es einfach keinen Zusammenhang gibt und ein untersuchtes Phänomen so keine Rolle spielt oder gar nicht existiert oder sowas in die Richtung. Ja? Und das sind so ein paar Grundlagen wissenschaftlicher Arbeitsweise und ich denke, das ist gerade für Forstwissenschaftler ein Problem, wenn man manche vermutlich die Mehrheit Texte von Herrn Peter Wohleben liest, der für sich selbst in Anspruch nimmt, das tut er immer wieder und das darf er selbstverständlich auch, ne? In Anspruch nehmen darf er das schon, Wissenschaft übersetzen zu wollen. Und wenn man dann so ein paar grundsätzliche Prinzipien der wissenschaftlichen Arbeitsweise nicht anwendet, ich weiß nicht, ob er sie nicht versteht oder sowas in die Richtung, aber er wendet sie jedenfalls nicht an, wie eben die Vermeidung von Cherrypicking, nicht eine Studie raussuchen und sagen, so ist es, wenn es Studien gibt, die belegen, dass es eben nicht so ist oder die das einfach behaupten und dann kann man sich einfach nicht einfach die raussuchen, die einem am besten gefällt, sondern dann muss man eben wirklich auch der Fairness halber sagen, aber andere Autoren sehen das nicht so, damit ist das die Fragestellung umstritten. Das prominenteste Beispiel ist eben, dass erst durch Peter Wohleben sehr, sehr, sehr bekannt geworden ist. Sicherlich wäre es auch ein Stück weit bekannt geworden ohne ihn, aber mindestens im deutschsprachigen Raum ist er da die Hauptquelle für, ist das sogenannte Wood Wide Web. Also die Idee, dass die Bäume mittels ihrer Fußpilze, Mykorrhizapilze, Pilze, die in Symbiose mit der Baumwurzel und damit mit dem ganzen Baum leben, dass diese über ihr Pilznetzwerk zu anderen Pilzen die Kommunikation und den Austausch von Stoffen zu anderen Bäumen ermöglichen. So, das gibt es. Ja, das ist unzweifelhaft so, dass es das gibt. Wo jetzt allerdings der Zündstoff liegt, was eben viel diskutiert wird und von vielen Leuten anders gesehen wird als von Herrn Wohleben, ist eben die Frage, wie bedeutsam ist das und in welchem Umfang findet das statt? Ja, also, dass man ein paar Zuckermoleküle hat, die vom Buche A nach Buche B transportiert werden über das Pilznetzwerk, das heißt ja noch nicht, dass das relevant ist fürs große Ganze und fürs Waldwachstum. Das könnte auch ein zufälliges, das ist nämlich der wesentliche Knackpunkt, das könnte auch einfach ein zufälliges Nebenprodukt vom Stoffwechsel der Pilze sein, vom Stoffwechsel der Bäume. Die Bäume geben ja sowieso Zucker an die Pilze ab. Jetzt kann es passieren, dass die Pilze aus welchem Grund auch immer, vielleicht auch wegen Unfall oder einfach weil es gerade Überangebot da oder aus Versehen, ja, dasselbe wie Unfall, ein bisschen Zucker an den Nachbarpilz abgeben und der aus irgendwelchen Gründen auch per Zufall mit dem Wasserstrom vielleicht ein bisschen Zucker an den
ein Vögelchen oder war das ein Fisch oder was auch immer. Naja, jedenfalls irgendwas war da. An den Nachbarbaum quasi, an seinen Baumpartner auch wieder ein paar Zuckermoleküle abgibt und schwuppdiwupp haben wir so einen Austausch nachgewiesen. Wie gesagt, diesen Austausch gibt es. Die Frage ist, gibt es den überall? Das kann man derzeit meines Stands der Forschung, der ist jetzt nicht hundertprozentig aktuell, in zwei Waldgebieten zweifelfrei nachweisen. Viel öfter ist es nicht im großen Stil untersucht worden. Mein Kenntnisstand, ja, das mag inzwischen noch mehr sein, da möchte ich mich nicht für verbürgen. Zweitens, heißt das, das gibt es deswegen überall? Nein, das heißt es nicht. Ja? Also nur weil man das in bestimmten Wäldern festgestellt hat, muss es das nicht in jedem Wald auf dem Planeten geben. Beispielsweise in Deutschland ist der Nachweis eher noch schwierig. So, und jetzt ist halt eben dann drittens relevant, gibt es auch Nachweise, dass ein solches Netzwerk nicht existiert, ausdrücklich nicht in bestimmten Wäldern. Ja, so. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, das liegt daran, dass das eine Urwälder sind und das andere sind Wirtschaftswälder, aber das funktioniert so auch nicht, weil es auch in bestimmten Urwäldern eben dieses Pilznetzwerk nachweislich nicht gibt oder es zumindest nicht einfach nachgewiesen werden kann. Und nochmal, selbst wenn das Pilznetzwerk überall so existieren sollte, was sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dann sind die Mengen an Stoff, die da transportiert werden, sehr, sehr, sehr gering. Und das sind halt einfach so ein paar Faktoren, die dazu führen, dass die Idee, die man bekommen könnte, wenn man zum Beispiel das geheime Leben der Bäume liest, wie wichtig dieses unterirdische Netzwerk für den Wald wäre, dass das wahrscheinlich nach dem Stand der meisten Wissenschaftler, ja, und der allermeisten Studien nicht so ist. Vielleicht spielt es eine Rolle, wenn, dann ist die klein. Und dann wird es wahrscheinlich nicht allzu entscheidend für Werden und Vergehen der Wälder sein, dass dieses Wood Wide Web aufrecht erhalten wird oder wunderbar funktioniert und so weiter und so fort. Ja? Also das ist so ganz grob der Stand der Forschung dazu. Es mag sein, dass sich irgendwann noch herausstellt, dass es doch ganz, ganz wichtig ist. Nur ist die Chance, dass das passiert, relativ gering. Eine geringe Chance kann trotzdem eintreten. Es ist aber wahrscheinlicher und für rational denkende Menschen, das sind die meisten Forschenden, damit die logische Annahme, dass es wahrscheinlich nicht so sein wird. Ja, im Zweifel gehen wir immer von der wahrscheinlicheren Option aus und glauben nicht aus irgendwelchen Gründen an die unwahrscheinlichere Lösung. Es sei denn, wir haben halt eben gute Argumente, das trotzdem zu tun. Sachargumente. Nicht, weil wir es gerne so hätten. Ja, das ist auch ganz wichtig, dass man als wissenschaftlich ausgebildeter Mensch ablegen muss, oder so gut es irgendwie möglich ist, zu versuchen, das zu tun. Wir sind ja trotzdem Menschen, ne? Aber so gut irgend möglich muss man versuchen, abzulegen, dass man ein bestimmtes Ergebnis gerne hätte bei seiner Forschung. Ja? Sondern man muss da versuchen, so neutral wie irgend möglich und so objektiv wie irgend möglich an die Sache heranzugehen und jedes Ergebnis, das dann die Zahlen, die man zum Beispiel misst, andeuten, akzeptiert. Auch wenn einem das vielleicht nicht gefällt. So, das vorweg, warum viele Forstwissenschaftler mit dem Herrn Wohleben nicht so wirklich zufrieden sind mit dem, was er so sagt. Ja? Das heißt nicht, dass sie persönlich Antipathien haben müssen, das gibt es aber sicher auch. Dann, nächster Punkt bei meiner langen Vorrede ist der, wo müssen wir jetzt uns jeweils einordnen, ja? Weil im Grunde ist das hier ja ein Ich versus Herr Wohleben Video oder andersrum. Der Esel nennt sich immer zuerst. Andersrum wäre besser gewesen. Gut, dann bin ich jetzt halt ein Esel. Ja, sorry. Wir müssen grob, meiner Meinung nach, und ich denke, da sind sich einige Kollegen einig mit mir, im Wald so drei wesentliche, im Bereich der Leute, die sich mit Wald auskennen, ja, wo man wirklich fundiertes Wissen unterstellen darf, gibt es drei Gruppierungen inzwischen, die meiner Meinung nach die wesentlichen sind. Wir haben die Forstwissenschaften im allgemeinen Sinn, die sich um die Erforschung des Forstes und des Waldes, die machen beides, auch wenn es Forstwissenschaften heißt, das ist historisch begründet, inzwischen machen wir definitiv beides, um die Erforschung kümmern, manchmal wirtschaftsnah mit gewünschtem Ergebnis, das bestellt wurde, also findet mal per Forschung raus, wie wir die Fichte dazu kriegen, doch noch mal länger zu leben, ne? Zum Beispiel, das wäre eine Möglichkeit.
in vielen Fällen aber auch wirklich einfach Forschung aus dem Willen zur Forschung heraus oder weil man halt glaubt, dass das für den Gesamt, die Gesamtgesellschaft nützlich sein könnte, das Ergebnis dieser Forschung. Zum Beispiel Ergebnisse, die zum Erhalt des Waldes beitragen, sind auch wirtschaftlich interessant, weil wenn der Wald gar nicht mehr da ist, dann kann man auch keinen Baum fällen, um daraus Holz herzustellen. Ne? Also es gibt auch seitens derjenigen, die Bäume fällen wollen, ein Interesse daran, dass der Wald nicht völlig zugrunde gerichtet wird. Da würden sie sich ins eigene Fleisch schneiden. Das bringt uns grob zur Interessensgruppe 2, die Forstwirtschaft. Diejenigen, die zum Teil auch ein bisschen Forschung vielleicht mal betreiben können, aber doch eher der Forstwirtschaft zuzuordnen sind, die ein direktes Interesse am Holzverkauf haben. Aber nochmal, auch die, denen ist nicht damit gedient, wenn der Wald völlig zugrunde gerichtet wird, da haben die nichts von, dann hat sich's mit der Forstwirtschaft nämlich erledigt. Und stell dir mal vor, du hast irgendwo nur noch Kahlflächen, jetzt braucht jeder Baum mindestens, selbst irgendwas Schnellwüchsiges aus dem Ausland, braucht mindestens 40 bis 50 bis 60 Jahre, 40 ist schon absolut super ultra flott, 60 ist viel realistischer, bis du damit wieder Geld verdienen kannst. Das bedeutet, du hast jetzt nur noch Ausgaben und musst auf Pump die nächsten 60 Jahre überbrücken, bis du das nächste Mal irgendwas einnimmst. Das will niemand. Auch nicht in der bösen, bösen, gewinnorientierten, kapitalistischen Abteilung der Forstwirtschaft. Ja, da kann wirklich niemandem dran gelegen sein. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendjemand diesen grundlegenden Zusammenhang daran, in Anbetracht dessen, dass man hier sowieso mit einem über Jahrzehnte funktionierenden, das heißt nur über Jahrzehnte funktionierenden System schon immer gearbeitet hat. Diese Grundidee, dass das alles Zeit braucht und wenn dir der Wald umfällt, dann hast du sehr lange Spaß, bis er wieder nachgewachsen ist, beziehungsweise Geldausfälle und bis pleite wahrscheinlich, bis er nachgewachsen ist, das ist jedem bekannt, der sich irgendwie mit Forstwirtschaft beschäftigt. Ja. Grundsätzlich ist es aber so, der Kritik möchte ich mich anschließen, dass innerhalb der Forstwirtschaftsgruppe auch Leute sind, deren Hauptinteresse am Wald schlicht und ergreifend eben wirklich im Holz erziehen und Holz erzeugen liegt. Ja. Und der Erhalt des Waldes einfach nur ein notwendiges Übel ist, damit man eben mehr Holz erziehen kann und so weiter und so fort. Ich denke, bei den meisten Forstwirtschaftsbetreibenden ist es irgendwo ein Mix, dass die auch Bäume mögen, trotzdem, dass die auch gerne im Wald hocken, trotzdem und Natur schön finden und sich sicherlich auch, wo es möglich ist, ohne dafür allzu viel Geld ausgeben zu müssen oder Einkommen zu verlieren, sich auch für den Naturschutz engagieren. Ja? Wie gesagt, wo das möglich ist, ohne allzu viele Einschränkungen der Wirtschaftlichkeit. Das heißt, die Forstwirtschaft ist sicher nicht nur böse, sie ist sicherlich aber auch nicht rein am Erhalt des Waldes um des Waldes willen interessiert, weil die leben halt davon. Ist, denke ich, menschlich irgendwo nachvollziehbar. So, und jetzt gibt es, also früher waren es mehr oder weniger diese zwei Gruppen. Diese zwei Gruppen kann man sozusagen auch direkt studieren. Es gibt forstwissenschaftliche Studiengänge, es gibt forstwirtschaftliche Studiengänge. Letztere bilden, wenn man sie auf dem Bachelor studiert, schlicht und ergreifend den klassischen Förster aus. Also denjenigen, den Revierförster, der dann ein Forstrevier hat, in dem er sich um den gesamten Wald kümmern muss. Das beinhaltet auch Naturschutzaufgaben, aber ein Hauptteil der Arbeitszeit ist tatsächlich auswählen, welcher Baum soll denn jetzt gefällt werden und wie kriegen wir den dann am besten da raus und zum Teil auch Holzverkauf und letzten Endes Erwirtschaften von Gewinn. Auch mal einen Baum nachpflanzen lassen und so weiter und so fort. Aber ja, also da kann man jetzt viel romantisieren. Die Hauptarbeitszeit des Försters liegt schon im wirtschaftlichen Bereich. Das ist schon so. Ja? Da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Des klassischen Försters. Es mag da Ausnahmen geben, die eine besondere Stellung innerhalb eines Forstamtes zum Beispiel innehaben, aber so ein klassischer Förster ist das schon so. So, und jetzt gibt es eben seit spätestens der Peter Wohleben, Knut Sturm, Lutz, wie heißt er mit Nachnamen? Fällt mir gerade nicht ein. Ein Lutz, Entschuldigung, Nachname fällt mir nicht ein von Ihnen. Das sind so drei, ich schreibe hoffentlich unten hin, Fäser, ich glaube. Das sind so drei große Leute, die aus dem Forstsektor kommen. Herr Wohleben und Herr Sturm sind Förster. Und der Herr Fäser, wenn er dann so heißt, wie gesagt, ich schreibe es unten hin,
Der ist, glaube ich, noch ein bisschen eine Stufe drüber. Er hat auch einen Doktor, also Dr. Lutz Faeser vermutlich. Ja, das bedeutet, wenn er einen Doktor hat, würde er irgendwas im Bereich der Wissenschaften gemacht haben. Ob das Forstwissenschaften waren, weiß ich nicht. Ich habe mir nie eine Biografie von Herrn Faeser angeschaut. So, aber die sind zum Beispiel so jetzt eher eben dem, ich möchte ihn einfach aufgrund des prominentesten Vertreters Wohlleben-Sektor ja, zugehörig vielleicht. Der, ja, das ist ein bisschen provokant, aber ich nenne es jetzt mal trotzdem einfach so. Der Wohlleben-Sektor ist so ein bisschen alternative Ideen zu Forstwirtschaft und Forstwissenschaft. Manchmal durch Wissenschaft, also da gibt es auch wissenschaftliche Mitglieder im Wohlleben-Sektor, die die Wissenschaft so gelernt haben, also so wie ich quasi. Aber eben auch stinknormale Förster, die so ein bisschen, was wissenschaftliche Themen angeht, eher Autodidakt sind. Ja, das kann gut sein, das kann aber auch zu Defiziten führen. Da gibt es beide Möglichkeiten. Einfach nur mal so grob. So, und das erzähle ich jetzt, also dieser Alternativsektor, grob kann man sagen, Ziel, weniger Holznutzung, mehr den Wald sich selbst überlassen. Je nach Vertreter, sehr wenig Holznutzung, ganz viel sich selbst überlassen, bis hin zu einem halbwegs ausgeglichenen Verhältnis, aber immer deutlich weniger Forstwirtschaft, also reine Holznutzung, als wir bisher haben. Das ist, denke ich, der große Konsens, mit dem man diese Gruppe so ein bisschen zusammenpacken kann. Abgrenzen muss man dann die Wohlleben-Gruppe nochmal von Naturschutzbestrebungen, die nichts mit Wald zu tun haben. Zum Beispiel, wir brauchen mehr Wiesen, weil auf Wiesen Orchideen und tolle Käfer und so weiter und so fort zu finden ist und ganz viele bedrohte Arten. Und zugunsten der Wiese müssen wir hier und da ein bisschen Wald roden. Das wäre ja zum Beispiel auch ein Naturschutzinteresse, möglicherweise auch ein berechtigtes, das kommt auf den Einzelfall an. Aber sowas wird man jetzt aus diesem Lager eher weniger zu hören bekommen. Und ja, also ich glaube, grob können wir die Einteilung so machen. Und das ist mir jetzt deswegen wichtig, falls mich jemand noch nicht kennt und mir tatsächlich jetzt trotzdem immer noch zuhört. Ich bin gelernter Forstwissenschaftler. Herr Wohlleben ist gelernter Förster, genau genommen ist er Diplom-Forstingenieur. Das war damals ein möglicher Weg. Der andere war die Forstwissenschaftler, ja, also dann halt Diplom-Forstwissenschaftler sozusagen. Ich bin ja Master of Science, sprich der Nachfolger vom Diplom noch am ehesten. Streng genommen ist in den Forstwissenschaften, das ist ja je nach Fachbereich ein bisschen anders, seit wir von Diplom zu Bachelor-Master-System umgestellt haben im Bildungssystem, akademischen Bildungssystem, kann man sagen, in den Forstwissenschaften ist der Master ein Müh mehr, also ein kleines bisschen länger studiert und ein bisschen mehr Themen im Studium abgefragt bekommen sozusagen als das Diplom, also zumindest im forstwissenschaftlichen Bereich. Im Forstwirtschaftsbereich werden Förster ja jetzt schon mit dem Bachelor in Anführungszeichen zum Förster. Die müssen dann noch ein extra praktisches Jahr machen und noch ein bisschen Zusatzzeugs lernen. Das ist auch gut und richtig so, keine Frage. Und die sind dann top ausgebildet. Da möchte ich auch gar nicht unterstellen, dass das nicht reichen würde. Aber das ist weniger als das Diplom, ja, was halt früher länger gebraucht hat, um eben dieses Diplom zu bekommen. Also kann man so grob sagen, von der Qualifikation her, rein akademische Hackordnung, ja, nur das. Das heißt nicht, dass man deswegen unbedingt mehr wissen muss und so weiter und so fort. Aber einfach nur der Informationshalber ist der Herr Wohlleben ein bisschen mehr ausgebildet, also rein nach Stunden sozusagen, als ein moderner junger Förster, wenn er nicht noch irgendwelchen Zusatzkrempel und so weiter und so fort gemacht hat. Und ein bisschen weniger als ich. Ja, reiner Stunden. Ich maße mir gar nicht an, behaupten zu wollen, alles besser zu wissen als der Herr Wohlleben. Ich maße mir an, einzelne Dinge besser zu wissen als der Herr Wohlleben. Das tue ich, ja. Sicher nicht alles. Und zum Beispiel, nur einfach der Ehrlichkeit halber, der Herr Wohlleben ist mit Sicherheit ein bei weitem besserer Förster, wenn es um die klassischen Tätigkeiten eines Försters geht, als ich das bin.
Ja, theoretisch kannst du als Forstwissenschaftler auch als Förster arbeiten, bist dann aber vermutlich, wenn du nicht sehr, sehr viel Zusatzkrempel nebenbei noch gelernt hast und dein Vater Förster ist oder du einen Kumpel hast, der Förster ist und du da irgendwie schon mitgehen konntest und da noch ein bisschen praktische Übung bekommen konntest. Ansonsten ist ein Forstwissenschaftler zwar theoretisch befähigt, Förster zu sein, aber genau da liegt der Hund begraben. Er ist theoretisch befähigt, Förster zu sein. Ja? Also nicht. Ja, wenn man mich jetzt in loslassen würde, um zu förstern, dann kriege ich das hin. Und vielleicht habe ich auch ein paar gute Ideen für neue Systeme, die man hier verwenden könnte. Und mache vielleicht die Standortsansprache gründlicher als die meisten Kollegen. Aber beim reinen Auszeichnen, welcher Baum soll weg und wie soll der Wald später aussehen, da brauche ich viel länger für. Ich kann das, aber es dauert. Es dauert so lange, dass es idiotisch wäre, mich einzustellen als Förster. Daher verstehe ich auch alle, die meine Bewerbung damals nicht haben wollten. Wirklich, absolut, vollstes Verständnis. So viele waren es nicht. Ne? So viele Bewerbungen habe ich übrigens gar nicht geschrieben. Habe dann schon festgestellt, irgendwie mag ich das hier mit der Social-Media-Präsenz. Wie auch immer, jedenfalls das zur groben Einordnung. Ne? Nur damit wir ungefähr wissen, mit wem haben wir es hier zu tun? Weil nochmal, das Thema ist ja im Grunde Wohlleben versus Tüxen gewissermaßen. Und ich hoffe, das war eine, so neutral wie es mir eben als einer der beiden Beteiligten möglich ist, grobe Einordnung, wo man wen von der Ausbildung her verorten kann. So, wo man uns thematisch verorten kann, das wird dann sicherlich im weiteren Verlauf noch klar. Dann möchte ich noch kurz darauf hinweisen, insgesamt, so als vorgezogenes Fazit sozusagen, fand ich das Interview von Herrn Wohleben beim Thilo Jung sehr gut, ja, hat mir tatsächlich gefallen. Ich bin ja durchaus gern bereit, mir auch andere Meinungen als meine anzuhören und auch Meinungen, die von mir angenommenen wissenschaftlichen Konsens abweichen, gerne, solange das nicht allzu krass ist. So, und das war bisher mein zweites großes Problem beim Herrn Wohleben. Das erste habe ich schon gesagt, Cherrypicking und der Versuch, Wissenschaft zu übersetzen, ohne Wissenschaft richtig anzuwenden, beziehungsweise das Grundprinzip, der lies nicht eine Studie, lies viele Vorgehensweise, hat man das Gefühl, würde bei ihm manchmal zu kurz kommen. Vielleicht auch nicht immer, aber doch in einigen Beispielen. Ich kenne auch nicht jedes Beispiel, muss ich dazu sagen. Ja? So, das ist eben Kritikpunkt Nummer 1. Und Kritikpunkt Nummer 2, warum der Herr Wohleben bei mir und auch bei anderen Forstwissenschaftlern arg aneckt, ist teilweise so Äußerungen, die für uns den Stand der Wissenszunahme der letzten 20 bis 40 Jahre völlig ignorieren. Das heißt, manchmal hatte man das Gefühl, zumindest früher, das ist jetzt besser geworden, deswegen sage ich, man hatte, man hat vielleicht immer noch ein bisschen, aber nicht mehr so sehr, das Gefühl, dass uns wirklich unterstellt wird, wir hätten von unserer Arbeit keine Ahnung und würden seit Ewigkeiten alles falsch machen und junge Forstwissenschaftler und Förster werden schlecht ausgebildet und würden immer noch nur lernen, dass sie Bäume fällen sollen. Und das ist tatsächlich mindestens seit 20 Jahren nicht mehr der Fall. Ich würde behaupten, also so weit zurückgucken kann ich es einigermaßen ziemlich sicher sagen, weil ich mit, es ist jetzt nicht 20 Jahre her, dass ich angefangen habe zu studieren, aber ich kann zumindest auf andere Leute, bei denen es so lange her ist, zurückblicken und kenne die persönlich und weiß, dass die ziemlich ähnlich ausgebildet worden sind wie ich. Und da kann ich definitiv sagen, dass der Fokus auf ausschließlich Forstwirtschaft und Bäume fällen und Geld verdienen, zumindest in den Forstwissenschaften, meines Wissens an keiner deutschen Universität noch sehr stark überwiegt. Ja? Es ist ein Fokus darauf sicherlich immer irgendwo ein bisschen vorhanden, aber zum Beispiel bei meiner Alma Mater, der TU München, gibt es, das kann ich euch einblenden, einen Studienplan, den wollte ich eigentlich nachher, wenn der Herr Wohleben darauf zu sprechen kommt, sozusagen nochmal einblenden, aber das können wir genauso gut auch jetzt gleich machen, das passt hier gerade schön ins Thema. Gibt es einen Studienplan für zum Beispiel den Bachelor. Wenn man jetzt anfangen würde, den Bachelor Forstwissenschaften und Ressourcenmanagement zu studieren, dann hätte man diesen
Verlauf sozusagen. Das sind die Fächer, also das blende ich euch jetzt hoffentlich ein zu diesem Zeitpunkt. Das sind die Fächer, die dann da eben entsprechend im Studium eine Rolle spielen. So, und davon ist das allermeiste nicht oder nur am Rande wirtschaftsbezogen. Ja? Und ja, was da jetzt genau, wie und so weiter und so fort, das macht der Voice-Over-Ben, weil ich jetzt als der Ben, der im Fluss hockt, nicht weiß, was da jetzt exakt, auswendig weiß ich es nicht, was da jetzt exakt so alles drin steht. So, also das ist hier unser Studienplan. Fangen wir mal im ersten Semester, das ist die unterste Zeile, fangen wir mal an. Da haben wir Chemie, Wirtschaftswissenschaften, Biologie, Forst- und Umweltgeschichte, Ökoklimatologie und Dendrologie. Dendrologie ist Baumkunde, Ökoklimatologie, naja, Klima, das halt Ökosysteme betrifft sozusagen. Die letzten beiden gehen über zwei Semester, wie man da schön anschaulich sehen kann. Davon ist nichts Forstwirtschaft, lediglich Einführung in die Wirtschaftswissenschaften, das ist halt allgemeine BWL, das kannst du in vielen Situationen im Leben später bestimmt mal irgendwie brauchen, wenn du irgendwie irgendeinen Betrieb zumindest ansatzweise leiten möchtest oder sowas in die Richtung, dann ist das auf keinen Fall verkehrt. So, dann haben wir im zweiten Semester Information und GIS. GIS sind globale Informationssysteme, das ist im Prinzip Google Maps für Fortgeschrittene, hängt mit Informatik direkt zusammen, ist für Förster inzwischen absolut wichtig. Bei mir war das noch ein Wahlfach. Ich finde schön, dass das inzwischen vorgeschrieben ist. Ich habe das Wahlfach wohl gehabt, ich habe aber nicht aufgepasst. So, praktisch Physik. Wahrscheinlich noch ein bisschen krampfig für die meisten. Hat mich damals sehr viel Zeit und Nerven gekostet, weil man damit halt eben nun so nicht wirklich viel Kontakt hat als Förster. Und das ist dann meistens auch mit einem physikalischen Praktikum einhergehen, wo man ein bisschen im Labor lustiges Zeug macht, Sachen einfriert, Sachen auftaut, sowas in die Richtung. Materialeigenschaften von Holz, das kann ich jetzt auch nicht wirklich als Wirtschaftsthema bezeichnen, weil Holz halt eben durchaus auch biologisch und wissenschaftlich interessant ist. Da geht es also nicht nur um die Gewinnung von Holz, sondern wirklich einfach Holz zu verstehen als Rohstoff und eben auch die Biologie von Holz, was man dann wiederum Verständnis vom Wachstum von Holz, und das betrifft dann letzten Endes wieder Bäume, die noch leben, sehr wichtig ist. Dann haben wir Inventur, das ist im Wesentlichen eine Mischung aus Forstmatte, Berechnung von Mengen an Holz, die im Wald drinstehen, das ist ganz entscheidend. Übrigens auch Zuwächse und generelles Stück weit auch Waldwachstum im weiteren Sinne, wie sich Wälder eben entwickeln im Laufe der Zeit, sowohl Wälder als auch Forste. Ne? Also das ist beides, das ist nicht nur jetzt auf Forst bezogen, aber hier haben wir sich eine gewisse Forstwirtschaftsbezug ist da drin. Ja, das ist so. Ja? Das erste Fach mit deutlichem Forstwirtschaftsbezug, wenn auch nicht vollständig. Drittes Semester. Ökonomie für Forst- und Ressourcenmanagement. Keine Ahnung, was das ist. Das Fach kenne ich nicht. Das gab es zu meiner Zeit nicht. Ökonomie wird natürlich was Wirtschaftliches sein. Ja? Forstliche Verfahrenstechnik und Logistik, das ist, wie hole ich Holz aus dem Wald mit den großen Maschinen, ist aber nur ein einziger Kurs im gesamten Bachelorstudium. Ja, das wäre, wenn man jetzt den Forstingenieur machen würde, den so es wahrscheinlich gar nicht mehr gibt, dann wäre das deutlich wichtiger und würde viel mehr Platz einnehmen. Man könnte schon fast meinen, je nachdem, was man später beruflich machen möchte, das ist unterrepräsentiert. So, Waldwachstum und Umwelt ist allgemeines zu wie wachsen Wälder unter den jeweiligen Standortbedingungen. Sehr spannendes Fach, habe ich sehr gemocht. Technologie und Verwertungslinien von Holz, das geht jetzt in den Bereich Ressourcenmanagement. Also was kann man mit biogenen Rohstoffen so alles anstellen, insbesondere eben für Schwerpunkt Holz. Natürliche Ressourcen, Boden und Standort geht wieder über zwei Semester. Das ist unter anderem Bodenkunde und Fragestellung der nutzbaren Feldkapazität und so weiter. Da rede ich nachher gleich noch ganz viel drüber. So, natürliche Ressourcen, Vegetation ist im Wesentlichen Vegetationskunde und ein bisschen generelle Ökologie. Extrem wichtig, hat mit Wirtschaft nicht das Geringste zu tun. Außer, dass man Erkenntnisse daraus auch zum Wirtschaften anwenden kann, aber auf keinen Fall ein Wirtschaftsschwerpunkt. Genauso wenig bei natürliche Ressourcen, Boden und Standort. Das ist reine Ökologie letzten Endes. Ne? Das Zusammenleben von Boden und eben der Natur, die sich dann aus dem Boden erhebt, sprich die Pflanzen. Biologie und Ökologie der Wildtiere muss man auch nicht weiter erwähnen, dass es sich dabei nicht um Wirtschaft, sondern eben Biologie und Ökologie handelt. Im vierten Semester haben wir Waldschutz. Das ist zur Hälfte tatsächlich forstlich relevant, weil es sich um Schädlinge sozusagen handelt, die da eine größere Rolle spielen. Und zur anderen Hälfte ist es im Großen und Ganzen Käfer- und Pilzkunde,
sehr allgemein auf vieles gehalten, einfach damit man auch mal ein bisschen grob gelernt hat, wie Pilze funktionieren und so weiter und so fort. Habe ich fast alles vergessen. Also, und was ich nicht vergessen habe, zu Waldschutz gehört auch noch abiotischer Forstschutz. Sprich, wie baue ich meinen Wald auf, damit er möglichst sturmstabil ist? Was mache ich bei Waldbrand? Wie funktioniert Waldbrand? Etc. pp. Ist auch alles Themen von der Waldschutzvorlesung. So, allgemeine Rechtsgrundlagen, das ist Forstrecht, das habe ich auch sehr gemocht. Wer mir schon länger folgt, weiß, ich habe da ein kleines Steckenpferd, was Waldbetretungsrecht angeht. Unter anderem habe ich so ein Zeug damals in allgemeine Rechtsgrundlagen zum und eben Forstrecht, ne? Auch wenn es jetzt nur allgemeine Rechtsgrundlagen inzwischen heißt, hat man damals gelernt. So, Waldbau, und das ist auch sehr unterrepräsentiert. Da gibt es immer mal wieder Stimmen, schon zu meiner Zeit, die das sehr unterrepräsentiert finden. Das ist so das täglich Brot des Försters. Welcher Baum muss weg, welcher Baum bleibt da? Wie gestalte ich einen Wald so, dass der vernünftig erstens stabil ist und zweitens nach Möglichkeit noch ganz gut wächst und mit Klimaextremen klarkommt, etc. pp. Ja, also die Wissenschaft wie man aus einem Wald einen Forst macht im Grunde, also ein bewirtschafteter Wald. In moderner Sichtweise bedeutet das so wenig Eingriffe wie möglich, weil die kosten alle Geld, und den Wald so viel selber machen lassen wie möglich. Das ist absoluter Konsens in den Forstwissenschaften. Mehr eingreifen als notwendig macht einfach keinen Sinn aus finanziellen Gründen. Zumindest ist das meine Philosophie, die da dahinter steht. Vielleicht wird das nicht jeder so sehen, aber ich denke doch, dass das sehr weit verbreitet ist. So, Technologie und Verwertungslinien von Holz, das ist jetzt wieder so ein bisschen in Richtung Ressourcenmanagement. Achso, das hat man ja gerade. Projekt, ja, ein Projekt, das kann alles Mögliche sein, muss man nicht weiter darauf eingehen. Forstplanung im 5. Semester, das ist dann im Grunde, wie du die Nachhaltigkeit sicherstellst, dass du nie zu viel Forst aus deinem Wald rausholst, wie du einen Forstbetrieb insgesamt organisierst, solltest du das mal machen müssen. Sowas in die Richtung, das ist natürlich wieder rein wirtschaftlich. Ja? Also wir haben jetzt schon ein paar Fächer, die rein wirtschaftlich sind. Das ist nämlich einmal die forstliche Verfahrenstechnik und Logistik. Logistik, ein Stück weit der Waldbau, wobei ich dem auch ökologische Funktionen unterstellen würde, die Forstplanung und die ganze Holztechnologie und so weiter und so fort. Klar ist das auch wirtschaftlich, aber das ist halt eben die Besonderheit, dass es sich hier ja nicht nur um Forstwissenschaft, sondern auch um Ressourcenmanagement handelt bei diesem Studiengang. So, Landschaft und Gesellschaft, ja, war spannend, wenn man mal nicht in den Wald guckt, sondern mal ein bisschen vor den Wald und welche Anforderungen die Gesellschaft dann eben auf den Wald im Gesamtlandschaftszusammenhang stellt. Ich hoffe, das ist noch mal ein bisschen besser geworden, das Fach. Entschuldigung, aber war zu meiner Zeit jetzt nicht so gut, aber das Thema ist spannend. So, dann Einführung in die Datenanalyse und Statistik in R. Ja, das hatte ich noch nicht. Ich musste mir R mühsam selber beibringen und habe R inzwischen wieder vergessen. Das ist ein wesentliches Statistiktool, mit dem man ganz toll die Bachelor-Thesis oben drüber dann schreiben kann, beziehungsweise die Auswertung der Daten, die man dafür erhoben hat, mit R dann machen kann. Toll, dass das jetzt da drin steht. So, Rohstoffmärkte und Qualitätssicherung ist auch wieder so ein Bereich Ressourcenmanagement. Natürlich mit einer gewissen wirtschaftlichen Anwendung, aber einfach auch mit volkswirtschaftlichem Projekt gewissermaßen. Ne? Also einfach verstehen, wie funktionieren Stoffkreisläufe und solche Sachen. Und eben Stoffkreisläufe in Form von Märkten, die halt nun mal auf der Welt eine Rolle spielen. Ich würde sagen, das ist ein wichtiges Fach. Kann ich jetzt nicht sehen, dass das irgendwie falsch wäre. Ne? Dann gibt es diverse Wahlmodule, das müssen wir nicht weiter durchgehen. Im Bachelor-Kolloquium, das ist toll. Das wurde zu meiner Zeit noch entschieden, dass es das in Zukunft geben soll. Das heißt, ich bin ein Stück weit schuld, liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen, die da momentan jetzt gerade studieren. Das war ich, also unter anderem von studentischer Seite, die euch das eingebrockt haben. Weil, wenn ihr die ganze Zeit Bulimie lernen macht und einfach nur in der Prüfung euer Wissen aufs Blatt kotzt und hinterher wieder alles vergessen hat, dann wird euch spätestens das Kolloquium ein bisschen graus sein, weil da müsst ihr wirklich was wissen. Da könnt ihr auch nicht direkt, also zumindest war das früher so, zumindest da könnt ihr auch nicht direkt so richtig drauf lernen. Im Sinne von, ich lerne das jetzt auswendig und dann kotze ich es raus, sondern da müsst ihr die Forstwissenschaften und das Ressourcenmanagement wirklich verstanden haben, um da allgemeine Fragen, die das komplette Studium umfassen können, halbwegs brauchbar beantworten zu können. Ja, und das hat uns sehr gefehlt, weil du konntest, also bevor es dieses Fach gab, wirklich
einfach nur auswendig lernen und aufs Blatt kotzen, kamst aus dem Studium und hattest von Tuten und Blasen keine Ahnung. Ich kenne da ein paar Beispiele, die das sogar zugeben, dass es denen so geht. So, dann gibt es noch ein Berufspraktikum. Da musst du irgendeinem forstlich-waldökologischen oder sonstigen Betrieb, theoretisch bei Wohllebenswaldakademie, weiß ich nicht. Also, naja, da gibt es ein extra Amt für, das akzeptieren muss, ob das zulässig ist oder nicht. Und das ist nicht forstlich, deswegen könnte das durchgehen. Wenn das Amt forstlich wäre, dann würde das wahrscheinlich nicht als möglicher Praktikumsbetrieb akzeptiert werden. Gut, wie auch immer, die Bachelor-These, da muss man ganz viel Zeug schreiben und ein bisschen was forschen. Und das war's. Ja? So, und hier jetzt einen furchtbar krassen Wirtschaftsbezug rauslesen zu wollen, ja, da muss man schon sich Mühe geben. Definitiv. Ja. Das ist wirklich allgemein alle Facetten des Waldes und ja, des Umgang mit dem Waldes, auch gesellschaftliche Themen und so weiter und so fort umfassend. Und ich finde den Studienplan, damals fand ich ihn schon attraktiv. Deswegen habe ich da ja studiert. Ich finde ihn heute insgesamt, muss ich sagen, immer noch sehr, sehr, sehr attraktiv. Da hat sich wenig dran geändert. Es gab ein paar Verbesserungen. Es ist ein bisschen was weggefallen, was ich vermisse. Aber passt. So, zurück zum Ben vor Ort. So, neben der Tatsache, dass wir häufig das Gefühl hatten, dass man, dass er nicht, Herr Wohleben schien so, ja, ich möchte da nichts unterstellen, aber es wirkte für viele von uns so, als hätte Herr Wohleben nicht mitbekommen, dass wir sehr wohl ökologisch ausgebildet sind, ja, und nicht nur auf Bäume fällen. Vielleicht Spekulation, das weiß ich nicht, aber ich möchte jetzt trotzdem mal ein bisschen spekulieren, dem nicht zu viel Wert beimessen, bitte. Der Herr Wohleben ist ja Forstingenieur. Ja, das ist ja nochmal was anderes. Ingenieur meint, also schon im damaligen Sinne, schon ein gewisser Bezug auf Technik und Maschinen und so weiter. Das heißt, er hat sehr viel Forsttechnik vermutlich gelernt, das sagt er auch manchmal so, den Einsatz vom Harvester und eben für den Harvester optimierte Wälder und so weiter und so fort. Ja, das ist also nochmal vielleicht weil dem Herrn Wohleben seine Ausbildung rückwirkend wohl gar nicht so gut gefallen hat man zumindest den Eindruck, muss man sagen, es war für die damalige Zeit schon die wirtschaftsnächste Möglichkeit, zum Förster zu werden, die es gab. Hätte er damals Forstwissenschaften studiert, wäre das auch wirtschaftszentrierter gewesen, als es das heute ist. Das will ich gar nicht bezweifeln, aber doch deutlich weniger als der Forstingenieur. Ja, das ist vielleicht nochmal wichtig in diesem Zusammenhang. So, und zum ersten Mal, das vielleicht nochmal als kleiner positiver Einstieg, ist bei einem längeren Vortrag von Herrn Wohleben auch Zeug dabei, wo ich erstens eine eigene Meinung korrigiert habe oder eine eigene Position, nenne ich es jetzt mal, ne? Also wenn man sich nach ausführlichem Studium der Sachlage eine fachliche Meinung bildet, dann ist das ja was anderes als, ich meine, jetzt ist es gerade ein bisschen kühl geworden. Ja, drum ist mir das wichtig, dass fundierte Meinung, nennen wir es einfach mal so. Eine solche habe ich jetzt geändert tatsächlich, da bin ich sehr dankbar. Ja, dass das im Rahmen dessen möglich war. Ich lerne gerne dazu und wenn ich irgendwo falsch liege, freue ich mich, wenn ich diesen Fehler korrigieren kann, damit ich in Zukunft an dieser Stelle nicht mehr falsch liege. Das heißt, dann weiß ich noch besser über den Wald Bescheid und das freut mich. Und daher herzlichen Dank. Außerdem hat es mich sehr gefreut, dass der Herr Wohleben mir noch ein weiteres Argument liefern konnte für ein bestimmtes Thema. Wir kommen dann gleich dazu, das mir sehr gut gefällt, dass ich in Zukunft in Diskussionen zu diesem Thema vielleicht anbringen werde. Das ist ein sehr gutes Argument, ja. Und insgesamt bin ich sehr, sehr froh, dass einfach die emotional als Anfeindung empfundenen Spitzen, die in Herrn Wohlebens Rhetorik manchmal drin gewesen sind, für uns andere Waldmenschen, fasse ich uns jetzt mal zusammen, dass die abgenommen haben. Es sind ein paar relativierende Begriffe und relativierende Sätze in dem Interview jetzt gefallen, die ich sehr positiv zur Kenntnis nehme. Ja? Zum Beispiel hat er einmal, grobes Zitat, ich habe es mir glaube ich aufgeschrieben, ich hole den Zettel gleich, aber grobes Zitat hat er einmal gesagt, das macht natürlich nicht jeder so, als er irgendwas besonders Negatives aus seiner Sicht angeprangert hat. Allein die Tatsache, dass da mal das Understandment, sagt man heutzutage, da ist, dass das nicht jeder Förster so macht. Das ist etwas, was ich früher manchmal stark vermisst habe, weil da klang es zumindest für mich, ist das so angekommen, vielleicht habe ich mich da auch geirrt, aber
ja, man kann letzten Endes nur interpretieren, was man an Kommunikation wahrnimmt und so, wie man es halt eben dann entsprechend aufnimmt. Sehr interessant sind in dem Zusammenhang der Herr Schulz von Thum und der Herr Paul Watzlawick, mit denen man sich mal ein bisschen beschäftigen kann zum Thema Kommunikation. Wenn man mit denen mal einiges zu tun hatte, also im gedanklichen Austausch natürlich nicht persönlich, die sind, glaube ich, beide längst nicht mehr unter uns, glaube ich. Wenn ich mich irre, tut es mir leid. Aber ja, da kann man viel über Kommunikation lernen, ist sehr interessant. So, jedenfalls sind so grundsätzliche Anfeindungen wie von wegen, die Forstwirtschaft, die Forstwissenschaft hätte nicht verstanden, XY. Ja? Und jetzt fügt er dann noch so Sätze hinzu, oder hat er jetzt zumindest bei diesem Interview gemacht, wie, natürlich betrifft das jetzt nicht jeden, oder das kann man dann schon so machen, aber ich bin anderer Ansicht. So, und so ein paar solche kleinen relativierenden Sätze sorgen bei mir persönlich dafür, dass wir voll und ganz darüber reden können. Ja? Wenn man uns, der ganzen Branche, uns allen, die wir auch wahnsinnig viel Zeit investiert haben, um den Wald kennenzulernen und den Wald zu studieren und ja, wirklich auch viel Lebenszeit da reingesteckt haben, zum Forstexperten zu werden, was ja auch alle anderen Förster und alle anderen Forstwissenschaftler und Forstwirtschaftler auch irgendwo sind. Ja? Wenn man uns zumindest subjektiv so wahrgenommen zu Idioten erklärt, dann sorgt das natürlich für böses Blut. So, und wie gesagt, das ist diesmal weniger deutlich bis hin zu fast schon friedlich. Dem Herrn Wohlleben scheint einem friedlichen Austausch und einem friedlichen Miteinander sehr viel gelegen zu sein. Das schätze ich sehr. Ich schätze auch sehr, dass das deutlich wird in diesem Interview. So einfach generell, ne? Die ist gar nicht so sehr nur auf den Wald bezogen. Möchte mich dem unbedingt anschließen. Und daher hoffe ich, dass ich meine folgende Kritik sachlich fundiert, hoffentlich, und vielleicht ein kleines bisschen unterhaltsam, aber hoffentlich wirklich, ich gebe mir größte Mühe, nicht persönlich irgendwie angreifend an Herrn Wohlleben selbst rüberbringen kann. Ja? Ich bin fachlich schlicht und ergreifend hier und da anderer Meinung. So, und Fachliches und Menschliches kann man meiner Meinung nach, sollte man auch unbedingt. Ich habe aus der Vergangenheit von meinem Vater und von meinem Großvater gelernt, wo das endet, wenn man das nicht hinbekommt. Waren beides Wissenschaftler und haben sich im Rahmen ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit mit sehr vielen Leuten sehr böse verkracht und sind weitestgehend, muss man leider so drastisch sagen, ohne viele Freunde oder ganz ohne, dann Anhänger, ja, aber Freunde, also auf Augenhöhe, im Fachbereich wohlgemerkt, ja, weitgehend ohne solche verstorben, ja, wegen wissenschaftlichen Diskurs, der zu einem persönlichen Schlagabtausch geworden ist. Und wer diese fachliche Meinung vertritt, der kann nicht mehr mein Freund sein, sowas in die Richtung. Und da habe ich daraus gelernt, dass ich auf so ein Level mich hoffentlich bitte nicht herablassen werde. Also menschlich großen Respekt, große Anerkennung der Leistung von Herrn Wohlleben bezüglich des Aufmerksammachens auf den Wald. Natürlich habe ich in der Vergangenheit gesagt, sage ich jetzt wieder, es hat ein kleines Wehmutströpfchen, dass ja eben vieles, was der Herr Wohlleben zum Wald gesagt hat, aus meiner Sicht eben falsch ist und so auch eine Menge aus meiner Sicht falsche Informationen zum Wald auf diesem Weg vertrieben worden sind. Aber dass die Leute sich mehr für den Wald interessieren, als sie das noch vor den großen Wohlleben-Büchern, Apokalypsen, wird bei manchen Leuten so genannt, hoffentlich ein bisschen lustig, ja, wie das vorher war. Also da ist schon mehr Interesse am Wald da und das ist sicherlich insgesamt eher positiv als negativ zu bewerten. So, ich gehe noch mal kurz in mich und dann habe ich hier noch einen ganz langen Zettel, beziehungsweise mehrere davon, und wir sprechen das halbe Interview durch. Danach werden wir lange hier gesessen sein und wenn dann entsprechende Kommentare kommen, dass ich doch die andere Hälfte bitte auch noch durchsprechen soll, dann kann ich das auch mal noch irgendwann machen. Aber mir war es jetzt einfach wichtig, eine genaue Einordnung, wo wir uns hier befinden, damit das eben so respektvoll wie möglich passieren kann. Trotz vermutlich inhaltlich jetzt dann auch gleich harscher Kritik teilweise. Mir fällt gerade noch ein, ich habe bei der Einordnung der drei Teilbereiche des Waldes sozusagen, Forstwissenschaften, Forstwirtschaft, alternative Ansichten, Team Wohlleben so ungefähr, muss ich vielleicht noch dazu fügen. Herr Wohlleben und ich haben gemeinsam, dass wir beide unabhängig sind von unserer Blase, wenn man das so nennen möchte. Ja, der Herr Wohlleben ist ja niemandem untertan sozusagen, also quasi hat seine eigene Waldakademie gegründet.
Der Begriff Akademie ist übrigens nicht geschützt. Jeder kann eine Akademie aufmachen, der das möchte. Nur der Vollständigkeit halber einfach. Ne? Das heißt jetzt aber nicht, dass die deswegen automatisch schlecht wäre. Mache eben selbstständige Waldführungen und meinen selbstständigen YouTube-Wald-Content. Wir gehören beide keiner größeren Gruppierung an. Wir haben also weder mit dem Staat was zu tun, noch mit irgendeinem Forstamt oder sonst irgendwie. Wobei der Herr wohl eben sicherlich gute Beziehungen zu seinem, in Anführungszeichen, Forstamt pflegt und da vielleicht gewisse Privilegien genießt. Aber unsere Position ist jeweils wirklich nur unsere Position. Da redet uns niemand rein. Dass meine Position nah am wissenschaftlichen Mainstream ist, liegt daran, dass der wissenschaftliche Mainstream aus meiner Sicht verdammt gute Argumente hat und Wissenschaftler, die nicht im wissenschaftlichen Mainstream unterwegs sind, noch viel bessere Argumente haben müssen, um ja, dem widersprechen zu können. Und da ich die im Regelfall nicht habe, es gibt ein paar Ausnahmen, ja, ein ganz paar gibt es, schließe ich mich da häufig der allgemein als richtig angesehenen Forschungslage an, was in jedem Wissenschaftsfachbereich grundsätzlich eine ganz gute Idee ist. Wie gesagt, außer man hat enorm gute Argumente. So, einfach nur, damit wir das nochmal geklärt haben. So, was habe ich mir so aufgeschrieben? Also ich habe erstmal eine grundsätzliche Anmerkung gehabt, nämlich Forstwissenschaften enthalten sehr viel Wissenschaft und zu viel Wirtschaft und zu wenig Wald. Ja, ich kann meine eigene Schrift immer schlecht lesen, daher nimmt es mir nicht übel, wenn ich da manchmal ein bisschen in Stocken gerate. Handschrift, ja, tippen ist besser. Kind meiner Zeit. Egal, jedenfalls. Das haben wir ja schon mehr oder weniger geklärt mit dem Studienplan von der TU München. Es gab sehr viel Widerstand, das spricht der Herr Wohleben auch an, relativ früh im Interview. Ich habe dann ab einem gewissen Punkt mir auch aufgeschrieben, um welche Minute es jeweils geht, damit ihr zur entsprechenden Stelle springen könnt. Ach ja, und das muss ich vielleicht auch noch sagen. Klar kann man technisch Ausschnitte aus dem Originalvideo jetzt hier einbauen und dann kommentiere ich hinterher drauf. Kann man technisch machen. Ich könnte auch jetzt am Computer sitzen und das quasi als Reaction, in Anführungszeichen, die ich so nicht mache, ich kommentiere. Aber als sowas könnte man das auch abwickeln, da ich aber mir nicht sicher bin, inwiefern der Thilo Jung und der Herr Wohleben wollen, dass ich da ihren gemeinsamen Content, da es ja kritisch ist, klaue, in Anführungszeichen, und bei mir hier verwende, möchte ich das einfach aus Gründen der Höflichkeit sein lassen. Es wäre wahrscheinlich anschaulicher vom Video her, aber wie gesagt, ich möchte das einfach nicht machen, nicht bei weitgehend Kritik. Ja? Wenn man nur Gutes zu sagen hat, dann hat da sicherlich niemand was dagegen. Wenn man aber eben viel kritisiert, dann weiß ich nicht, ob das so nett wäre, beziehungsweise ich persönlich fände es aus diesem Kontext einfach unhöflich. Ich dürfte das zwar, weil die einzelnen Zitate von Herrn Wohleben sind ja die Erörterungsgrundlage für meine wissenschaftliche Einordnung. Das bedeutet, das ist ein Zitat nach dem Zitatrecht. Das wäre juristisch absolut wasserdicht, wenn ich das jetzt machen würde. Jeweils nur die Abschnitte rausfischen, zu denen ich dann auch gleich eine erheblich längere Ausführung, als der Abschnitt lang ist, von mir gebe. Ja? Also juristisch wäre das in Ordnung, unter Vollständigkeit halber, aber ich möchte das, wie gesagt, einfach aus Höflichkeitsgründen nicht tun. Fühle ich mich wohler mit. Ja, jedenfalls, der Herr Wohleben merkt an, dass er ja einen Studiengang sozusagen in Auftrag gegeben hat. Den kann er selbst sicherlich nicht groß halten. Vielleicht gibt es Exkursionen zu ihm und er darf da sicher auch mal einen Vortrag halten. Könnte ich mir gut vorstellen, dass sowas in die Richtung stattfindet. Wichtig ist aber, der Herr Wohleben hat meines Wissens auch an der Fachhochschule nur begrenzt Möglichkeiten, also Eberswalde ist eine Fachhochschule oder eine Hochschule Eberswalde, die heißen ja nicht mehr Fach, das wurde ja irgendwann mal weggekürzt. Da dürfte ein Diplom-Forstingenieur schon auftreten und Sachen erzählen. Ich weiß nicht, inwiefern er das vorhat, aber die Qualifikation dazu hätte er schon. Ja? Allerdings muss der Studiengang zumindest in größerem Stil dann doch von Doktoren und Professoren geleitet werden. Da muss es also noch so ein paar Leute dieser Richtung geben, zum Beispiel Professor Ibisch sicherlich, der wird ja auch namentlich hier im Video erwähnt, ist auch als Wissenschaftler in der großen Einordnung, wo man die Leute reinstecken möchte, ja,
eher dem Wohlleben-Cluster zuzuordnen, obwohl er Forstwissenschaftler oder Ökologe oder als was er auch immer genau ausgebildet ist. Aber er arbeitet zumindest an der forstwissenschaftlichen Hochschule. Dementsprechend darf man ihn, glaube ich, grob auch als Forstwissenschaftler bezeichnen, wenn er damit dann hoffentlich einverstanden sein mag. Und trotzdem würde ich ihn nicht in den Bereich Forstwissenschaft stecken, weil da sind ja die, die grob der Mehrheitsmeinung entsprechen, beziehungsweise eben der Lehrmeinung, die so dann auch an Universitäten gelehrt wird, entsprechen und diese halt immer weiter erweitern, wo ich mich eben dazugehörig fühle. Der Professor Ibisch hingegen hat so alternative Ansichten, dass er bei Kollegen auch nicht immer ganz beliebt ist, durchaus streitbar und eher eben, wie gesagt, dem Wohlleben-Cluster zuzuordnen ist. Herr Wohlleben und Herr Ibisch haben zusammen inzwischen auch ein Buch geschrieben. Habe ich noch nicht gelesen, steht noch auf der Leseliste, würde mich schon mal interessieren. Gut, jedenfalls, eben vor allen Dingen mit Herrn Ibisch ist dieser neue Studiengang jetzt auf den Weg gebracht worden. Das hat für sehr viel, ja, Häme, Spott, böse Worte, Anfeindungen, insgesamt Negativität, dürfen wir es, glaube ich, zusammenfassen, unter meinesgleichen gesorgt. Auch von mir persönlich. Meine persönliche Befürchtung ist, die darf ich gerne nennen, ja, dass wir Angst haben, also nicht nur ich, sondern eben auch andere, und ich schließe mich eben bei diesem einen Argument vor allen Dingen an, dass damit das akademische Niveau von Eberswalde sinken könnte, weil wir befürchten, dass aufgrund Herr Wohllebens Cherrypicking-Arbeitsweise diese Cherrypicking-Arbeitsweise ein bisschen in diesen Studiengang einfließen könnte und dabei, wenn zugrunde liegend des Studiengangs das Risiko besteht, das ist eine böse Unterstellung, ich hoffe, man hat das ausgebügelt, dass da eben keine Ideologie diesem Studiengang zugrunde liegt, aber man könnte es vermuten, dass die zugrunde liegende Ideologie in Fell weniger Holz besteht. Jetzt kann man natürlich gleichzeitig behaupten, dass jeder andere forstliche Studiengang eine zugrunde liegende Ideologie des Felleholz, Punkt, zugrunde liegen hat, und wenn man das tut, dann ist es ja irgendwo, ehrlich gesagt, wirklich wieder ausgeglichen. Das ist, denke ich, auch eine Argumentationsweise, die Herr Wohlleben und Herr Ibisch verwendet haben. Aber die Tatsache, dass Herr Wohlleben wirklich keine gute wissenschaftliche Arbeitsweise an den Tag legt und das ja immer noch, auch wenn nur an einer Hochschule in Anführungszeichen und nur Waldmanagement heißt, trotzdem ein gewisses wissenschaftliches Arbeitsfundament dem Ganzen zugrunde liegen sollte, kann man sich da Sorgen machen, bis man rausgefunden hat, ob die Qualität des wissenschaftlichen Arbeitens bei diesem Studiengang eben stimmt. Und da der offensichtlich jetzt dann erst losgeht, in ein paar Tagen oder falls er nicht schon gerade angefangen hat, kann man dazu noch keine Aussage treffen. Ja? Aber es ist einfach so ein Punkt, Herr Wohlleben selber ist eine Person, die kein gutes wissenschaftliches Arbeiten anwendet in ihren Werken. Er sagt selber, er sei auch kein Wissenschaftler, das ist ja auch in Ordnung grundsätzlich. Und er muss ja auch in einem nicht wissenschaftlichen Werk nicht wissenschaftlich arbeiten. So bei einem Hochschulstudiengang muss man es dann aber. Ja? Und wenn die Absolventen ich weiß nicht, wie der Studiengang genau heißt, habe ich mir nicht gemerkt, von dem Stiftungsstudiengang vom Herrn Wohlleben, dann da rauskommen und Cherrypicking betreiben, und das befürchten eben einige, so wie das große Vorbild, ja, dann ist das Mist. Und im Grunde müsste ja bei so Themen, die wissenschaftlich eindeutig mindestens umstritten sind, auch wenn der Herr Wohlleben davon überzeugt ist, auch für einen Absolventen dieses neuen Studiengangs klar sein, dass es ein wissenschaftlich umstrittenes Thema ist. Und die müssten dann eigentlich zumindest bei diesem Thema Herrn Wohlleben widersprechen, wenn er sagt, so ist es und nicht anders, falls er das sagt. Ja? Nur mal hypothetisch. Und das weiß ich nicht. Ja? Das weiß ich nicht. Da mache ich mir Sorgen. Ich hoffe sehr, dass das junge Menschen sein werden, die dann einen ausreichend eigenen Kopf haben und, wie gesagt, die Grundprinzipien wissenschaftlicher Arbeit so weit zu beherrschen gelernt haben, dass die dann entsprechend reagieren können. Ja? Aber das ist halt eben der Punkt, warum viele Leute die Idee dieses Stiftungsstudiengangs kritisch sehen und die Reputation von der Hochschule Eberswalde, insbesondere ihrer forstwissenschaftlichen Abteilung oder Forstabteilung, nennen wir es mal so, die hat ein wenig gelitten, würde ich jetzt schon behaupten, insgesamt in Fachkreisen, nach meiner Wahrnehmung. Ist natürlich nur meine Wahrnehmung. So viel dazu.
Dann generell finde ich auch mal sehr interessant, wie gesagt, bei diesem Interview waren jetzt einige Sätze dabei, die ich positiv vermerkt habe und ich möchte hier einen mal zitieren. Herr Wohlleben sagt, die Frage ist, wie viel Holz kann man nutzen? Er stellt also die Holznutzung nicht direkt in Frage. Also direktes Zitat ist einfach, die Frage ist, wie viel Holz kann man nutzen? Ja. Das ist tatsächlich eine ganz entscheidende Frage, die uns eben auch in den Forstwissenschaften schon immer umgetrieben hat. Wie viel kann man denn jetzt nun aus dem Wald rausholen, ohne die sogenannte Nachhaltigkeit zu gefährden? Ich sage jetzt absichtlich sogenannte Nachhaltigkeit, weil Herr Wohlleben auch die Nachhaltigkeit in Frage stellt. Dazu gleich noch mehr. Wie auch immer, jedenfalls, er sagt nicht, und das wird ihm manchmal unterstellt, das ist aber so faktisch falsch, das hat er tatsächlich nie gesagt, dass man gar kein Holz nutzen dürfe. Ja, also Herr Wohlleben ist nicht gegen eine grundsätzliche Holznutzung, er möchte sie nur stark einschränken und vermutlich eben auch die Auswahl an verfügbaren Baumarten, soweit es geht, auf Buche beschränken, hat man zumindest den Eindruck. Jetzt mag er wohl auch noch ein paar andere Bäume, da bin ich mir ziemlich sicher. Tatsache ist, warum diese Obsession auf die Buche, wenn man es so nennen darf. Buche ist unsere, rein von den natürlichen Standorteigenschaften her, natürliche Vegetation ist der Fachbegriff, mit Abstand häufigste Baumart in Deutschland. Momentan gerade bei der aktuellen potenziell natürlichen Vegetation wäre Buche bei ungefähr 75% der Landesfläche, also Buchenwaldökosysteme bei 75% der Landesfläche einzuordnen. Das war vor ein paar Jahrzehnten noch mehr und das wird jetzt peu à peu vermutlich weniger aufgrund des Klimawandels. Ja? Aber trotzdem ist sie mit Abstand unsere häufigste Baumart und auf den allermeisten, also wäre sie, wenn man nichts anderes gepflanzt hätte, das ist völlig krumm richtig und völlig unstrittig. Ja? Da sind sich alle einig. Und bis auf die Leute mit der Mega-Herbivoren-Hypothese, da kommen wir nachher noch dazu. Finde ich toll. Also da wirklich vielen Dank für das gute Argument. Das ist das, wo der Herr Wohlleben ein gutes Argument hatte, was ich in Zukunft übernehmen wollte, hatte ich eben irgendwo mal erzählt. Gut, wie auch immer. Jedenfalls, es sind sich fast alle einig, dass die Buche die vorherrschende Vegetations- bzw. der Buchenwald mit der Lutzulofagetum bzw. bodensaurer Buchenwaldausprägung als häufigste Waldgesellschaft die natürlichste Natur, die wir in Deutschland so hätten, haben könnten, wenn es uns so in dieser Form nicht gelungen wäre, den Wald weitgehend zurückzudrängen und das, was übrig bleibt, zur Fichtenwald umzuformen. Ja? Oder zum Kiefernwald oder ja tatsächlich auch zu gesunden Mischbeständen, die sehr zukunftsfähig sind. Ja, und da kann man sich jetzt streiten, was da überwiegt. Meiner Meinung nach haben wir von Letzteren schon sehr viele, nach Meinung vom Herrn Wohlleben. Das ist jetzt neu. Gibt es die wohl scheinbar? Also er erkennt an, dass es sie zu geben scheint. Zumindest interpretiere ich das so. Aber es sind wohl immer noch viel zu wenig und wir haben immer noch viel zu viel Fichte und so weiter und so weiter. Ja? Aber das zu mal groben Einordnung, warum der Buchenwald als so wichtig gilt, weil er tatsächlich unsere Urnatur ist. Und wenn der Herr Wohlleben von Urwäldern spricht, dann meint er alte Buchenwaldökosysteme. Und das ist auch korrekt. Das wäre in den meisten Fällen nicht überall, zum Beispiel nicht am Fluss direkt, nicht auf dem Berg, im Hohen. Aber fast überall wäre das unsere natürliche zu erwartende Waldgesellschaft. Das wissen viele von euch schon, das habe ich auch schon häufiger erzählt. Da sind wir uns auch einig, ja? Ne? Also, jetzt ist nur die Frage eben in dieses Szenario hinein, wie viel Holz können wir denn jetzt eben nun nutzen oder sollen wir nutzen? Und da gehen die Meinungen dann doch ein wenig auseinander. Ich würde mich da bei einer deutlich höheren Menge einordnen, als der Herr Wohlleben nutzen möchte. Es mag vielleicht noch Leute geben, die sich bei einer noch höheren Menge einordnen wollen. Aber ich bin, glaube ich, schon ziemlich weit oben dabei bei der möglichen Nutzung des Holzes. Einfach um die Maßnahmen zu finanzieren, um den Wald umbauen zu können, ohne dass das katastrophal viel Geld kostet, das einfach nicht verfügbar sein wird, ist sicherlich eine gewisse und durchaus gründliche Nutzung des Waldes notwendig. Hier und da beschleunigt Nutzung des Waldes auch die Möglichkeit, den Wald umzubauen, wo das erforderlich ist. Ob das erforderlich ist, da gibt es sicherlich auch einige Differenzen zwischen Herrn Wohlleben und mir. So, dann habe ich ab Minute 36, also da kommt dann jetzt relativ viel am Anfang vom Interview Biografisches zu Herrn Wohlleben, das ist sicher auch interessant. Sicherlich, definitiv ist es das, der Herr Wohlleben hat eine sehr interessante Biografie, das möchte ich ihm gar nicht absprechen. Und bei circa Minute 36, Nachhaltigkeit gibt es nicht. Das ist so das Zweite, was ich mir aufgeschrieben habe, an dem ich mich ein bisschen abarbeiten will. Er findet
so nachhaltig, wie man es hinkriegen kann, ist wohl nach seiner Meinung die Erholungsfähigkeit des Waldes zu erhalten. So, was genau Nachhaltigkeit ursprünglich mal gewesen ist, das hat, glaube ich, der Thilo gesagt, nur so viel Holz ernten, wie nachwächst. Das ist tatsächlich der uralte Gedanke, der in der Form mehr oder weniger in die Äußerung, damit es eine nachhaltende und kontinuierliche Nutzung an Holz gäbe, hoffentlich das korrekte Zitat von Hans Karl von Karlowitz, dem Berghauptmann von Freiberg in Sachsen, zu Schulden gekommen. Der hat als allererstes den Begriff nachhaltend verwendet. Nicht Nachhaltigkeit, das haben wir daraus abgeleitet, aber in dem Buch, das er damals geschrieben hat, das war 1713, glaube ich. Ja, 1713 müsste das gewesen sein. Da hat er auch die Idee, dass man Holz so nutzen muss, dass es immer Holz gibt, also kontinuierlich eine kleine Menge nutzen, damit die Nächsten auch was haben. Also erstmal den Grundidee der Nachhaltigkeit in Form einer gewissen Generationengerechtigkeit nur so viel nutzen, dass es im gleichen Zeitraum, wie es genutzt wird, sich wieder auffüllt, damit die, die nach uns kommen, dasselbe nutzen können, wie das, was wir jetzt nutzen. Herr Wohleben ist der Meinung, das gibt es so nicht, das funktioniert so schlicht und ergreifend nicht. Und da hat er schon nicht ganz Unrecht. Wir kommen aber sehr nah ran, potenziell. Also klassisch wird in dem Forst zwischen einfacher Nachhaltigkeit, das ist genau das, nur so viel umschneiden wie nachwächst, und standörtlicher Nachhaltigkeit oder auch erweiterter Nachhaltigkeit unterschieden. Letztere meint, dass man den Standort nicht so viel Potenzial entziehen darf, also nur so viel Potenzial entziehen darf, wie er in derselben Zeit wieder regenerieren kann. Das bedeutet unter anderem, wenn du Bäume fällst und du nimmst zum Beispiel den ganzen Baum aus dem Wald, inklusive Krone, nur mal angenommen, das macht heutzutage kaum noch irgendjemand, aber potenziell ist das möglich und wurde auch schon gemacht. In Form von einem Weihnachtsbaum findet es ja heute noch statt. Den ohne Äste aus dem Wald zu holen, wäre relativ witzlos. Ne? Ob man jetzt einen Weihnachtsbaum braucht, ist eine andere Frage. Aber wenn man einen holt, dann natürlich mit Ästen. So, jetzt stecken die allermeisten Nährelemente, die für Pflanzenwachstum wichtig sind, in den Nadeln. Das heißt, wenn du im Winter einen Nadelbaum rausholst, hast du sehr, sehr viel rausgeholt. Holst du im Winter einen Laubbaum raus, hast du schon weniger rausgeholt, weil der hat zwar keine Nadeln, aber eben auch keine Blätter. Zumindest nicht im Winter. Botanisch gesehen sind Nadeln auch Blätter übrigens. Und das zweitwichtigste, wo die meisten Nährstoffe drin stecken, sind Zweige, weil Zweige im Verhältnis zu ihrem Volumen eine große Menge an Rinde beinhalten oder drumherum sind, haben. Das bedeutet, die Krone im Wald liegen zu lassen, abzuschneiden und liegen zu lassen, sorgt dafür, dass ein ganz, ganz großer Teil der Nährstoffe, die insgesamt im Gesamtsystem Baum gebunden sind, dann auch im Wald bleiben, weil wirklich die Mehrheit in der Krone steckt. So, wenn man jetzt noch den Stamm entrinden würde, weil die Nährstoffe eben in der Rinde stecken, und den kahlen Stamm aus dem Wald rausholt, dann hat man so gut wie gar keinen Nährstoffexport mehr. Nur 1% von Kalium, Calcium, Magnesium und so weiter durchschnittlich, was der Baum im Laufe seines Lebens aufgenommen hat. Und das kann durchaus ziemlich viel sein, wenn der lange gelebt hat. Er braucht davon auch nicht gigantische Mengen, aber ja, lange Lebensdauer, also kommt da schon ein bisschen was zusammen. Und davon wird man dann letzten Endes nur 1% aus dem Wald abfahren, wenn man den kahlen Stamm mitnimmt. Weil im Holz selbst, das besteht fast nur aus, zur Hälfte aus Kohlenstoff, zu circa 30% aus, ich meine, Sauerstoff, sowas um die 19% Wasserstoff und dann noch ein bisschen Stickstoff, naja, nicht ganz. Sagen wir mal, der Sauerstoff ist noch ein bisschen weniger, da ist noch ein kleines bisschen Stickstoff drin. Und 1% Rest. Ja? Oder machen wir 18% Wasserstoff. Ich krieg's mir 100% zusammen, aber grob ungefähr so stimmt's. Holz besteht tatsächlich eben aus, ja, CO2, und das ist Kohlenstoff, Wasserstoff und Kohlenstoff, Sauerstoff. Und der Wasserstoff ist halt zusätzlich auch noch drin, obwohl im CO2 jetzt kein direkter Wasserstoff drin ist. Der ist aber trotzdem, Wasser ist ja drin im Holz. Ne? Der Wasserstoff bleibt dann aus dem Wasser übrig. Führt zu weit, muss jetzt auch nicht sein, ist wurscht. Jedenfalls, standörtliche Nachhaltigkeit würde bedeuten, dass man die Forstwirtschaft so betreibt, dass die Nährstoffversorgung des Bodens sichergestellt bleibt, die Wasserhaltemöglichkeit des Bodens sichergestellt bleibt und
man dann so viele Bäume rausholt, die gleichzeitig mehr oder weniger nachwachsen, an anderer Stelle natürlich, bedeutet, du holst einen Baum von 17,2 Kubikmeter Holz daraus, das wäre ein verdammt richtig großer, ja, während der Rest deines Waldes, den du zu verantworten hast, in dieser Zeit an allen Bäumen zusammen 17,2 Kubikmeter Holzzuwachs angelegt hat. Natürlich nirgendwo ein Klotz von einem Kubikmeter, aber überall ein kleines bisschen. Und wenn man das aufsummiert, gedanklich zu Klötzen, dann hätte man halt 17,2 davon. So, und wenn das so funktioniert und das langfristig so funktioniert, dann bleibt der Vorrat deines Waldes, also die Gesamtmenge an Holz, die da rumsteht, immer gleich. Und dann hättest du, da du auch so gut wie keine Nährstoffe aus dem Boden entnimmst, zumal ein Boden auch Nährstoffe in geringem Maß regeneriert, und wenn man da wirklich immer nur 1% pro Baum, den man rausholt, dann können die meisten Waldböden das in gleichzeitigem Umfang regenerieren, was da ihnen eben an Calcium, Kalium etc. pp. Entnommen wird. Ja, und damit hätten wir dann eine Gesamtnachhaltigkeit, die tatsächlich zumindest für das, die Möglichkeit eines Waldbodens Wald zu tragen, und die Möglichkeit für die Bäume so nachzuwachsen, dass halt nie eine große Lücke oder sowas in die Richtung entstehen würde, hätten wir dann einen perfekt nachhaltigen Wald. In der praktischen Umsetzung der Forstwirtschaft wäre das vermutlich ein Dauerwaldkonzept, wenn man das dann so hinkriegen möchte. Ja, Dauerwaldkonzepte mag der wohl eben hoffentlich, könnte ich mir jedenfalls gut vorstellen. Ja. Das wäre tatsächlich in der Theorie so nah dran wie irgendwie möglich. Findet das so statt, also mindestens das Abmachen der Rinde vor Ort und am Waldboden liegen lassen, damit sie dort verrotten kann? Nein. Ja, mindestens daran scheitert es eigentlich so gut wie immer. Die Äste lassen wir meistens liegen. Es gibt traurige Fälle, die gibt es. Ich maße mir nicht an, sagen zu wollen, wie oft das der Fall ist und wie da die prozentuale Verteilung liegt. Ich denke, es wird nicht die Mehrheit sein, aber es kommt schon so oft vor, dass es eine Rolle spielt, wo man halt eben die Äste zu Hackschnitzeln verarbeitet, weil zumindest in der Energiekrise beispielsweise Hackschnitzel eben sehr viel Geld wert waren. Und dann hat sich das finanziell sehr gelohnt, den Schlagabraum nennt man das, also was halt übrig bleibt vom Baum, was nicht der Stamm ist, aus dem man schöne Bretter machen kann, wenn man den halt zusätzlich noch zerhäckselt und dann auch noch auf dem Wege verwertet bzw. Finanziell nutzbar macht. Daher bedingte Zustimmung, dass es die Nachhaltigkeit so seltenst gibt, richtige Nachhaltigkeit. Ich möchte aber trotzdem den Begriff nicht weglassen. Ich möchte es doch trotzdem für mich persönlich, das ist natürlich letzten Endes eine ethisch-moralische bzw. Definitionsfrage, ist das nachhaltig genug, um es Nachhaltigkeit zu nennen, oder ist es nicht so? Es ist die nachhaltigste Landnutzungsform, die wir kennen. Ja? Keine andere Landnutzungsform, wenn man so will, Landwirtschaftsform, die dem Mensch bisher eingefallen ist, ist so nah dran an perfekter standörtlicher Nachhaltigkeit wie ideal ausgeführte Forstwirtschaft. Ja, und dann nicht ganz ideal ausgeführte Forstwirtschaft, die ist immer noch so nah dran wie nichts anderes. Und da wir irgendwie halt doch Ressourcen nutzen müssen, ist es für mich ganz klar, dass nachhaltige Waldwirtschaft, und ich nenne die auch so, die ideale Ressourcennutzungsform ist. Ja, und wenn man das auf anderen Bereichen des Planeten auch hinbekommen würde, das ist auch in tropischen Wäldern mit Einschränkungen, aber zumindest bis zu einem gewissen Grad möglich. Besser wäre es, ich wäre auch sofort dafür, sämtliche tropischen Wälder unter Schutz stellen. Würde ich sofort unterschreiben, fände ich toll. Da sich das nicht umsetzen lassen wird, das ist einfach utopisch, das zu glauben, dass das funktioniert, meiner Meinung nach, bin ich für eine Minimalnutzung der tropischen Wälder. Ein paar wertvolle Hölzer rausholen mit so geringem Einschlag wie möglich, ja, und so geringem Impact wie möglich. Das nennt sich Low Impact Logging. Die entsprechende Bezeichnung im Fachbereich, dass man mit den Erlösen daraus irgendwie finanzieren kann, den Rest des tropischen Regenwaldes stehen lassen zu können. Weil momentan scheitert das schlicht und ergreifend wie so oft im Leben am schnöden Mammon. Gut, soviel zu dem Punkt. Also keine vollständige Ablehnung, aber ich möchte das gerne ergänzend nochmal gesagt haben, was ich gerade gesagt habe. Minute 39.
In 10 Jahren verlieren wir die Hälfte der Waldfläche. Das ist eine Hiobsbotschaft, die man schon häufiger gehört hat. Aus dem Munde Wohlleben. Ich muss einen Schluck trinken. Ist das realistisch? Könnte so sein, ja. Ich habe letztes Mal, glaube ich, gesagt, glaube ich nicht dran. Ja, es ist einiges an Scheiße über den Wald hereingebrochen seitdem. Das muss man schon so deutlich sagen. Und das hat meine Einstellung zu der Frage ein wenig beeinflusst. Von daher habe ich da auch einen gewissen Respekt, dass das Herr Wohlleben schon gesagt hat, bevor die Scheiße am Dampfen war, um das wirklich so deutlich sagen zu müssen. Das ist einfach, ich finde keine andere akademisch angemessene Bezeichnung für den momentanen Zustand. Manchmal muss es deutlich sein. Wie auch immer, kann passieren. Kann passieren, kann man nicht ausschließen. Muss es passieren? Nein. Aber das Problem ist mit dem Klimawandel ist ja vor allen Dingen die Zunahme von Extremwetterereignissen. Und wir keine Ahnung haben, wie sich diese Zunahme von Extremwetterereignissen im Einzelnen verteilen wird. Ja? Im Durchschnitt werden es mehr. Im Durchschnitt kann man auch eine Zahl angeben, wie viele mehr welcher Stärke pro welchen Zeitraum. Aber wie die sich verteilen, ob die 3 Jahre in Folge kommen, oder sich zu einem einzigen zusammenbündeln und dann eine nie erreichte katastrophale Energie erzeugen, die oder eine Dürre noch nie dagewesenen Ausmaßes, heute noch nie dagewesenen Ausmaß. Die letzte große Dürre, die wir hatten, war eine Dürre noch nie dagewesenen Ausmaßes. Sprich eine, die noch schlimmer ist als 2018 bis 2020. Dann wäre da die Hälfte vom Wald weg. Ja. Ja, das ist durchaus möglich, dass ein solches, so viel Zerstörungskraft besitzendes Ereignis eintritt. Ob das in den nächsten 10 Jahren der Fall sein wird, das kann niemand vorhersagen mit hinreichender Genauigkeit. Ja, also ist das durchaus spannend und ich korrigiere eben meine bisherige Aussage, dass ich das für unglaublich unrealistisch halte. Es ist unrealistisch, aber möglich, ja, mit einer geringen Wahrscheinlichkeit. Minute 39. Bure sieht im Wirtschaftswald, stirbt im Wirtschaftswald und breitet sich im Urwald aus. Ist das so? Und da jetzt erstmal nö. Ne? Beziehungsweise das gibt es. Es gibt aber auch Gegenbeispiele und das ist eben dieses Cherrypicking. Ja? Wir suchen uns einen Wirtschaftswald aus, in dem die Buche stirbt und wir suchen uns einen Urwald, Buchenurwälder haben wir keine, da gibt es keinen einzigen, aber nah dran, Urwaldwald aus, in dem das nicht der Fall ist. So, und jetzt stimmt's. Und jetzt gehen wir woanders hin und stellen fest, oh, ein Wirtschaftswald, in dem sich die Buche ausbreitet und gehen uns ein Stück Urwald angucken, in dem die Buche gerade stirbt oder zumindest schwere Schäden davon getragen hat. Und dann stimmt es nicht mehr. Netto kann man zum Zustand des Buchenwaldes momentan sagen, dass der durchschnittliche Gesundheitszustand aller Buchen in Deutschland stark abgenommen hat. Ja, wirklich besorgniserregend für viele. Gleichzeitig, also Altbuchen, möchte ich betonen, Altbuchen. Gleichzeitig hat sich die Wachstumsgeschwindigkeit von Jungbuchen, also so richtig junge Dinger, ne, so ein bisschen über Mannshoch, diese Kategorie von Buche und noch ein bisschen kleiner, hat sich die Wachstumsgeschwindigkeit dieser Buchen deutlich erhöht. Besonders dieses Jahr, 2024, haben die einen richtigen Schuss nach oben gemacht, enorme Trieblängenzuwächse. Das sieht wiederum sehr, sehr gut aus. Ja? Jetzt gehen die Meinungen sehr stark auseinander und ich werde irgendwann in Kürze mal noch ein episch langes Video zum Zustand der Buche machen wollen, weil ich mich damit wirklich sehr viel beschäftige. Das ist so das, wo meine Arbeitszeit, die nicht unmittelbar in ein demnächst zu veröffentlichendes Video oder eine Führung reinfließt, hinkommt. Nämlich zu der Zukunft des Buchenwaldes. Das interessiert mich sehr. Da lese ich so ziemlich jeden Fachartikel, den ich irgendwie bekommen kann und versuche da irgendwie zu einer für mich schlüssigen Konklusion zu kommen, um dann euch irgendwas halbwegs Vernünftiges diesbezüglich anbieten zu können. Wie auch immer, Jungbuchen hui, Altbuchen pfui. Aber
Altbuchenpfui muss nicht bedeuten, dass die deswegen absterben. Was wir beobachten, ist die Kronentrocknis bei Altbuchen oder Buchenkronensterben, wenn man das so nennen möchte, geht in einen beliebigen durchschnittlichen Buchenwald, wenn ihr jetzt nicht gerade irgendeinen fast Urwald um die Ecke habt, guckt in die Baumkronen von außen, also von draußen auf den Wald drauf gucken, und ihr werdet einige gestrüppartige, kahle Baumkronen über den Buchenwald herausragen sehen. Unten drunter ist er meistens noch grün. Teilweise kann man das auch vom Innenhalb des Waldes sehen. Jeder in jedem Bundesland wird irgendwo so einen Wald finden können, in der näheren Umgebung. Da bin ich völlig überzeugt von. Es gibt keine Region, die nicht irgendwo einen kleinen Bereich mit kaputten Buchenwald rumstehen hat. Selbst bei uns im Schwarzwald, der insgesamt sehr geringe Waldschäden im Vergleich zu vielen anderen Regionen Deutschlands zu verzeichnen hat. Die Eifel ist übrigens auch so ein Ort, wo die Waldschäden insgesamt, glaube ich, noch relativ gering sind. Ich war da jetzt schon länger nicht mehr. Muss ich mal wieder gucken gehen. Habe auch keine genauen Zahlen im Kopf. Aber das haben Herr Wohlleben und ich übrigens auch gemeinsam, dass wir beide so ein bisschen grünen Oasen hocken, wo die Welt noch einigermaßen in Ordnung ist. Wie auch immer, jedenfalls ist das schwer einzuordnen, was diese Kronenabsterberitis der Buche tatsächlich jetzt aussagt. Sind die Bäume jetzt kaputt oder sind die Bäume nur halb kaputt und können sich jetzt wieder regenerieren? Und jetzt ist sehr stark die Frage, was beurteilt man denn? Einfach nur Baum an Leben, ja, nein, oder Baum wertvoll und am Leben, ja, nein? Ja, weil wenn nicht mehr wertvoll, aber noch am Leben, dann kann es aus wirtschaftlicher Sicht interessant sein, ihn umzuschneiden und einen neuen wachsen zu lassen, der dann länger wächst und wertvoller wird im Laufe der Zeit. Weil eine kaputte Buche, die zwar noch am Leben ist, die wird nicht mehr wertvoller. Die wird im gegebenenfalls sogar deutlich weniger wert sein, wenn sie dadurch, dass ihr die Oberkrone abgestorben ist und die irgendwann runterbricht, dann Eintrittspforten für Pilze offen stehen hat, wo dann auch Pilze eintreten werden und wir dann irgendwann unter anderem Pilze, theoretisch auch Viren, Bakterien und so ein Zeugs, ja, und wo wir dann spätestens dann auch Käferchen und solche Sachen einen massiven Befall der noch eigentlich jetzt, wenn man sie jetzt fällt, noch wertvollen Buche beobachten dürfen, dann wird das Holz entwertet und auch wenn der Herr Wohlleben das nicht möchte, ist das dann nur noch Brennholz. Da kann keiner was anderes mit anstellen. Ja, man könnte es dann natürlich theoretisch im Wald auch einfach liegen lassen. Das ist die Alternative. Ja, die gibt es. Aber das ist schon ein großes, großes Problem. Ist es denn so, dass im Urwald, wenn man den so nennen möchte, die Buchen überwiegend besser aussehen als im Wirtschaftswald? Ja, das ist so. Ja, da bin ich auch von überzeugt. Ich kenne persönlich einige Beispiele, die mich immer wieder sehr, sehr, also das Gefühl, in einem tollen Buchenwald zu stehen und da Spaß dran zu haben. Ich denke, da können wir uns auch darauf einigen, dass der Herr Wohlleben und ich das sicherlich gemeinsam haben. Das ist auch für mich großartig, in einem urwaldartigen Buchenwald unterwegs zu sein. Mache ich genauso gerne wie der Herr Wohlleben, bin ich mir sicher. Ja? Aber welche Konsequenzen man daraus zieht, das hängt halt dann eben davon ab, wie man da die Situation beurteilen möchte. Ne? Tatsache ist, die sind wirklich resistenter. Woran liegt das? Naja, das ist zum einen, das ist ein bisschen komplexer, sicherlich unter anderem daran liegend, dass sie da schon sehr, sehr lange stehen. Das heißt, die Buchen hatten über Generationen, Buchengenerationen, und die gehen so 250, 300 Jahre, 350 im krassesten Fall. Ja, über Buchengenerationen hinweg haben die sich am selben Standort vermehrt. Das heißt, deren Eltern standen auch schon da, deren Großeltern standen schon da, deren Urgroßeltern standen schon da und dann langt es auch irgendwann schon fast. Die Buche ist in Deutschland flächendeckend vorkommend seit circa maximal 4000 Jahren an den Orten, wo sie wirklich schon ziemlich lange ist, und seit erst so 3000, 2500 Jahren an den Orten, wo sie noch nicht so lange ist. Bedeutet, die Evolution dieser Baumart auf dem Boden, auf dem sie steht, ist noch nicht sehr lang. Das ist für ökologische Zeiträume, es ist eine Hausnummer, ja, aber es ist noch nicht sehr, sehr lange. Insbesondere, da wir uns klar machen, die Maximaldauer, die ein Ökosystem in Deutschland überhaupt da sein kann, beträgt so circa 10.000 Jahre, weil davor war Eiszeit. Aus der Eiszeit sind keine Ökosysteme mehr übrig, die noch heute so wären wie damals. Und damit haben wir nur nacheiszeitliche natürliche Ökosysteme. Und die können dementsprechend maximal höchstens 10.000 Jahre alt sein. Plus, minus, Pi mal Daumen. Ne? So,
Und das heißt, der Buchenwald ist noch vergleichsweise jung. Bedeutet, er ist evolutionär noch nicht im vollständigen Stadium, sehen manche so, muss man nicht so sehen, im vollständigen Stadium seiner absoluten Klimax-Eigenschaft angekommen. Das bedeutet, der passt sich noch weiter an, um sich noch besser an seinen Standort anzupassen. Andere Baumarten machen das noch länger, als es die Buche tut, sind dementsprechend noch mehr an ihren Standort angepasst, verlieren dadurch aber an Anpassungsfähigkeit. Das habe ich neulich mal erklärt. Angepasstheit und Anpassungsfähigkeit sind zwei Seiten derselben Medaille im Grunde, aber durchaus wichtig, denn man kann nicht beides können. Oder wenn man beides kann, dann kann man beides nur so mittelmäßig gut. Entweder oder ein Stück weit. So, und die Buche ist noch anpassungsfähig. In vielen Fällen bei sehr alten Buchenwäldern, aber schon sehr gut angepasst. Und das führt dazu, dass das, was Buchenurwälder sein könnten oder nah dran, tatsächlich deutlich besser mit Extremereignissen auf ihrem Standort klarkommen, weil sie die Möglichkeit hatten, das Wissen über alle möglichen Extremereignisse, die es in den letzten, sagen wir mal, 3000 Jahren auf ihrem Standort gegeben hat, an die nächste Generation weiterzugeben. Und damit ist die genetische Anpassung eines alten Waldes, relativ egal, welche Baumart da steht, das funktioniert auch bei allen anderen Baumarten, immer erheblich höher als bei einem noch jungen Wald, der sich erst in seinem initialen Sukzessionsstadium, also in der Abfolge der Ökosystemtypen auf demselben Stück Erde sozusagen, sich in einem initialen Stadium befindet. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu fachchinesisch. Gut, in jedem Fall muss ich jetzt den Akku wechseln. So, ich möchte noch ergänzen, auch bei urwaldartigen Buchenbeständen gibt es irgendwo eine Grenze, was die ertragen können. Die sind also auch nicht unsterblich, nichts ist das, zumindest nicht, wenn es lebt. Und das bedeutet, wenn irgendwann der Klimawandel so weit vorangeschritten ist, dass so extreme Dürreereignisse zum Beispiel oder auch Stürme oder im Prinzip mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit, aber auch das kann passieren, extreme Kälteeinbrüche passieren, dann wäre es potenziell denkbar, dass eben auch ein sehr, 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 sehr viel schon erlebt habender standortheimischer Buchen, fast Urwald, eben an seine Grenzen kommt und dann ist er kaputt. Ja, das kann also auch passieren, die sind nicht unsterblich, möchte ich an dieser Stelle einfach nur betonen. Daher jetzt einfach nur zu sagen, wir brauchen mehr Buchenwald, damit der kühlt, dazu kommen wir nachher noch. Und dann ist es schon nicht so schlimm, wenn es immer heißer wird, weil der Buchenwald kühlt ja. Das halte ich für fatal, weil der Buchenwald eben nicht unsterblich ist. Der kühlt so lange, wie er Wasser zum Kühlen hat. Wenn er kein Wasser mehr zum Kühlen hat, dann stirbt er. Und dann kühlt er hinterher auch nicht mehr. Also wenn er im einen Jahr stirbt, kühlt er im nächsten Jahr nicht wieder weiter. Das funktioniert so leider nicht. Also das nur vielleicht noch mal kurz als kleine Anmerkung. Ich wollte noch irgendwas anderes sagen, habe ich jetzt vergessen, macht nichts, ich sage noch genug. Weiter im Text. Und zwar eine kleine positive Anmerkung. Ich war sehr überrascht, so um Minute 50 rum, die Zeitangaben sind immer nur so ungefähr. Ne? Sagt der Herr Wohleben, sowas wie, dass die konventionelle Forstwirtschaft heute schon weiter sei. So plus minus, sowas in die Richtung. Und dieses Eingeständnis, diese Kleinigkeit, wirklich so im Nebensatz, ja, das versöhnt mich sehr, ja, weil einfach da nicht unterstellt wird, dass in den letzten 30 Jahren nichts passiert wäre. Das war ja einer der wesentlichen Kritikpunkte bei meinem Wohlleben bei Lanz Diskussionsbeitrag, dass man genau diesen Eindruck bekommen werden könnte, dass Forstwissenschaft und Forstwirtschaft sich in den letzten 40 Jahren einfach gar nicht weiterentwickelt hat. Ja, da ist nichts passiert, niemand hat was dazugelernt, alle wollen immer noch Fichte pflanzen und das ist Käse. Ne? Kaum jemand, es gibt noch so ein ganz paar Verwirrte, aber wirklich nur noch ganz wenige, die heute noch auf die Idee kommen, Fichte zu pflanzen. Das ist wirklich angekommen. Das wissen wir alle. Das wussten wir auch schon vor 20 Jahren. Nur standen da halt eben noch jede Menge Fichten rum. Und man kann die nicht einfach fällen, nur weil man jetzt begriffen hat, dass neue zu pflanzen eine blöde Idee wäre. Du erbst ja den Wald deines Vorgängers als Förster
Und in 99% der Fälle ist das Dämlichste, was du dann machen kannst, ihn einfach runterzuschneiden und irgendwas Neues zu pflanzen, weil das völlige Verschwendung von Ressourcen wäre, den Baum umzuschneiden, bevor er eine vernünftige Dicke erreicht und einfach mal von vorne anzufangen. Wäre auch saumäßig teuer, wenn irgendjemand von einem wirtschaftlichen Erlös eines Waldes abhängt und damit seine Brötchen bezahlen muss. Ja, und das ist immer der Fall. Dann wäre beklopptes wirtschaftliches Fehlverhalten nur dann möglich, wenn der Staat eben sagt, komm, wir machen einen Nationalpark, Naturschutzgebiet oder sonst was draus, was wir mit ganz viel Geld fördern und du darfst die Bäume ruhig fällen, da hast du Geld. Du brauchst die Bäume nicht mehr. Dann geht das. Das kann man aber natürlich in einer Volkswirtschaft, die nicht unendlich Geld zur Verfügung hat, auch nicht unendlich machen. Ja. Ob man es überhaupt machen kann, kann man sich übrigens auch kloppen. Aber da bin ich schon der Meinung, dass die Nationalparke, die wir jetzt haben, berechtigt sind. Habe ich aber schon mal lang und breit erklärt, wegen mir brauchen wir aber nicht noch mehr. Das langt jetzt. Meine Meinung. Ja? Fachlich begründet natürlich. Und ich habe da auch schon ganz lange, wie gesagt, drüber gesprochen. Müssen wir jetzt nicht nochmal machen. Jedenfalls hat es mich gefreut, dass dieses kleine Eingeständnis, ja, es gibt auch in der konventionellen Forstwirtschaft nicht nur Idioten, das beruhigt, das ist schon versöhnlich. Ja, da können wir langsam miteinander reden. Es gab mal eine Phase, da habe ich wirklich zu wenig Überschneidungen gesehen, dass ich das überhaupt für möglich gehalten hätte. Inzwischen, also das freut mich wirklich, dass hier ein bisschen Entgegenkommen in unsere Richtung vorhanden ist. Und ich denke, dann gibt es auch mehr Entgegenkommen in Richtung der Ansichten von Herrn Wohleben, beziehungsweise eben der anderen Menschen, die so denken wie er. Oder in die Richtung. Tendenziell, ne? Finde ich schön, weil grundsätzlich ist Diskussion und Dialog immer gut. Immer. Ja? Wüsste nicht, wann nicht. Manchmal nicht möglich, aber gut wäre er dann auch, nur dass er halt dann nicht funktioniert. Wenn man halt von den Positionen unverrückbar auseinandersteht und es überhaupt keine Anknüpfungspunkte gibt, vielleicht ist das der Punkt, wo man zwar diskutieren kann, es aber nicht wirklich hilft. Ja, da kann, was soll dabei rauskommen? Daher finde ich das schön. So, um die Minute 52, jetzt kommt alles ganz nah beieinander, da brauche ich keine Minuten sagen. Schwere Maschinen und Bodenverdichtung, alle 20 Meter. Da muss ich jetzt anmerken, schlimmstenfalls alle 20 Meter. Ja, das ist wirklich nur ein schlimmstenfalls. Rückegassensysteme gehen von speziellen Rückegassensystemen, die nur einzelne Gassen ohne einen festen Abstand zueinander ans Gelände angepasst an bestimmten Orten haben. Das hat man beispielsweise manchmal an Hängen. Nehmen wir mal an, der Hang ist 100 Meter lang und man legt in die Mitte vom Hang quasi parallel zum Hang den Hang entlang führend. Das hat durchaus ökologische Nachteile, ja, aber es ist dann nur eine Trasse durch den Hang. So, und jetzt kannst du entweder hast du oben auf dem Kamm des Hanges auch nochmal eine Straße. Nehmen wir mal an, die hätten wir jetzt in diesem Fall nicht. Da oben ist einfach ja, unbelassener Waldboden, ohne weitere Verdichtungen, weitere Straßen, weitere Rückegassen. So, und jetzt kannst du theoretisch, das ist zwar gefährlich, aber wenn du das halt sagst, das willst du so machen, kannst du jetzt Bäume, die du oberhalb deiner Straße am Hang fällen möchtest, die kannst du oben umschneiden, runterrutschen lassen und auf der Straße dann quasi einsammeln, aufbereiten, abfahren, ins Sägewerk, fertig. Ja, das geht. Das ist gefährlich, weil wenn der Baum auf dich zurutscht, möchtest du lieber oberhalb vom Baum stehen und nicht unterhalb vom Baum, aus nachvollziehbaren Gründen. Aber das kann man schon so machen, wenn man vorsichtig ist, wenn man weiß, sein Handwerk versteht. Und so weiter und so fort. So, andersrum ist natürlich einfacher. Die Bäume von unten, die kannst du nämlich mit dem Seil hochziehen, nachdem du sie so unten gefällt hast, oben auf der Straße verarbeiten und dann kannst du wieder weiterfahren. Ein solcher Bestand braucht unter Umständen, also im Regelfall wird es dann noch Rückegassen geben, die eben zusätzlich nochmal durch den Bestand gehen, die aber bei einem Hang nicht befahren werden, weil es eben keine Rückegassen sind, sondern eigentlich Seiltrassen. Wenn der Hang zu steil ist, um befahren zu werden, kannst du da nur mit einem Kran arbeiten. Das heißt, er schwebt da durch. Du musst die Gasse trotzdem frei von Bäumen halten, damit der Kran da durchkommen kann. Aber du verdichtest den Boden nicht, was am Hang im Übrigen auch fatal wäre, auch in Hangrichtung vor allen Dingen fatal sein kann, weil das eine Erosionsrinne ist. Dann gibt es einen Starkniederschlag, dann kommt der Murengang durch die Rückegasse runter und dann hast du quasi sämtlichen fruchtbaren Boden am Hang verloren. Das wäre in so einem Szenario schon wirklich ziemlich katastrophal. Daher haben wir hier nur sehr wenig Bodenverdichtung. In diesem Szenario ist nur ein einfaches Beispiel. Das sind so Idealfälle, ja, wo wirklich
Bodenverdichtung kaum stattfindet durch die Forstwirtschaft. Ist teuer dann, weil dieser Kran, der da lang hin und her fährt und so weiter und so fort, ist eine teure Angelegenheit. Wenn man die Bäume den Hang runterrutschen lässt, muss man auch überlegen, ob man das wirklich machen möchte oder ob man lieber auch da einen Kran nimmt, weil runterrutschen heißt, die reißen ja auch eine Furche in den Boden. Und wenn es dann stark regnet, ist diese Furche möglicherweise auch wieder eine Initial-Erosionsrinne. Das ist alles sehr kompliziert, da muss man sehr viel bedenken. So, dann gibt es 40 Meter Rückegassensysteme. Da sind die Rückegassen halt 40 Meter auseinander. Das ist halb so schlimm wie 20 Meter Rückegassensysteme, die der Herr Wohleben hier als einziges erwähnt. Das funktioniert deswegen, weil die Bäume in der Mitte, die im schlimmsten Fall exakt 20 Meter in beide Richtungen von der nächsten Rückegasse weg sind. Also nehmen wir an, hier ist eine Rückegasse und hier ist eine Rückegasse und hier steht unser Baum und wenn der jetzt 20 Meter, hier steht unser Baum, wenn der jetzt 20 Meter lang ist und ich säge den ab, boom, fällt er so um, dass er mit der Spitze auf der Rückegasse liegt. Jetzt kann da die Maschine, die auf der Rückegasse rumfährt, den Baum greifen, zurück auf die Rückegasse ziehen, aufarbeiten, sonst was mit anstellen, kleinschneiden oder abfahren, raus aus dem Wald. Wir denken hier dreidimensional, da hinten ist der Wald zu Ende. Und dann ist der Baum draußen und es war nicht nötig, näher beieinander liegende Rückegassen als diese 20 Meter zu haben. Blöd ist jetzt, wenn du einen kleinen Baum fällst, der nur 15 Meter lang ist, dann fällt er nur 5 Meter bis vor die Rückegasse. Und dann musst du erstmal gucken, musst ihn durch den Rest der Vegetation durchzerren mit einem Seil, um ihn an die Rückegasse dran zu bekommen. So, und das große Problem ist, mit einem 40 Meter Abstand kannst du zumindest die Bäume in der Mitte zwar fällen und auf die Rückegasse schmeißen, wenn sie groß genug sind, aber das kannst du nur mit der klassischen Motorsäge machen, weil kein Harvester, der die Gasse entlang fährt, hat einen Greifarm von 20 Meter Reichweite, mit dem er bei der Hebelwirkung über 20 Meter noch einen ausgewachsenen Baum pflücken und bis zur Gasse zurück greifarmen könnte. Das geht dann nicht mehr. Das heißt, wir haben links und rechts der Gasse etwa 10 Meter Kranreichweite, das noch halbwegs realistisch ist, dass wir an die Bäume rankommen. Und weil es diese 10 Meter realistische Kranreichweite gibt, ist 20 Meter Rückegassenabstand deswegen schlau, gewissermaßen, weil du dann über die Rückegasse fährst, kreist 10 Meter nach rechts, kreist 10 Meter nach links, fährst über die nächste Rückegasse, kreist wieder 10 Meter nach rechts, 10 Meter nach links, das heißt, du kommst an jeden Baum ran mit dem Harvester, du brauchst also keinen vergleichsweise teuren Forstwert mit der Motorsäge, der in der Mitte zwischen den Gassen noch einzelne Bäume motomanuell, sprich mit der Motorsäge, fällen muss und sie dann in Richtung Gasse schmeißen, da muss man sie noch umständlich auf die Gasse ziehen. Nein, bei 20 Meter Rückegassenabstand können die Bäume wirklich rausgepflückt werden, links und rechts, das geht schneller, das ist billiger, das ist für den stehenden Bestand manchmal sogar schonender, wenn es gut gemacht wird. Ja, muss natürlich gut gemacht werden. Wenn es nicht gut gemacht wird, ist das nicht so. Ja, das kommt immer darauf an, wer es halt macht. Aber das führt natürlich dazu, dass wir mit 20 Meter Rückegassenabstände und die Rückegassen haben 4 Meter Breite, kann man sich grob ausrechnen, dass man hier etwa 20% der Waldfläche mit Rückegassen ausgestattet hat. Und das bedeutet, dass 20% der Waldfläche regelmäßig befahren werden und damit sind 20% der Waldfläche verdichteter Boden, können kein Wasser aufnehmen und das ist schlecht. Außerdem wächst da kein Holz drauf, das ist dann auch gegebenenfalls schlecht. Daher, rein ökonomisch machen 20 Meter Rückegassenabstände in Kiefernreinbeständen Sinn, weil Kiefernreinbestände so wenig Geld abschmeißen, dass die Notwendigkeit einer günstigen Holzerntemethode einfach notwendig ist, wenn das Ganze ökonomisch sinnvoll sein soll. Ja, 40 Meter Rückegassenabstände lohnen sich finanziell immer noch deutlich mehr als 20 Meter, weil du insgesamt nur 10% des Waldbodens befährst und damit 90% des Waldbodens zur Produktion zur Verfügung stehen, statt nur 80%. Und diese 10% mehr Produktion bringen in manchen Fällen mehr Geld ein als eine geringe Kostenersparnis bei der Holzernte. Das hängt einfach davon ab, wie wertvoll das Holz ist, das man da gerade erntet. Wenn man eben mit dem Harvester da so durchfährt und so weiter und so fort. Je wertvoller das Holz, desto eher lohnt es sich, wenige Gassen anzulegen und mehr davon sozusagen anzupflanzen. Soll heißen, Alteichen, Harvester, vergiss es. Lohnt sich hinten und vorne nicht, funktioniert im Übrigen auch gar nicht, die sind viel zu schwer. Buchenharvester, manchmal, wenn man sie jung und zart und knackig fällt und sie nicht groß dick werden lässt. Im Regelfall nein, lohnt sich auch nicht im Buchenbestand. Meistens, ja, es gibt Ausnahmen, wenn es ein gescheiter Buchenbestand sein soll, lohnt sich's nie, da hat der wohl eben schon recht. Und wer Frevel, da groß mit dem Harvester in der Buche rumzufuhrwerken. Bei Nadelhölzern, Fichte, Kiefer, schön in Reihe und Glied und so weiter und so fort, lohnt sich's immer.
Da es die in Zukunft nicht mehr geben wird, ist es übrigens auch durchaus in der Fachwelt eine interessante Überlegung, also mindestens die Fichtenwälder, Kiefer schon noch, Kiefer wird es noch geben, eine ganze Weile lang auf jeden Fall, ob es so viel Sinn ergibt, in die Zukunft des Harvesters allzu viel Geld zu investieren. Weil wenn wir wirklich Laubmischwälder haben wollen, und die wollen wir haben, dann werden die nur noch begrenzt harvesterfähig sein. Und wenn, dann nur noch schonend harvesterfähig. Da bräuchte man dann also eher kleinere, eher schonendere Harvester. Das wird auf jeden Fall eine Herausforderung an die Forstingenieure, sowas wie der Herr Wohleben, und richtige Ingenieure, die halt Maschinenbauer sind und so weiter und so fort. Diese beiden Gruppen haben eigentlich schon immer zusammengearbeitet. Also Herr Wohleben der Ausbildung nach, ne? Er ist ja nicht als das tätig, also jetzt möchte ich ihm nichts unterstellen. Aber diese beiden Gruppen haben schon immer zusammengearbeitet, um eben die Forsttechnik auf den neuesten Stand zu bekommen. Die wird übrigens auch besser. Die wird nicht nur schwerer und zerstörerischer und größer und so weiter, sondern schonender, besser, effizienter und für alle Beteiligten ist das eher was Gutes, der technische Fortschritt in diesem Bereich. Ja? Zum Beispiel sowas wie kleine mobile Rückeraupen, die auch mal ein Rückgefährt ersetzen können, die genauso wenig Schaden wie ein Rückgefährt verursachen. Nichts gegen das Rückgefährt. Rückgefährte sind toll. Ich hätte auch gern eins hier irgendwo rumstehen, dass ich jeden Tag streicheln kann. Ich finde die klasse. So tolle Tiere. Ich finde die wirklich super. Aber ja, man hat halt nicht immer eins. Und eine kleine Raupe, also Maschine, ne, die kann man halt eher mal haben und die kann man halt auch mal über 3 Winter einfach in der Garage stehen lassen und dann passiert halt nichts und die muss nichts fressen, wenn sie nicht gebraucht wird. Das macht die Situation insgesamt einfacher. Ja? Ergänzend, wegen mir auch gerne Rückgefährt einsetzen, wo immer es geht nicht überall. Aber ja, so. Das waren jetzt meine Ausführungen zum Thema Rückegasse. Theoretisch gibt es noch 30-Meter-Systeme. Das ist ein bisschen schwachsinnig, wenn du vorher ein 20-Meter-System hattest und jetzt auf ein 30-Meter-System umstellst. Ja, ein bisschen schwachsinnig, ist jetzt vielleicht böse formuliert. Manchmal geht es vielleicht nicht anders, aber wenn, dann sollte man eigentlich auf ein 40-Meter-System umstellen. Das Dumme ist, der Boden ist schon verdichtet. Ja? Also man hat auf absehbare Zeit trotzdem, wenn man mal ein 20-Meter-System drin hatte, immer noch die Bodenverdichtung des 20-Meter-Systems, ob man nur noch ein 40-Meter-System, also nur jede zweite Gasse sozusagen, noch befährt. Und ja, das ist ein Thema. Wie schlimm diese Bodenverdichtung jetzt insgesamt allerdings ist, da sagt der Herr Wohleben, gibt es eine Menge Studien zu, das stimmt, es gibt aber auch eine Menge Studien zu, die eben sagen, es sei gar nicht so schlimm. Ja, der Boden ist verdichtet. Das hat übrigens ökologisch auch Vorteile, weil wenn du da so eine Fahrspur hast, die aus super zusammengedichteten Boden besteht, dann ist die wasserdicht. Und wenn es da drauf regnet, gibt es einen Tümpel. Und im Tümpel gibt es dann Molche, Kröten, Gelbbauchunken etc. pp. Ja? Kammmolche, mindestens die, kann man auf diesem Wege in fast jedem Wald der nennenswerte Schäden durch Rückegassen oder eben Biotope durch Rückegassen aufweist, finden. Das ist jetzt zwar kein sehr seltener, Kammmolch doch nicht, nee, Kammmolch ist super selten, Bergmolch kann man da in den meisten finden. Manchmal auch eben den super seltenen Kammmolch, so rum ist es jetzt richtig. Ja, also das ist so eine positive Nebenwirkung. Heieiei, komm mir vor mit meiner Harzführung, da erzähle ich das auch alles. Herzliche Grüße an diejenigen, die da demnächst, ne? Wir sehen uns dann. Gut, das zum Thema Rückegassen. Was haben wir denn hier? Das war da, genau. Dann kurz darauf, Laubbäume brauchen Winterniederschläge. Genau, Laubbäume brauchen Winterniederschläge, Sommertrockenheit ist für die nicht so schlimm. Da geht es dann darum, dass er als Beleg auch noch das sogenannte KUF-Experiment von der TU München liefert. So, jetzt ist die TU München meine Alma Mater und das KUF-Experiment, das ist Luftlinie 500 Meter neben meiner Studentenbude gewesen und ich bin da jeden Tag mit dem Fahrrad, manchmal auch zu Fuß, auf dem Weg zur Vorlesung dran vorbei. Ich kenne das Ding. Ja? Und da steht zum Beispiel ein Kran, der steht da auch heute noch, soweit ich weiß, im Wald. Den konnte ich vom Dachfenster meiner Studentenbude aus jeden Tag bewundern und feststellen, oh ja, schön, der Kran steht noch. Und dann wusste ich, oh, das ist unsere Experimentierfläche. War für mich als Student irgendwie bereichernd, dass man weiß, dass das quasi die eigene
Es ist natürlich Quatsch, aber so ein Stück weit die eigene Experimentierfläche irgendwo ist. Man weiß ja als Student auch nicht, wo man mal unterkommt. Nachher hätte ich vielleicht wirklich da dann noch irgendwie ein Plätzchen im Rahmen des Teams, das das Kuf-Experiment betreut, kriegen können. Kuf heißt Kranzberg Forest Roof Experiment. Ja, der Kranzberger Wald, Kranzberger Forst nennt sich das entsprechende Waldstück. Genau genommen ist es der Thalhauser Wald, aber der Thalhauser Wald, winzig klein ist und keine Sau interessiert, hat man es lieber dem nächstgrößeren Gebiet zugeordnet und zugleich zum Kranzberger Forst zugehörig gemacht. Das liegt gleich neben Freising. In Freising steht die Studienfakultät für Forstwissenschaft und Ressourcenmanagement der Technischen Universität München im Life Science Wissenschaftszentrum Weinstephan. So, nur damit ich es gesagt habe. Ja, und die haben tatsächlich Folgendes gemacht. Das ist ein wunderbares, also es ist eines der faszinierendsten Experimente, die wir in der Forstwissenschaft so in den letzten Jahren durchführen. Das ist ein Langzeitprojekt, das wird also schon lange durchgeführt. Und unter anderem haben sie da Buchen rumstehen, die sind noch relativ jung, ja, ist keine Keimlinge mehr oder sowas in die Richtung, aber doch relativ jung, also lang noch nicht hiebsreif, lang noch nicht, ja, auch noch nicht in der Dicke, wo man irgendwas mit ihnen anfangen könnte wirtschaftlich, zumindest zum Zeitpunkt des Experiments waren die wirklich noch nicht groß, also schon ein bisschen, ne? Aber wie auch immer jedenfalls, da haben sie eben über die Sommermonate bzw. die Vegetationsperiode, die bei Buche ja nun mal die Sommermonate umfasst, weil eine Buche ja bekanntermaßen Laub abwirft über den Winter, haben sie da ein Dach drüber gebaut. Das heißt, die jungen Buchen hatten nur noch den Niederschlag, der quasi im Winter gefallen ist und im Boden gespeichert werden konnte, zur Verfügung. Und Herr Wohleben schlussfolgert daraus, und dem möchte ich mich nicht so wirklich vollumfänglich anschließen, dass die Laubbäume eben furchtbar wichtig den Niederschlag im Winter brauchen, dann den nassen Boden im Frühjahr, und dass es dann gar nicht so wichtig sei, dass es im Sommer nochmal nachregnet. Und das stimmt halt so eben nur begrenzt. Es ist tatsächlich so, dass Buchen beim Laubaustrieb nach Möglichkeit einen vollständig wassergesättigten Boden vorfinden müssen. So, und dann, das zeigt tatsächlich das Kuf-Experiment, aber das Kuf-Experiment ist halt auch nur eines. Das heißt, die Datenlage betrifft den Kranzberger Forst neben Freising in Bayern. Ja, da funktioniert das. Ob das auch neben Köln oder im Siegerland hinter, was gibt's denn da, Neven, eventuell funktioniert, das bleibt abzuwarten. Ja? Oder ob es in der Eifel funktioniert. Das ist halt immer so eine Sache. Wenn man das nur einmal durchführt, ist sensationell, nochmal, ja, toll. Und es ist auch gut, dass wir das gemacht haben und dass wir das jetzt wissen, dass es das zumindest geben kann. Ist es schwierig, das halt eben bei nicht vorhandener Wiederholung woanders jetzt auf jeden Buchenwald zu übertragen. Kann sein, muss nicht sein, wäre russisch Roulette, jetzt davon auszugehen, dass das immer überall funktioniert. Nächster wesentlicher Punkt, das sind junge Buchen. Junge Buchen haben nicht so viele Blätter wie alte Buchen, logisch, ne? Und je nachdem, wie viele Blätter sie haben, danach richtet sich der Wasserverbrauch. Je mehr Blätter, desto höher die Photosyntheseleistung auf Gesamtpflanzenebene. Je höher die Photosyntheseleistung, desto höher der Wasserverbrauch, direkt proportional. Fast direkt proportional. Und das bedeutet, dass eine junge Buche deutlich weniger Wasser benötigt, um das Minimum an Photosynthese aufrechtzuerhalten, das sie halt eben am Leben erhält. So, und um mehr als am Leben erhalten geht es nicht in diesem Experiment. Übrigens war der Verlauf des Gesundheitszustand der beobachteten Buchen so, dass die sehr wohl gekümmert haben und fast gestorben wären. Es sind auch ein paar gestorben, aber die Mehrheit hat sich tatsächlich dann im dritten oder vierten Jahr der Dürre langsam wieder erholt, dass sie dann trotz der ständigen Dürresituation sich angepasst haben. Junge Buchen sind auch immer sehr viel anpassungsfähiger als alte Buchen, gilt für jeden Baum. Jung immer anpassungsfähiger als alt, ist irgendwo naheliegend, bei uns auch so, bei jedem Organismus wahrscheinlich ein Stück weit so. Aber alt, schon viel, viel gelernt, und häufig ist Anpassung dann gar nicht nötig, weil da irgendwas kommt, was man schon kennt und genau weiß, was man zu tun hat. Man muss nichts Neues entwickeln. Aber junge Buchen sind einfach flexibler und können sich eher auf eine Schwankung des Wasserhaushalts
einstellen, die sie so noch nicht erlebt haben, weil sie ja eh kaum schon welche erlebt haben. Dann kommt erschwerend dazu, das sind junge Buchen in einem geschlossenen Waldbestand. Das heißt, da stehen andere Bäume so nah dran, dass wir es mit einem sehr geschlossenen Wald zu tun haben, mit einem ausgeprägten Waldinnenklima. Bedeutet, auch wenn an der Stelle nirgendwo was hinregnet, gibt es doch gelegentlich Morgennebel, der für eine gewisse Feuchtigkeit sorgt, die dann auch eben in den Boden eingetragen wird. Die Tatsache, dass der Wald sehr geschlossen ist und die Dächer sicherlich auch ein Stück weit dazu beigetragen haben werden. Diesen Fehler kann man halt einfach nicht rausrechnen. Das geht nicht. Die Dächer spielen eine gewisse Rolle, sodass die Daten bei einem Wald ohne Dächer natürlich ein bisschen anders aussehen würden. Aber anders kriegst du den Regen ja nicht ausgeschlossen. Wie auch immer, das sorgt für eine relativ gute Feuchtigkeit im Wald, Haltefähigkeit. Und wir hatten während des Kranzberger Forstexperimentes eine Phase davon wäre sogar in die große Dürrezeit reingegangen. Ja, ist so. Ist so. Und trotzdem haben die jungen Buchen überlebt. Wie nochmal, das ist sensationell und das spricht definitiv für die Möglichkeiten, die die Buche potenziell in Anbetracht von Dürrekatastrophen und dem Klimawandel haben kann, die junge Buche. Aber letzten Endes ist entscheidend doch, mit welcher Wassermenge die da dann tatsächlich im Frühjahr startet und mit welcher Wassermenge sie dann ins Sommerhalbjahr geht, dass sie wenigstens ein Minimum an Photosynthese im Frühjahr so weit leisten kann, dass sie etwas wächst. Man muss wissen, Bäume, die nicht wachsen, sind tot. Jeder Baum muss jedes Jahr ein ganz kleines bisschen wachsen. Das hängt damit zusammen, dass ein bisschen neues Holz gebildet werden muss, um ein ganz paar neue Gefäße bilden zu können, also die Wasserleitungen durch den Stamm. Weil die regelmäßig kaputt gehen. Also dann der Wasserfaden, der da drin hängt, der reißt ab, das kann nie wieder repariert werden, das Gefäß ist dann nutzlos, ja nicht nutzlos, aber zumindest nicht mehr zum Wassertransport zu gebrauchen. Darum, um die abreißenden Wasserleitungen, Wasserfäden, da fällt was vom Baum ins... jetzt bin ich erschrocken. Aber um die abreißenden Wasserfäden zu ersetzen, müssen neue Wasserfäden hinzukommen. Dafür muss immer ein bisschen sekundäres Dickenwachstum jedes Jahr stattfinden. So, und der Baum ist dann tot, wenn er das Minimum an sekundärem Dickenwachstum nicht mehr hinbekommt. Und dafür muss das Frühjahrswasser mehr oder weniger eben dann, wenn das Dach ausgefahren wird sozusagen und die Bäume keinen zusätzlichen Niederschlag mehr bekommen, ausreichen. Plus das bisschen Wasser, was halt über die Luft sozusagen eingetragen wird, über feuchte Luft, Nebel und solcherlei Dinge. Ja? Und die Menge des Wassers, die da verfügbar notwendig ist, hängt halt eben davon ab, wie groß der Baum ist. So, heißt, wären das große Buchen, dann hätte das nicht funktioniert. Punkt. Ja? Weil dann die Menge an notwendigem Wasser, was die halt Minimum zum Überleben brauchen, so groß gewesen wäre, dass der auch nicht unendlich reichende Vorrat aus dem Winter einfach relativ schnell verbraucht worden wäre und dann wären sie vermutlich vertrocknet. Das ist also eine sehr gute Nachricht für die Zukunft von Jungbuchen. Das bestätigt sich auch, wenn wir uns Jungbuchen über jetzt die Dürreperioden von 18, 19, 20 irgendwo in freier Wildbahn ohne Dach angucken. Da sehen die Jungbuchen ja auch sehr gut aus und es gibt nur sehr wenige Fälle, wo Jungbuchen in einem sich auflichtenden Buchenwald, entweder absichtlich oder von alleine, wirklich scheiße aussehen. Ja? Das ist also ein deutlicher Unterschied zum gesamt beschissenen Level der Buchenaltbaumkronen insgesamt über Gesamtdeutschland. Und das ist eben der große Knackpunkt. So, und jetzt der Bodenwasserspeicher. Der hängt ein Stück weit, das bringt der Herr Wohleben ja auch in Zusammenhang mit den Rückegassen, der hängt ganz wesentlich davon ab, wie viel nutzbare Feldkapazität, um das Fachwort rauszukloppen, so ein Boden denn hat. So, und die richtet sich unter anderem nach dem Schluffanteil im Gesamtbodengemisch aus Sand, Schluff und Ton. Schluff ist so mittelgroße Partikel, Ton sind feine Partikel, Sand sind grobe Partikel. So, je mehr mittelgroße Partikel wir in dem Waldboden haben, desto mehr langsam dränende Feinporen haben wir. Langsam dränende Grobporen. Und das sind die, die das sogenannte das pflanzenverfügbare Wasser, die nutzbare Feldkapazität eben ausmachen.
So, und je mehr wir davon im Boden haben, desto mehr Wasser kann da gespeichert werden, desto eher funktioniert es, dass das Wasser aus dem nassen Frühjahr oder aus dem Winter noch in den Sommer reingerettet werden kann und dann für die Bäume noch zur Verfügung steht. Jetzt hat der Kranzberger Forst, der liegt auf dem tertiären Hügelland, das ist eine tertiäre Sedimentations- bzw. Gletschergeschiebegeschichte, aus der sich das zusammensetzt. Der hat im Regelfall sehr, sehr gute Böden und im Bereich von Freising gibt es sogar noch so ein paar Anhäufungen von Löss. Wir haben also meines Wissens im Kranzberger Forst an dieser Stelle so mehr oder weniger zumindest geringfügig lösshaltigen Lehmboden. Wenn ich das jetzt nicht völlig falsch habe, ja, dann möge man mich korrigieren und ich entschuldige mich bei allen Leuten, die mir das damals erklärt haben, als ich noch im Studium gesessen bin. So, aber das ist fast schon Optimum. Das ist ein sehr, sehr guter Boden. Nebendran ist Landwirtschaft ohne Ende. Ja, dass dann noch Wald steht, liegt einfach daran, dass die Einwohner von Freising und den kleineren Dörfern, die es da gibt, halt eben auch noch mal ein paar Bäume haben wollten. Im Prinzip wäre der Boden aber auch landwirtschaftlich nutzbar, nur braucht man halt gar nicht so furchtbar viel landwirtschaftlich nutzbare Fläche. Also wirklich ein sehr, sehr guter Waldboden mit ausgezeichneter Wasserspeicherkapazität. Das heißt, Buche ist außerordentlich dürreresistent, viel mehr als erwartet, und das ist eine großartige Nachricht und macht ganz, ganz viel Hoffnung auf guten Böden. Ja, ob das auch auf schlechten Böden funktioniert. Gibt es Beispiele bei eben urwaldartigen Beständen? Beispielsweise, das kann ich inzwischen verraten, ist jetzt ein Naturschutzgebiet, das heißt, es darf keiner mehr kaputt machen. Vorher wollte ich es nicht verraten, nachher macht es noch einer kaputt. Die alte Burg bei Neven in Nordrhein-Westfalen, Siegerland, der Berg heißt so, alte Burg. Wer da mal hochsteigt, findet da einen im Schnitt zu etwa 200 bis 250-jährigen Buchenwald mit einigen beeindruckenden alten Baumindividuen, die allerdings in Gruppe mit ihren Kollegen aufgewachsen sind. Da sind jetzt also keine überdicken Buchen dabei, aber alte. Der Wald ist tipptopp super in Ordnung, obwohl er am trockensten Ort überhaupt in der näheren Umgebung wächst, weil auf dem Gipfel. Ein Gipfel ist immer trocken, der hat keinen Wasserzuzug von irgendwo, weil alles, was drauf regnet, fließt nur nach unten, nichts fließt wieder nach oben. Trotzdem sieht der Wald hervorragend aus, hat 2018 quasi überhaupt keine Schäden gehabt, 19, ich komme da schon eine Weile vorbei, 19 hat man es auch nicht gesehen, 20 hat man es gesehen, aber inzwischen hat er sich wieder regeneriert. Dieses Jahr war ich noch nicht da. Gehe mal davon aus, dass das weitergegangen sein wird, die Regeneration. Wüsste nicht, was dagegen spricht. Das ist zum Beispiel einfach mal ein Positiv-Exemplar von Buchenwäldern, wo das wirklich sehr, sehr gut aussieht. Von daher, wie gesagt, verstehe ich Herrn Wohllebens Position, dass wir mehr Buchen-Urwälder brauchen. Das dumme Problem dabei ist nur, dass man kann keinen Buchen-Urwald erschaffen. Schnell, das geht nicht. Ja, wir können jetzt Buche unter Fichte pflanzen. Wir können theoretisch Buche auch auf eine Kahlfläche pflanzen. Das ist sehr schwierig, dass das anwächst. Also eher, theoretisch, sagen wir es mal so. Also klappt wahrscheinlich nicht. Und wir können die Buchenwaldfläche ausbauen. Das geht. Ja? Aber die wird nicht morgen zum Urwald, der super resistent ist. Die Jungbuche wird uns nicht verrecken, weil wir ja gerade aus dem Kranzberger Forst Roof-Experiment gelernt haben, wenn wir das auf andere Wälder übertragen wollen, wie gesagt, das ist mutig, das 1:1 einfach mal so zu machen. Aber wenn wir das machen wollen und das funktionieren würde, dann könnte man davon ausgehen, dass die Jungbuche erstmal nicht verreckt. Ob das bei der Altbuche funktioniert, ist eine ganz, ganz andere Frage. Und das sorgt für sehr große Unsicherheit, was die Zukunft des Buchenwaldes angeht. Da gibt es noch viele, viele andere Faktoren, die ich jetzt in der Kürze der Zeit nicht alle aufzähle. Kann. Okay, das war jetzt ein bisschen lächerlich. Trotzdem, damit das hier nicht zu einem Opus Magnum mutiert, würde ich behaupten wollen, dass das jetzt erstmal genügend Informationen zur Zukunft des Buchenwaldes gewesen sind. Jedenfalls, ja, da ist ein Stück weit was dran. Nein, Sommertrockenheit ist trotzdem schlimm und Sommertrockenheit kann so schlimm sein, dass die Tatsache, dass Laubbäume wie die Buche mit der Restfeuchtigkeit aus dem Winter viel anfangen können, einfach nicht mehr reicht. Ja? Also bei ausreichend starker Dürre und nicht mehr ganz kleinen Bäumen mit höherem Wasserbedarf auf Böden, die keine sehr hohe nutzbare Feldkapazität aufweisen, klappt das vermutlich nicht. Leider, wäre ja schön. So, spielt es dabei eine Riesenrolle, dass der Waldboden durch Rückegassen verdichtet ist? Kann sein. Hängt übrigens auch stark davon ab, ob sich der Waldboden überhaupt verdichten lässt. Zum Beispiel ein schluffiger Lehm.
Der lässt sich sehr wohl verdichten. Wenn du da mit Maschine drüber fährst, dann ist das hinterher ein verdichteter, schluffiger Lehm. Und das wäre schade, weil ja, dann ist da sehr viel der nutzbaren Feldkapazität verloren gegangen, die man da früher mal hatte. Das ist also ein empfindlicher Boden. Ein toniger Boden, da schaut schon wieder anders aus. Ton ist sowieso schon so dicht gelagert, ja? Das sind ganz kleine Partikelchen, die alle ganz nah aneinander hängen. Da ist kaum noch Zwischenraum vorhanden. Wenn du da jetzt mit was Schwerem drüber fährst, wo kein Zwischenraum ist, kann auch der Zwischenraum nicht weiter zusammengepresst werden. Das heißt, da ist relativ unkritisch. Relativ. Ein bisschen was kann passieren. Da kann auch wegfließen zur Seite der Ton, komische Strukturen bilden. Aber das ändert an der ohnehin schon nicht besonders hohen Wasserhaltefähigkeit. Sogenanntes Totwasser bildet sich in tonigen Poren eines Tonbodens. Totwasser deswegen, weil das Wasser ist zwar da, eine Pflanze kommt aber nicht dran. Allenfalls noch ihr Pilzpartner, Mykorrhiza-Pilze, ne, die kommunizieren. Aber auch nur im begrenzten Umfang. Und das sorgt zwar für eine Notwasserversorgung, aber halt nicht für super, super tolles Wachstum. Dafür sind tonige Böden wiederum relativ nährstoffreich und so weiter und so weiter. Bodenkunde ist übrigens mein Steckenpferd. Eins davon. Ja, wie auch immer, jedenfalls haben wir da das Problem beziehungsweise die Situation, dass halt eben Befahrung vom Boden nicht immer gleich Befahrung vom Boden ist. Auch Bodenbefahrung auf Sandböden ist gerade schon scheißegal, weil Sandkörner so grob sind, die kannst du nicht so zusammenpressen, dass da wirklich viele enge Poren so sehr zusammengedrückt werden, dass da kein Wasser mehr reinpasst. Im Gegenteil, bei Sandböden gibt es sogar vereinzelte Fälle, dass die Poren so grob sind, dass wir Grobporen haben. Ja, die heißen so, Überraschung. Grobe Poren heißen Grobporen. Manchmal sind wir unglaublich kreativ. In den Forstwissenschaften, in der Bodenkunde in diesem Fall. Und wenn es da drauf regnet, fließt das Wasser einfach durch und ist weg. Die Wurzel hat keine Chance, das aufzunehmen, weil es einfach durchfließt und weg ist. Gravitation und solche Sachen. Ne? Landet im Grundwasser, ist auch nicht verkehrt, Wasser im Grundwasser zu haben, aber in diesem Fall wäre es dann für den Wald halt eben suboptimal. Bedeutet, wenn man diesen Sand zusammenpresst, dann bekommt er ein paar langsam dränende Grobporen oder Mittelporen. Ja, ganz ehrlich, ich habe vergessen, wie das heißt. Ich weiß noch, dass sie langsam dränend heißen. Ob sie dann grob oder Mittelporen heißen, weiß ich nicht, aber sie machen die nutzbare Feldkapazität aus. Und also de facto ist es schon richtig, was ich erzähle, auch wenn ich den einen Fachbegriff jetzt vielleicht nicht mehr ganz zusammenkriege. Bin mir aber sicher, dass es sicher richtig ist. Ja, absolut. Heißt, quetschen die zusammen, verbessert sich die Wasserhaltefähigkeit des Bodens. Das gibt es auch. Ja? Also es in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Teile Sachsens und so weiter und so fort ist das ein Thema. Also die Befahrung der Kiefernstandorte mit dem Harvester, was da ja im großen Stil gemacht wird, ist viel, viel, viel weniger schlimm als Befahrung von Lösslehmen in zum Beispiel Bayern im tertiären Hügelland, wo man da mit dem Harvester drüber fährt. Richtet viel mehr Schaden an, auch in der Eifel durch vulkanische Gesteine, die auch sehr reich an verschiedenen Mineralien sind und meistens sehr feinteilige Böden bilden, die auch druckempfindlich sind, noch kein Ton, aber und häufig auch eben Schluffelemente enthalten, da ist eine Befahrung auch schlimm. Also dass der Wohlleben bei sich vor der Haustür feststellt, wenn man mit dem Harvester über den Waldboden fährt, ist der hinterher verdichtet und da wächst nicht mehr nichts mehr und der kann kein Wasser mehr halten, dann ist das korrekt. Ja, woanders nicht unbedingt. Gut. Ja. Ich habe hier viel Text geschrieben, weil ich das scheinbar mir nicht zugetraut habe, auswendig erzählen zu können. Ich habe auch viel mehr erzählt, als ich erzählen wollte. Gut. Bei 54 Minuten wollte ich mich gerade schon wieder aufregen. Da kam dann aber wieder eine kleine Einlenkung. Deswegen, wie gesagt, bin ich nicht allzu, bisher hoffentlich nicht allzu böse gewesen. Zum Beispiel, der Herr Wohlleben sagt, größte Kahlschläge ever. So, und das habe ich ihm früher angekreidet, dass Käfer Sanitärhiebe, wenn der Borkenkäfer eben in haufenweise Fichten gekillt hat, wenn man dann die toten Fichten, also die Alternative zu Fällen, ist dann nicht gesunder Wald, sondern rumstehende tote Fichten. Das ist schon was anderes, als wenn du einen gesunden Wald fällst, da einen Kahlschlag draus machst und dann ist da kein Wald mehr da und vorher war da Wald. Und die Tatsache, dass da kein Wald mehr ist, liegt jetzt nur am Fällen. Das ist ein richtiger Kahlschlag, ein Flächenkahlschlag, ein großer Kahlschlag, das wäre schlimm. Ja, da würde ich auch sofort protestieren. Wenn du hingegen dann nur tote Fichten stehen hast und holst die ab und nimmst die von der Fläche, dann sprechen wir da im Fachjargon von einer Räumung. Das ist also was anderes, als lebenden Wald vom Leben zum Tode zu befördern, als Leichen wegräumen sozusagen. Ja?
Und daher hat es mich gefreut, weil normalerweise würde ich jetzt genau das bringen und mich aufregen, aber er fügt eben ein kleines Eingeständnis dazu, dass es sich dann um Borkenkäferflächen handelt und die Bäume quasi schon tot sind. Das wird also diesmal, habe ich auch schon anders gehört, von Herrn Wohleben eben noch hinzugefügt. So nach dem Motto, so kleines Einverständnis, okay, das, vielleicht ist das nicht ganz dasselbe, wie wenn man eben lebende Bäume im großen Stil kahl schlägt. Ja? Dann das schöne Beispiel, das habe ich auch selber ehrlich gesagt schon verwendet, der Bayerische Wald, da hat ja am, ich hoffe es war der Lusen, es könnte auch der große Aber gewesen sein, vielleicht auch beides, hatten die ersten dokumentierten riesigen, also zumindest in Zeiten des Internets dokumentierten, das ging entsprechend um die Welt, also ja, durch Deutschland zumindest, dokumentierten Borkenkäfer-Massen-Fress-Events sozusagen stattgefunden. Soll heißen, da war quasi fast sämtlicher Fichtenwald in der näheren Umgebung dieser beiden Gipfel, ich glaube es waren beide, mindestens einer sehr stark betroffen, war da weg. So. Und da hieß es zuerst, Katastrophe, wir müssen den Nationalpark wieder aufheben, das kann ja mal gar nicht sein, da müssen wir dringend nachpflanzen. Der Nationalpark hat aber gesagt, nein, wir sind ein Nationalpark, wir können nicht nachpflanzen. Jetzt muss man dazu sagen, dass erstens war der Klimawandel noch nicht so weit vorangeschritten, wie er es heute ist. Zweitens sind das natürliche Fichtenwälder gewesen. Also nicht diese Anpflanzungen, die da gefressen worden sind, aber das sind Fichtenstandorte. Das heißt, da gehört die Fichte hin. Wenn du also auf einem gepflanzten Fichtenwald, der dir gefressen wird, die toten Bäume stehen lässt, dann kriegst du hinterher eine neue Generation von neuem Fichtenwald, die die Überreste ihrer Eltern, die sogenannten Kadaver, nutzen, um Kadaververjüngung zu betreiben und eben auf den Überresten des morschen Holzes ihrer Eltern heranzuwachsen. Das ist eine Spezialität von Fichte. Ein natürlicher Fichtenwald, den man im Gebirge so finden kann, wird in bestimmt 70% der Fälle irgendwann mal aus einer Kadaververjüngung Situation herausgewachsen sein. Natürliche Fichtenwälder, also Fichtenurwälder, wenn man so möchte, stimmt nicht ganz, aber nennen wir es jetzt einfach mal spaßeshalber so, haben auch häufig ganz knorrige Wurzelstrukturen, wo die Wurzeln so fast schon stelzwurzelmäßig, der Baum auf einem Stein steht und die Wurzeln da so runterfließen. Das sieht wunderschön aus. Das sind richtig hübsche Fichtenwälder im Gegensatz zum Fichtenreinbestand. Den ich auch nicht mag. Auch das da wieder eine Gemeinsamkeit. Also ich bin auch kein Fan von reinen Fichtenwäldern. Das ist definitiv was, da ist aber kein Forstwissenschaftler, der in den letzten 20 Jahren ausgebildet worden ist, ein Fan von. Oder sagen wir mal in den letzten 30 Jahren, würde ich behaupten. Ne? Ja, okay, vielleicht gibt es da den einen. Einen kenne ich. Ja, hallo Franz. Gut. Und ja, aber das ist halt dahingehend jetzt ein mieses Beispiel, weil es sich ja um ein natürliches Fichtenwaldökosystem handelt. Ja, die ganzen Fichtenwälder, die jetzt irgendwo umfallen, in der Eifel, im Sauerland, im Siegerland, jetzt auch in Bayern, also abseits von so weit oben in Bayern, dass es schon wieder natürliche Fichtenwälder sein könnten, ne? Franken, Sachsen hat viele kaputte, Sachsen hat definitiv viele kaputte. Der Schwarzwald hat ein paar kaputte, nur ein paar. Ja, wir sind, wie gesagt, mit dem blauen Auge davon gekommen. Wo hast du denn noch viel Schlimmes? Niedersachsen hat sehr viel Schlimmes. Egal, irgendwo eine Fläche und ja, der Harz generell natürlich. Sofern das nicht natürliche Fichtenwaldstandorte sind, wird auch auf diesen Flächen, wenn man nichts macht, wieder ein Fichtenwald entstehen. Der hat dann einen minimalen Anteil an Mischbaumarten, minimaler Anteil, hängt von der Situation ab, wie viele Mischbaumarten bereits drumherum gestanden sind. Werden wir sehen, wenn wir im Oktober im Harz unterwegs sind. Also wer sich da, alles voll, keine Plätze mehr verfügbar, soweit ich weiß, aber diejenigen, die das angemeldet sind und da dann mitwollen, können sich das dann angucken. Jedenfalls, was wollte ich jetzt sagen? Genau. Aus einem toten Fichtenwald, den man so stehen lässt im toten Zustand, entsteht wieder ein Fichtenwald. Der ist dann etwas natürlicher, als das vorher gewesen ist, als der gepflanzte Reinbestand in Reihe und Glied, aber es ist wieder ein Fichtenwald. Zu 90% wird das wieder ein Fichtenwald sein. Wenn wir Glück haben, kriegen wir 10% Mischbaumarten rein. Wenn wir super viel Glück haben, weil drumherum nur Mischbaumarten stehen, also wirklich eine Vielfalt an allem möglichen anderem Zeug, mag der Anteil noch höher sein, aber mehr als 20% kann ich mir nicht vorstellen. Der Rest wird wieder Fichte. Erstmal junge Fichte. Junge Fichte kommt erstmal auf. Wird die alt? Das werden wir sehen müssen.
Das ist eher unwahrscheinlich. Andererseits ist eine sehr junge Fichte wahnsinnig zäh und resistent und erreicht zumindest das Stangenholzalter, also so dünne Stängel, die dann Mikado-artig in der Landschaft rumstehen, also Mikado-artig in der Landschaft rumliegen, sobald sie umgefallen sind, was dann auch relativ schnell passieren kann. Ja, das kriegen wir dann wieder. Und daher halte ich nichts davon, grundsätzlich Fichtenflächen einfach sich selbst zu überlassen, mal abgesehen vom ökonomischen Schaden, dass das ganze Holz, was da rumliegt, ja jemandem gehört und der einfach pleite ist, wenn er damit jetzt nichts anfangen kann, dann hat er so viel Geld verloren, dass er gar nicht den neuen Wald irgendwie aufforsten könnte. Wir bräuchten also massive Investitionen vom Staat, um das dann wieder auszugleichen, und der politische Wille dafür war nicht da und ich glaube nicht, dass der in Zukunft da sein wird. Kann ich mir nicht vorstellen. Also schon gar nicht bei dem, was momentan gerade in der Politik so los ist. Ich denke, dass da Umweltschutz zwar von unserer aktuellen Regierung nicht in dem Ausmaß betrieben worden ist, wie man sich das hätte wünschen können, als sie an die Macht gekommen sind, was ja dann leider nicht funktioniert hat. Erstens wegen fehlendem Geld, weil man ja dummerweise der Meinung war, Corona-Geld für Klimaschutzzwecke und Ähnliches einzuplanen, was dann aber da halt eben nicht verfügbar war, dank dem Bundesverfassungsgericht. Nichts gegen das Bundesverfassungsgericht. Wenn die sagen, dass das so gehört, dann gehört das so. Also da maße ich mir nicht an. Letzten Endes dieses Organ würde ich, glaube ich, so gut wie nie kritisieren wollen. Das ist ja so die letzte Instanz, die dann nochmal die Rechtmäßigkeit von irgendwas überprüft. Und ich bin eigentlich immer zufrieden mit, beziehungsweise versuche zufrieden zu sein mit dem, was sie dann beschließen, weil ja, letzten Endes ist das der Wächter der Verfassung, ne? Und für mich persönlich die höchste Instanz. Ich winke immer, wenn ich dran vorbeilaufe. Ist ja gleich bei mir in Karlsruhe, ist nicht weit weg. Ich laufe hin und wieder dran vorbei. Ob ich denen winke, dürfte denen scheißegal sein. Aber nur so am Rande angemerkt. Wie auch immer, jedenfalls haben wir jetzt eben das Problem, dass die aktuelle Regierung nicht so viel für den Naturschutz getan hat, wie sich das einige, die sie gewählt haben, gewünscht haben, denke ich mal. Also Teile davon gewählt haben. Und das ist schade. Weil die nächste Regierung, nach den Prognosen, die da ja momentan so im Raum stehen, wird garantiert so gut wie gar nichts für den Naturschutz tun. Und das ist noch schadiger. Tolles Wort. Ja, von daher, ich glaube, da gibt es auch keinen großen Konflikt zwischen Herrn Wohleben und mir. Man muss ja Gemeinsamkeiten auflisten. So, ich bin wirklich an einem... Ich habe kein Interesse daran, immer... Wohleben-Bashing wurde mir schon unterstellt. Ich kann ja verstehen, dass man es mir unterstellt. Ich hoffe, das nicht getan zu haben, aber die Unterstellung verstehe ich. Aber daran habe ich kein Interesse. Ich möchte einfach aufklären, was die Mehrheit der Forstwissenschaften anders sieht, als das der Herr Wohleben sieht. Und ich glaube, in den meisten Themen schon eine gewisse Mehrheit in den Forstwissenschaften zu vertreten. Hoffe ich. Ja. Sonst darf es gerne noch ein Video geben, das meins jetzt erpflückt. Bitte gern. Ja, da bin ich absolut einverstanden. Da darf das Bildmaterial auch gerne verwendet werden für den Zweck. Habe ich hiermit die Erlaubnis erteilt, ne? Falls das passieren sollte. Aber das dauert dann 17 Stunden und weiß nicht, ob ihr das gucken soll. ist auch so eine Form von Selbstschutz. Gut. Das zu dem Thema mit eben der Tatsache, wenn man die großen Fichten Kahlschläge in Anführungszeichen hätte sein lassen, so ein Punkt. Außerdem hätte das möglicherweise einen Waldbrand geben können, der dann schwerer zu löschen wäre. Wir wissen heute, das habe ich neulich erst beim Der Harz-Brennt-Video diskutiert bzw. versucht darzustellen, dass die Tatsache, dass da tote Fichten stehen gelassen worden sind, in vielen Fällen, zumindest in Nationalparken, das sind die einzigen Flächen, wo die im großen Stil stehen geblieben sind, wahrscheinlich nicht zur Entstehung und auch nicht zur Eskalation des Waldbrandes an sich geführt hat, wohl aber zur Erschwerung der Löscharbeiten, weil in diese Fichtenwälder, wenn die dann halt mal brennen, eben keiner rein kann und da direkt vor Ort mit dem Schlauch löschen. Das erfordert dann also Löschen aus der Luft. Bedeutet, großflächig die Fichtenwälder stehen gelassen zu haben, hätte bei vorhandenem Waldbrand dazu geführt, dass dieser schneller eskaliert wäre, beziehungsweise die Löscharbeiten so mühsam gewesen wären, dass das Risiko für eine Eskalation des Waldbrandes, auch wenn es in konkreten Fällen eigentlich nicht dazu gekommen ist, aber das Risiko, dass das hätte passieren können, war groß oder wäre groß gewesen, sagen wir es mal so, ne? Hätte gewesen sein oder sowas. Futur 2, nein, das war jetzt irgendwas, was ich erfunden habe. Douglasie. Nochmal ganz nah da dran, also wir kommen an dieser Stelle nicht vorwärts, ne? 55 Minuten ungefähr.
Douglasie stammt aus Kaltregenwäldern. Da muss ich dahingehend widersprechen, das ist zwar richtig, das nennt man, Kaltregenwälder ist ein mögliches Wort für dieses Ökosystem, lassen wir das doch einfach mal stehen, ich kenne zwar normalerweise andere, aber egal. Nur haben die halt eben die wundersame Eigenschaft an der Pazifikküste, also da, wo die Douglasienherkünfte, die in Deutschland gut wachsen, herkommen, dass es sich um Winterniederschläge handelt. Die Douglasie ist also perfekt angepasst, Sommertrockenheit zu überstehen von ihrem unnatürlichen Standort her, weil die da ständig Sommertrockenheit haben. Darum brennt es da auch dauernd. Ja? Und die Niederschläge kommen wirklich fast überwiegend nur im Winter runter. Bedeutet die Tatsache, dass wir bei uns auch eine Verlagerung der Niederschläge eher ins Winterhalbjahr erwarten dürfen. Das sind die aktuellen Klimaprognosen. Ungefähr gleiche Niederschlagsmenge. Es wird nur geringfügig weniger, wenn es überhaupt weniger wird. Also wirklich nur ein paar Millimeter bzw. Liter pro Quadratmeter und Jahr. Aber eben in der Verteilung deutlich ausgeglichener mit einem kleinen Peak zu, also hier Dezember, da Januar, da etwas mehr, im Sommer tendenziell, früher war das so, ja, also mit deutlichem Sommermaximum, Gewitterregen, die sind zwar kurz, aber heftig. Und dieses Jahr haben wir ja reichlich davon gehabt, brauche ich niemandem erzählen. Ja. Aber normalerweise eben nur diese Gewitterregen als Niederschlagspeak und im Winter relativ ausgeglichene Niederschlagsverhältnisse. Das wird sich eben ändern zu, der Peak wird niedriger, der setzt sich dann ab, wechselt sich ab mit solchen Peaks, ne? Also sofort Hochwasser und Keller unter Wasser und solche Sächelchen und dazwischen wieder nichts. Das wird deutlich häufiger werden. Es kann natürlich auch mal ein Jahr wie dieses Jahr geben, wo wir sehr viel Niederschlag kriegen. Alles ist möglich, vor allen Dingen mehr Extreme. Ja? Netto ungefähr gleicher Niederschlag wie immer. Da ist für Deutschland wirklich nicht prognostiziert, dass es netto trockener wird. In der Verteilung aber völlig katastrophal. Ja? Also gerade auch so ein Szenario mit Psiu, Psiu, Psiu. Im Durchschnitt war das viel Niederschlag, ja, aber halt dreimal quasi den kompletten Jahresniederschlag, jeweils ein Drittel davon auf einmal und dazwischen gar nichts. All sowas ist denkbar. Daher ist eine Baumart, die sich eher auf Winterniederschläge verlässt und mit niederschlagsarmen Zeiten im Sommer gut klarkommt, prinzipiell erstmal eine gute Idee. Ja, ich will die Douglasie nicht über den grünen Klee loben, aber es gibt schon gute Gründe, warum die eben diskutiert wird. Und die Werte der Douglasie in der Dürre haben gezeigt, dass sie vielleicht nicht ganz so gut abgeschnitten hat, wie sich das viele gewünscht haben, die große Douglasien-Fans sind, aber sie sind noch da. Es gab quasi keine toten Douglasien, die irgendwie vertrocknet werden, vergleich das mal mit der Fichte. Ja? Und da würde ich schon dringend darauf hinweisen, dass da schon ein gewisses Potenzial besteht. Auch wenn sie aus Kalifornien kommt, aus einem Kaltregenwald, was per se an sich jetzt erstmal kein Argument eben ist. Außerdem, die ist schon seit 200 Jahren da. Und das bedeutet, seit 200 Jahren wird sie untersucht. Wir wissen also wirklich langsam richtig gut Bescheid zu diesem Baum. Es gibt viele Langzeitversuchflächen, sehr, sehr viel Forschung, gerade weil die ökonomisch so interessant ist, die eben bestätigen, dass ein vorsichtiger Ausbau der Douglasien-Anbaufläche, die lag bei der letzten Messung bei 1%, die letzte Messung ist jetzt zugegebenerweise eine Weile her, die neuen Zahlen werden hoffentlich in 2 Monaten veröffentlicht, ich warte brennend drauf, wie auch immer, jedenfalls, ja, das werden jetzt vielleicht 2% oder 3% sein. Es ist aber noch nicht von einer Douglasierung von Deutschland die Rede. Das kann man wirklich beim besten Willen noch nicht sagen. Auch wenn es den einen oder anderen Förster vielleicht gibt, der die Dinger wirklich sehr schnell und sehr viel und sehr gerne pflanzt. Und heute werden Fichtenkahlflächen teilweise mit Douglasie aufgepflanzt. Da darf man aber nicht vergessen, mitunter ist das auch nur als Vorwald gedacht, weil die Douglasie einfach aus dem Dickicht schnell rauswächst. Und dann kann man da auch wieder welche rausfällen und was anderes dazwischen pflanzen, nachdem man eben nicht mehr das reine Kahlflächenklima hatte. Beispielsweise eine Buche mitten auf eine Kahlfläche pflanzen zu wollen, so toll die Buche auch ist, das ist ja so, aber da hat die keine Chance, da geht die kaputt, insbesondere wenn es Spätfrost gibt, es sind sämtliche Buchen, die du da hingepflanzt hast, wieder hin. Junge Buchen sind extrem Spätfrost, also nicht extrem, aber doch ausreichend sehr spätfrostgefährdet. Ein Spätfrost wäre zum Beispiel ein Frost Ende April, sowas um den Dreh. Die Buche treibt blättermäßig so gegen 15. April aus, hängt ein bisschen davon ab, auf welcher Höhenlage sie sich befindet, aber
das ist immer so, das richtet sich nach der Lichtdauer, daher nicht nach dem Wetter. Also ob es jetzt warm gewesen ist im Frühling, ob es kalt gewesen ist im Frühling, ist für die Buche egal. Wenn das Licht eine gewisse Tagesdauer anzeigt, dann treibt die Buche aus. Und das ist halt so um den 15. April rum. Jo! Dann war da eben dieser Satz, das machen ja nicht alle so. Also zum Thema Kahlschläge und so weiter und so fort. Ich glaube, ich habe es nicht aufgeschrieben, aber an irgendeiner Stelle ist der Herr Wohleben auch gefragt worden, wie er einen Kahlschlag eigentlich definiert. Da hat er gemeint, oh, das kann man so oder so definieren. Er meinte dann, es gibt ein Waldinnenklima und wenn das Waldinnenklima gestört ist, dann ist es für ihn ein Kahlschlag. Tatsächlich kommt das der von den meisten Leuten als gängigste bzw. offizielle Definition angesehenen Definition erstaunlich nah, hat mich fast überrascht. Ich habe da böse Vorurteile. Tatsächlich gehen wir davon aus, die meisten von uns, dass wir dann einen Kahlschlag haben, wenn irgendwo in der Mitte der Fläche ein tatsächliches Freiflächenklima entsteht. Ja? Waldinnenklima gestört hat man schon relativ schnell. Das sind kleine Löcher. Ja? Das sind 3-4 Bäume, wenn es alte Bäume gewesen sind. Aber dadurch hat man noch kein Freiflächenklima auf diesem Kahlschlag, nennen wir es jetzt mal einfach spaßeshalber so, sondern man hat noch ein Randflächenklima. Bedeutet, der direkte Schatten der Nachbarbäume, die teilweise Überschattung der Fläche durch die Krone der Nachbarbäume, sorgt meistens dafür, dass die von allen Seiten Schatten, von allen Seiten noch so ein bisschen Restbettdeckeneffekt sozusagen, Auswirkung nicht dazu führt, dass wir bei 3-4 Bäumen, die fehlen, schon ein komplettes Freiflächenklima kriegen. Wir kriegen eben, je nachdem wie groß das Loch ist, auch für Förster interessant, den sogenannten pflegenden Halbschatten. Nicht direkte Sonneneinstrahlung, dafür ist das Loch zu klein. Furchtbarer Schatten auch nicht, dafür ist das Loch zu groß. Und irgendwas in der Mitte, den pflegenden Halbschatten, optimale Bedingungen fürs Heranwachsen von alternativen Mischbaumarten, die man in den Buchenwald oder in einen anderen Laubmischwald einbringen möchte. Ein Buchenwald ist ja nicht unbedingt ein Laubmischwald, das ist meistens schon ein Reinbestand, ein natürlicher Reinbestand. Ja? Keine Monokultur, weil gepflanzt, sondern Reinbestand, weil sich als Reinbestand entwickelnd, weil so natürlich. Ja? Wie auch immer, das wäre also im Regelfall, wenn es noch Randbaumeffekte gibt, noch nicht als Kahlschlag zu definieren, wenn in der Mitte ein Quadratmeter entsteht, der so weit weg ist von den Randbäumen, dass er keinen Schatten, keinen Windschutz, keinen Strahlungsschutz, keine Wärme, kein gar nichts, keine Kühlung mehr abbekommt von den Randbäumen, sondern sich so verhält, als wäre er ein Quadratmeter mitten auf irgendeinem Acker oder auf irgendeiner Wiese, wo die nächsten Bäume weit weg sind, dann ist es ein Kahlschlag. Ja, also so kann man das zumindest in der strengsten Definition so ansehen. Und das bedeutet eigentlich, das Loch ist größer als eine Baumlänge der nebendran stehenden Bäume. Nehmen wir also an, wir haben da 40 Meter hohe Fichten drumherum stehen oder Douglasien. Das sind beides Bäume, die 40 Meter durchaus erreichen können. Oder zumindest früher mal bei der Fichte, bei der Douglasie geht das heute auch noch. Egal, jedenfalls, das heißt, die Bäume sind 40 Meter groß, dann kannst du ein Loch machen, Radius 40 Meter. Und das hat dann noch keinen Freiflächeneffekt, gerade so noch nicht. Sagen wir mal, du machst ein Loch mit Radius 38 Meter. Ja, das wäre also das höchste der Gefühle, was noch zulässig ist, wenn man wirklich sagen kann mit Fug und Recht, man hat hier keinen Kahlschlag gemacht, vielleicht einen großen Schirmschlag oder einen großen Femelhieb. Das sind so Dinge, die da vorm Kahlschlag liegen in der Größenordnung. So würden es dann die meisten von uns wahrscheinlich definieren. Tatsächlich bin ich der Meinung, dass das Loch schon bei sehr hohen Bäumen nicht ganz der Länge des Baums entsprechen sollte. Das sehe ich dann schon sehr schnell, auch schon ziemlich kritisch. Kahlschläge sind tatsächlich keine gute Idee. Es gibt inzwischen auch wirklich jede Menge, und da hat der Herr Wohleben recht, wenn er meint, dazu gibt es jede Menge Forschung, die gibt es tatsächlich, die bestätigt, dass Kahlschläge einfach eine blöde Idee sind für so ziemlich jedes waldbauliche Ziel, was man irgendwie haben kann, macht es keinen Sinn, Kahlschläge zu machen. Es sei denn, man befindet sich in einem völlig anderen Ökosystem, auf völlig anderen Bereichen des Planeten, beispielsweise Kanada, Sibirien, Teile Skandinaviens und so weiter und so fort. Wenn die in Großkahlschlägen arbeiten, ist das schon sehr anders zu beurteilen, als wenn wir das in Deutschland machen. Ja? Ich weiß zwar, dass der Herr Wohleben zumindest nach seinem Kinofilm das auch nicht schön findet. Das Schön ist das auch nicht, das verstehe ich. Aber das ist schon ein so anderes Ökosystem, dass man das da akzeptieren muss, meiner Meinung nach. Ja?
Außerdem ist es immer schwierig, wenn wir Deutschen in die Welt rausgehen und den anderen Leuten sagen, was sie gefälligst zu tun haben und zu lassen haben. Finde ich immer schwierig. Ja, selbst wenn man uns fragt, sollten wir da immer ein bisschen zurückhaltend sein. Nicht, weil wir Deutsche sind jetzt speziell, sondern einfach, weil jeder, der woanders hingeht und dazu Gast ist und dann die groß das Maul aufreißt und behauptet, er könne es besser, dann muss er schon auch wirklich sehr viel besser können und sehr gute Argumente dafür haben, finde ich. Gut, es ist nicht, dass das jetzt heißt, dass das Herr Wohlleben gemacht hat, als er in Kanada war für seinen Kinofilm. Das meine ich jetzt gar nicht, falls das falsch verstanden wurde. Gut, generell, das kommt manchmal durch, das sagte aber auch so irgendwas nach Minute 56 ungefähr, generell Standort heimische Baumarten. Und dazu fällt dann noch der hervorragende Satz, volle Zustimmung, wenn wir sagen, so ist es jetzt genau richtig, kann es nächstes Jahr wieder falsch sein. Ich hoffe, das habe ich jetzt korrekt zitiert. Ich habe es mir extra aufgeschrieben. Und das ist, denke ich, der wesentliche Knackpunkt, wenn wir standortheimische Baumarten in Kombination mit, was sollen wir denn pflanzen, so, beziehungsweise was für einen Wald sollen wir denn haben, bringen, ist dieser letzte Satz, dieses Zitat, entscheidend. Denn standortheimisch, was ist ein Standort? Ein Standort ist nicht ein Wuchsort. Ein Wuchsort wäre der Stein, auf dem ich sitze. Ja, das ist ein Ort. Auf dem kann nichts wachsen, weil es ein Stein ist. Ne? Aber wenn ich jetzt auf dem Stück, wenn ich da hinten sitzen würde, wo es grün ist, was kann da wachsen? Offensichtlich eine tote Erle. Fast tote Erle. Sie hat noch ein bisschen grün. Das wäre ein Wuchsort, wo diese tote Erle, fast tote Erle, da jetzt steht. Der Standort der toten Erle ist eine regelmäßig überschwemmte Uferfläche, die immer mal beim kleineren Hochwasser unter Wasser steht. Das wäre jetzt ein Standort. Das heißt, auf allen regelmäßig überschwemmten Uferflächen direkt an dem Fluss kann eine Erle wachsen. Ist im Übrigen auch so. Ja? Standort ist also ein bestimmter Typ von Wuchsbedingungen, der mehrfach irgendwo auftritt, der räumlich voneinander auch getrennt sein kann, das ist derselbe Standort. Also regelmäßig überschwemmter Boden neben Fluss, mal ganz einfach formuliert. Oder Hügelkuppe auf circa 800 Metern. Ja, alle Hügelkuppen auf ungefähr 800 Metern innerhalb einer Großregion, die ungefähr dasselbe Klima abbekommt, also das ist ein ähnlich vergleichbares Wetter. Heißt, wenn es auf Hügelkuppe A regnet, regnet es auch auf Hügelkuppe B und Hügelkuppe C wahrscheinlich auch. Und die haben alle ungefähr den gleichen Jahresniederschlag. Ja, dann sind das vergleichbare Bedingungen auf jeder einzelnen Hügelkuppe um die 800 Meter, die dann eine ähnliche Wuchsdynamik zeigen, beziehungsweise Pflanzen, die da wachsen wollen, ähnliche Bedingungen zur Verfügung stellen. Und das fasst man dann eben als Standort zusammen. Also Wachstumsbedingungen, die sich sehr ähnlich sind, also quasi eine Kombination aus verfügbarem Niederschlag, Boden, wie sieht der aus, ist das ein Lösslehm oder ist das ein Sand, und zum Beispiel Höhenlage, Jahresdurchschnittstemperatur, die daraus resultiert und auch wie lang ist der Frühling, ist es jetzt eher ein Bereich, wo der Frühling ein bisschen, beziehungsweise wie lang ist der Winter, wann kommt der Frühling, so meine ich und so weiter. Also solche technischen Parameter sozusagen, die jetzt erstmal nichts mit der Biologie zu tun haben. Abiotische Umwelt nennt man das, nicht belebte Umweltfaktoren. Das ist die eine Hälfte der Ökologie. Die Ökologie ist die Wissenschaft vom Zusammenleben der Lebewesen mit der abiotischen Umwelt, der unbelebten Umwelt. Welt, ja. Wir haben also Biosphäre und quasi eben die, man könnte sie Geosphäre nennen, das fasst aber nicht alles zusammen. Da kommt noch die Hydrosphäre, also der Wasserkreislauf und so weiter und so fort zusammen. Lassen wir das sein. So ein Standort hat also bestimmte Eigenschaften und je nachdem, welche Eigenschaften ein Standort hat, kommt da natürlich mit der Zeit, wenn man sie machen lässt, wenn viel Zeit ins Land geht und der Mensch nicht eingreift, irgendwann eine bestimmte Vegetation auf. Und diese Vegetation, die nennt man natürliche Vegetation, die da ganz von alleine irgendwann entstanden ist mit der Zeit. So, da wir aber Standorte verändern können und das auch regelmäßig tun als Mensch, gibt es noch eine potenziell natürliche Vegetation, die dann halt eben an den Ort projiziert wird, den wir uns gerade angucken, wenn da jetzt nicht ein Haus draufstehen würde. Ne? Also PNV, meiner Behausung hier auf der Klippe, also der Wohnung da drin und uns gehört nicht das ganze Haus, oh Gott,
wollen wir gar nicht. Aber das wäre beispielsweise bei der Höhe auf der Klippe, bei der Steilheit der Klippe ein Eichenwald. Eichenmischwald, was da genau gemischt reingehört, da kann man sich jetzt kloppen, aber sowas in diese Richtung. Ne? Das ist da aber nicht, weil da steht ja das Haus. Das ist einfach nur so mal ein paar Begrifflichkeiten. So, und standortheimische Baumarten sind im Grunde die Baumarten, die je nach Situation, in der man sich gerade befindet, der natürlichen Vegetation oder der potenziell natürlichen Vegetation angehören. So hat man das zumindest bisher immer definiert. Also das, was da ursprünglich wachsen würde, hätte der Mensch nicht eingegriffen, ist standortheimisch. Das wissen wir aus vielen Untersuchungen, die seit den, sage ich mal, 30er Jahren durchgeführt worden sind. Standortkartierungen, Vegetationskartierungen, hat man beides miteinander verschnitten und in der Wissenschaft der Pflanzensoziologie eben rausgefunden, welche Pflanzen unter welchen Bedingungen, in welcher Pflanzengemeinschaft, Pflanzen-WG, Wohngemeinschaft, wenn man so möchte, zusammenleben. Und daraus lässt sich jetzt eben wunderbar die standortheimische Pflanzenvielfalt abschätzen. Da sind wir inzwischen sehr, sehr weit damit. Japan hat sich daran beteiligt, Teile der USA haben sich daran beteiligt. Die USA ist riesig, die wurde nie ganz durchkartiert, soweit ich weiß. Großbritannien, Europa sowieso eigentlich fast überall, Teile Russlands, also der ehemaligen UdSSR sowieso, also die ganzen vor Russland liegenden Länder. Ist das diskriminierend, wenn ich die so nenne? Weiß ich nicht. Mache ich trotzdem. Wie gesagt, Skandinavien im großen Teil. Das weiß ich, weil ich der Familienurlaub darin bestand, genau das zu tun. Vegetationskartierung Skandinaviens mit dem Wohnmobil. Ganz langsam über irgendwelche Straßen in Skandinavien zu fahren. Vater brüllt, Bomus erectus! Ja gut, das ist die aufrechte Trespe, die gibt es nun wirklich überall, aber egal, dann springt er aus dem Auto, rennt auf die Wiese, zückt sein Notizbuch und notiert, dass es da jetzt Bromus erectus gibt. Ja, und Bromus erectus klingt lustig. Aber nichtsdestotrotz ist das Resultat dieser ganzen Arbeit eben, dass wir wirklich ziemlich genau wissen, was die natürliche Vegetation Europas unter den Bedingungen und die potenziell natürliche Vegetation Europas vor allen Dingen eben auch. Also das, was wir, wenn wir eine geschlossene Pflanzendecke hätten, die wir ja nicht haben, das muss ich niemandem erzählen, ne? Aber dann würde Europa folgendermaßen aussehen. Ich könnte euch jetzt eine gigantisch große Karte, ich habe sie oben, ich hole sie nicht, hier ausbreiten versuchen. Die besteht aus 12 Einzelteilen und so lang sind meine Arme nicht für die potenziell natürliche Vegetation Europas. Tolles Ding. Muss ich euch irgendwann mal zeigen. Wie auch immer, das sind standortheimische Baumarten. So, und dass der Herr Wohlleben die haben möchte, ist mir als Tüxen natürlich eine große Freude, weil der Typ, der 1956, 54, eins von beiden, eben dieses Konzept, was wir gerade besprochen haben, erfunden hat, ist halt mein Opa. Ne? Daher finde ich das gut. Muss ich, prinzipiell. Leider, das ist von 56. Ich glaube, selbst mein Opa könnte damit leben, dass es inzwischen einen wissenschaftlichen Fortschritt gegeben hat. Und 56 hat er zumindest, später wusste er das wohl, aber zumindest 56 hat er noch nicht allzu viel gewusst vom Klimawandel. Der war da kaum. Also der Treibhauseffekt, ja, den hat man so grob. Na, da könnte es sowas in die Richtung geben. Aber dass sich die Erde gerade aufheizt, hat man noch nicht so wirklich messen können. So richtig, richtig zumindest nicht, dass das noch ein schlimmer Trend werden würde. Und die Ursachen hat man auch noch nicht so hundertprozentig gewusst. Daher hier hat man damals noch gedacht, das Klima sei mehr oder weniger konstant. War es bis dato auch. Ne? Und das heißt, der Berg mit 800 mm Jahresniederschlag, der hat auch nächstes Jahr 800 mm Jahresniederschlag. So, und jetzt kommt dieser wichtige Satz. Also die PNV ist quasi statisch. Die verändert sich nicht innerhalb von kurzer Zeiträume, weil eben 1956 gab es das noch nicht, dass es sich doch verändert innerhalb von kurzen Zeiträumen. Das Konzept ist aber statisch, zumindest original nach Tüxen. So, und wenn jetzt Herr Wohlleben sagt, wenn wir sagen, so ist es jetzt genau richtig, kann es nächstes Jahr wieder falsch sein, liegt das eben exakt daran, dass ein wesentlicher Faktor der Standortbedingungen eben nun mal das Klima ist, Temperatur wie Niederschlag vor allen Dingen. Und wenn sich das eben fundamental ändert,
ja, dann stimmt's nicht mehr. Und dann haben wir einen anderen Standort. Und zu einem anderen Standort gehört eine andere standortheimische oder potenziell natürliche Vegetation. So, und das heißt, wenn du heute Buche pflanzt, weil das heute ein Buchenstandort ist, dann weißt du nicht, ob es morgen immer noch ein Buchenstandort ist. Und das finde ich überraschend. Das hätte ich wirklich nicht erwartet, das tut mir jetzt irgendwo fast schon wieder leid, dass der Herr Wohleben jetzt doch, was Klima angeht, so weit in die Zukunft denkt, dass einfach immer Buche pflanzen vielleicht doch nicht immer funktioniert, weil es halt morgen falsch sein kann, weil halt dann eben da kein Buchenstandort mehr ist. So, und dafür gibt es jetzt Projektionen, da hätte ich die vorvorletzte AFZ mitbringen können, ist egal, dass eben, wenn wir davon ausgehen, dass sich die Standortverhältnisse so und so ändern, werden, und dann kommt es darauf an, wie warm es wird, je nach Klimaszenario, je nachdem beim Business as usual, ich meine Englisch mal wieder, ne? Aber beim Weiter-so-Szenario zum Beispiel, wir verbrennen einfach weiter fröhlich fossile Energieträger und wählen Trump und wählen hier AfD und solche Leute, dann kriegen wir Business as usual. Und das bedeutet, wir kriegen vermutlich plus 8,5 Watt pro Quadratmeter Sonneneinstrahlung bzw. Wärmeenergie zusätzlich zum vorindustriellen Wert, also plus 8,5 Watt. Und das wiederum bedeutet eine Temperaturzunahme so irgendwas zwischen 3,8 und 4,4 Grad insgesamt. Und wenn wir jetzt mit diesen Daten, die wir also bis 2100 wohlgemerkt, wenn wir diese Daten jetzt nehmen und auf das Jahr 2070 projizieren, also plus 50 Jahre von heute, dann können wir eben die Standortdaten, die wissen wir ja, wir wissen, was unter welchem Standort für eine potenziell natürliche Vegetation vorkommt. Und wenn wir uns diese Daten jetzt wiederum angucken, dann haben wir Reste von Buchenwald in den hohen Mittelgebirgen. Wir haben überhaupt keine Nadelwälder mehr, die sind dann ausgestorben. Es gibt keinen Standort mehr, wo noch irgendein natürlicher Tannen- oder Fichtenwald vorkommen würde. Und wir haben auf dem Großteil der Fläche entweder mediterranoide Hartlaubvegetation, also das, was jetzt an den heißen Orten vom Mittelmeer vorliegt, was es da nicht gibt, weil sie da alles gerodet haben, aber eigentlich sollte es da mediterranoide Hartlaubvegetation geben. Das ist so eine Gebüschlandschaft mit vielen dornigen Gebüschen, mit so ganz dicken, ledrigen Blättern. Die einzige heimische Pflanze, die wir haben, die solche Blätter schon hat, ist Ilex aquifolium, die Stechpalme. Wer die mal angefasst hat, das sind so richtig feste Blätter, so lederartig. Sowas würde dann theoretisch hierher gehören vom Standort her. Das wächst deswegen automatisch noch lange nicht. Das muss ja vom Mittel erstmal herkommen. Wir könnten es auch eigentlich schon pflanzen. Dann ist es bis dahin vielleicht da. Aber das Blöde ist, wenn wir das jetzt pflanzen, dann stirbt es uns jetzt, weil noch hat es nicht die Bedingungen, die es dann später zum Leben haben wird. Ja, das ist nämlich das große Problem. So, und die andere Sache ist ein Pflaumeichenwald. Pflaumeiche, weiß kaum einer, ist die dritte heimische Eiche, die wir in Deutschland haben. Wir haben Stieleiche, wir haben Traubeneiche, wir haben Pflaumeiche. Allerdings haben wir von Pflaumeiche ein paar Hektar. Und das alles noch ein Stück südlicher von mir, südlich vom Kaiserstuhl, teilweise auch im Kaiserstuhl, zum Beispiel um den, wie heißt er, Isteiner Klotz drumherum. Das ist eine Festung aus dem Ersten Weltkrieg, wurde im Zweiten Weltkrieg nochmal als Festung, naja, versucht auszubauen, haben sie ein bisschen kläglich versagt. Einen langen Tunnel haben sie gebuddelt, das war es dann aber auch. Mehr oder weniger und ein paar MG-Stellungen, also vergleichsweise lächerlich. Wie auch immer, jedenfalls, da oben drauf gibt es auch, da darf man nicht wirklich hin, das ist ein Naturschutzgebiet. Ich weiß auch nicht, wo die genau sind, weil ich habe mich dran gehalten. Das liegt allerdings daran, dass ich Höhenangst habe. Man müsste in der Felswand rumklettern, um da hinzukommen, wo eben der Pflaumeichenwald ist. Aber da gibt es ein paar Quadratmeter natürlichen Pflaumeichenwald. Wahrscheinlich natürlichen Pflaumeichenwald. Es gibt eine Stelle, wo man in den Pflaumeichenwald auch relativ bequem reinlaufen kann, auch wenn man keine Höhenangst hat. Ich werde den Teufel tun, euch verraten, wo die ist, weil das ist Urwald. Ja, der Herr Wohleben meint, wir haben keinen Urwald mehr in Deutschland, dem möchte ich widersprechen. Es gibt ein ganz paar Quadratmeter, also ja, es sind schon ein paar mehr als Quadratmeter, sagen wir mal ein paar Hektar, alternative Waldformen, die nie wirtschaftlich interessant waren und die haben die Zeiten überlebt. Es gibt also einen, so viel darf ich glaube ich verraten, Bergrücken,
in Süddeutschland der Pflaumeichenwald beherbergt, der da wahrscheinlich nie weg war. Das kann man unter anderem durch das Vorhandensein von Urweltreliktarten nachweisen. Das sind Käfer, die unglaublich lange zusammenhängende Waldbestände, die nie gerodet worden sind, benötigen, um da in großer Zahl vorzukommen. Und die finden wir da. Wir können nachweisen, dass die Bäume von den damals aus der Burgunder Pforte eingewanderten, Pflaumeichen, also die ersten, die es nach Deutschland geschafft haben, nach der Eiszeit, von denen direkt abstammen. Direkt. Ja, also da ist kaum genetische Varianz, soweit man das irgendwie rekonstruieren kann, vorhanden. Das lässt sich ganz gut rekonstruieren. Das hat auch unsere, örtliche Genetikerin bestätigt. Und das bedeutet, dass diese Bäume nicht unendlich alt sind. Das werden sie ja nicht. Die sterben auch irgendwann. Aber der Standort und dieser Wald, da stehen Pflaumeichen seit 10.000 Jahren. Und das ist Urwald. Das ist wirklich Urwald. Ja, also so weit lehne ich mich aus dem Fenster. Die zuständigen Wissenschaftler vor Ort, will ich auch nicht verraten, wer das ist, sonst kann es noch irgendjemand rekonstruieren. Aber die sagen, ja, wir sind da natürlich immer vorsichtig mit dem U-Wort, das U-Wort. Ne? Nachher ist es dann doch nicht und man muss da ja vorsichtig sein. Da schürt man große Erwartungen, wenn man das U-Wort verwendet. Aber ja, da ich ja nicht die bin und meine Reputation auch nicht in Gefahr ist, wenn ich jetzt doch das U-Wort verwende, mache ich das jetzt einfach mal. Ja? Aber nochmal, ich werde den Teufel tun zu verraten, wo das ist. Sieht aber im Übrigen auch nicht spektakulär aus. Weil darauf will ich hinaus. Pflaumeichenwälder, gerade natürliche Pflaumeichenwälder, selbst wenn wir es schaffen würden, dass die sich ausbreiten, dass die dann überall wieder wachsen. Was ist das dann am Endeffekt? Das ist so ein 10 bis 15 Meter hoher Wald aus knorrigen Eichen, die relativ dünn sind. Wenn sie mal dicker werden, geben sie immer noch kein Brett, weil sie einfach zu knorrig sind. Die sind sehr hübsch, schöne Borke, nette Blätter, angenehmes Waldinnenklima, relativ dunkel für einen Eichenwald. Glaubt man gar nicht, aber müssen sowohl sein, damit das Wasser einigermaßen reicht, sind unglaublich dürreresistent. Ja, darum werden die dann ja auch wachsen. So, sind die nützlich? Nein. Kann man damit irgendwas machen? Brennholz, das war's. Oder vielleicht noch Kunsthandwerk und so weiter und so fort. Aber ein Haus wirst du niemals aus einer Pflaumeiche bauen können. Bedeutet, in diesem möglichen Szenario, was haben wir da noch für mögliche Nutzwälder? Zero. Nix. Vergiss es. Ja? Da wächst nichts mehr, was du irgendwie brauchen kannst, um daraus einen nachhaltig verwendbaren Rohstoff irgendwie zu gewinnen. Und wie gesagt, Buchenwald nur noch in höheren Mittelgebirgen. Reste davon. Ja? Reste. Und ob die gesund sein werden, ist nochmal eine andere Frage. Das heißt, das sieht wirklich nicht sehr schön aus. Dummerweise werde ich vermutlich so alt. Na gut. Letzten Endes kann einen niemand zwingen, ein bestimmtes Alter zu erreichen. Nicht, dass ich irgendwelche Pläne diesbezüglich hätte, ne? nur rein theoretisch kann einen das niemand dazu zwingen. Wie auch immer. Drum fand ich diesen Satz so wichtig. So, habt ihr noch Zeit? Ist noch hell. Drehwuchs. Weiß nicht mehr wo, aber irgendwo kommt das Thema Drehwuchs auf und da habe ich nochmal recherchiert. Tatsächlich war ich nämlich bei Drehwuchs, da habe ich mich schon ewig lange nicht mehr beschäftigt, seit dem Studium nicht mehr. Mein letzter Stand, also das ist ein Baum, der quasi mit einem Korkenzieher. Ja, Drehwuchs. Funktioniert folgendermaßen. Herr Wohleben hat das eigentlich ganz schön erklärt mit einem ausgewrungenen Handtuch. Das ist dann die Holzstruktur, die dann also quasi in Faserrichtung so gedreht verläuft. Vielleicht schon mal gesehen, tritt bei alten Buchen auf, tritt bei fast jeder Kastanie auf, wenn sie dann ein bisschen älter wird. Eigentlich viele Laubbäume können das potenziell, gerade bei Tropenhölzern, bei Tropenbäumen ist das dann noch mal ein bisschen weiter verbreitet. So, jetzt möchte ich darauf hinweisen, bisher habe ich, wenn mich zum Thema Drehwuchs jemand gefragt hat, gemeint, da wissen wir relativ wenig drüber, ob das gut ist, ob das schlecht ist, was das soll und so weiter und so fort. Da ist die Forschung noch nicht so weit. Aber ehrlich gesagt stelle ich jetzt fest, ich habe da jahrelang nicht nochmal nachgeguckt, was es da eigentlich an Neuigkeiten gibt. Und inzwischen gibt es Neuigkeiten. Mein letzter Stand war, dass meine Alma Mater wieder, die Holzforschung in diesem Fall, also Holzforschung München, gehört zur TUM, Technischen Universität München, die haben mal ein Stück Drehwuchsholz im Vergleich zu einem normalen Stück Holz, also ohne Drehwuchs, jeweils in den Kernspintomatographen gesteckt, um mal zu gucken, was dabei rauskommt. Und das Resultat war, dass man da keinen nennenswerten Unterschied hat erkennen können. Das war dann halt so eine dieser Studien, bei denen das Ergebnis darin besteht, dass es kein Ergebnis gibt.
Jetzt ist allerdings inzwischen mal jemand auf die nette Idee gekommen, einfach mal Drehwuchshölzer sozusagen zu rekonstruieren. Normalerweise ist ja ein gedrehter Stamm, der ist nicht in der Jugend schon gedreht, also ein kleiner dünner Stängel, dreh, und dann wird er immer dicker und die Drehung bleibt erhalten, sondern der wird erstmal gerade wachsen und dann später das neu an der Seite hinzuwachsende, also das dicker werdende Holz, das entwickelt dann die Drehung. Ja? Und das führt dazu, dass wir einen nicht gedrehten Kern haben und dann gedrehtes Holz drumherum, wenn es dumm läuft. So, und das macht es in der Praxis häufig schwierig, dann so richtig rauszufinden, wie sind denn jetzt die Holzeigenschaften, wie werden sie ohne Drehung und so weiter und so fort. Und was jetzt findige Kollegen gemacht haben, ist quasi einfach ein Modell, eine Röhre zu nehmen, eine Röhre mit einer Drehung von ca. 80 Grad. Ja, also das ist ja nicht direkt senkrecht, das wäre ja ohne Drehung. Und mit 80 Grad hast du so eine leichte Drehung, das geht dann um die Röhre drumherum. So, das haben sie dann mit diversen Drehungstypen, verschiedenen Röhren eben aus Holz mit verschiedenen Drehlevel und so weiter und so fort mal getestet. Und Bäume haben fast immer tatsächlich so eine circa 80 Grad Drehung sozusagen. Und da kam raus, dass die dann tatsächlich verwindungsstabiler sind und eine gewisse Energieableitung über die Drehung, über den gesamten Stamm haben, wenn sie Seitenwind bekommen. Und das ist unabhängig davon, aus welcher Richtung der Seitenwind kommt. So, jetzt kann man interpretieren, weil es sich ja häufig um Tropenbäume handelt, die den Drehwuchs haben, die als Wind vor allen Dingen Gewitter abbekommen, also so richtige schöne Gewitterstürme, das ist ja da fast eine Tagesordnung im tropischen Regenwald. Und da der Wind mal von da, mal von hier, mal von da vorne, mal von da hinten kommen kann und von überall sonst auch, dass das für die interessant ist, nach alle Richtungen quasi eine Möglichkeit zu haben, die Energie, die auf sie eindrückt, sozusagen abzuleiten, um eben biegestabiler zu sein. Das ist anders als Bäume, die in einer kontinuierlichen Westwindzone zum Beispiel stehen. Da kommt der Wind immer vom Westen und ein Laubbaum würde dann, wenn der Wind jetzt von hier kommt und ich bin jetzt ein Laubbaum, dann mache ich hier auf dieser Körperhälfte, mache ich normales Holz. Ja? Auf dieser Körperhälfte entwickle ich Reaktionsholz, nämlich Holz mit einem Zug nach unten. Also so quasi wie ein gespanntes Seil. Andersrum. Ja, ich mache auf der Seite natürlich mein Zugholz, auf der Seite, wo der Wind herkommt. Das heißt, ich spanne mich wie ein gespanntes Seil in die Windrichtung sozusagen rein und ziehe mich ein Stück weit gegen den Wind, damit der Wind mich halt nicht in die Richtung umkippen kann, weil ich quasi in den Wind reingespannt bin, ein Stück weit, ja, sozusagen. Und das wäre jetzt normales Laubbaumreaktionsholz. Das ist das, was wir am häufigsten beobachten, weil Bäume, die im Alter Drehwuchs ausbilden, wollen wir im Wald nicht haben, weil aus Drehwuchs, beschreibt der Herr Wohleben auch sehr schön, kannst du kein Brett machen, mit dem du einen Tisch bauen möchtest, sondern das gibt dann irgendwas Seltsames, Gedrehtes. Ein schönes Kunstwerk sicherlich, aber nichts, was als Tisch irgendwie was taugt. Und daher will man keine Drehwuchsbäume haben aus wirtschaftlichen Gründen, wenn man einen Balken und ein Brett haben will. Aber eigentlich wären die bei Windrichtungsänderungen, bei mehr Stürmen, bei unkontrollierbaren Bedingungen der haltbare Baum, was Windeinfluss und so weiter und so fort angeht. Wirtschaftlich nur leider ziemlich nutzlos. Daher ist die Frage, das ist genetisch vererbbar, hast du also viele drehwüchsige Bäume im Bestand und lässt die stehen, hast du irgendwann mehr drehwüchsige Bäume im Bestand, weil die sich halt vermehren. Schneidest du sie rechtzeitig raus, dann sind die Chancen, dass du nochmal drehwüchsige bekommst, zwar immer noch vorhanden, aber deutlich weniger. Ja, also das ist dann einfach eine wirtschaftliche Entscheidung, beziehungsweise, nachdem ich mich jetzt dazu schlau gemacht habe, finde ich das Thema gerade sehr spannend, aber das muss jetzt nicht noch fallen. Machen wir weiter. Übrigens an dieser Stelle, ja, das ist so der Punkt, wo ich wirklich sagen muss, da habe ich jetzt was dazugelernt, weil ich mich eben mit Drehwuchs sehr lange nicht mehr beschäftigt habe. Ja, bei einer Stunde und 3 Minuten fragt der Thilo, Bauholz haben wir davon zu wenig. Können wir überhaupt so viel Bauholz bereitstellen aus dem Wald, wie die Holzbauleute jetzt gerne bauen wollen würden mit Holzhäusern, die ja prinzipiell erstmal nachhaltig zu sein scheinen, was ich auch unterstützen würde. Und
Haben wir also Bauholz? Ja, aber wie viel? Und das ist jetzt halt eben die Frage. Oder haben wir eigentlich quasi gar kein Bauholz und findet der Wohlleben mit Betonbauen oder mit Steinbauen? Oder ist vielleicht mit Steinbauen wegen Holzmangel eventuell besser oder mit Alu oder mit Stahl? Und angeblich, laut Herrn Wohlleben, ist da, also was heißt angeblich, er sagt das so, soll das besser sein, als mit Holz zu bauen, weil du ja Stahlteile, Aluteile, sowas in die Richtung Stein gegebenenfalls nochmal vollumfänglich recyceln kannst. So, da muss man jetzt dazu sagen, die Holzarchitekten, ich hatte da neulich das Vergnügen, mich mit ein paar von denen zu unterhalten. Da gibt es einen Stammtisch in Stuttgart, wo sich die Holzbaubranche regelmäßig trifft. Da war ich auch mal. Und da wurde eben diskutiert, ob bzw. wie gut sich das realisieren lässt mit recycelbaren Holzbauteilen. Da geht es im Wesentlichen um Fertighäuser, sprich in der Fabrik. Bauteile, die in verschiedenste Formen von Haus eingebaut werden können, also wie Lego-Klötze im Grunde kann man sich das vorstellen. Aus Lego-Klötzen, sagen wir mal 20 verschiedenen, kannst du einen ganzen Haufen verschiedene Häuser architektonisch zusammensetzen. So, und das ist die Idee bei Holzbauteilen der Zukunft, dass die eben so modelliert sind, dass man sie eben in vielen verschiedenen Varianten zu Holzbau, fertig Holzbau Klasten, Häusern sozusagen zusammensetzen kann und im gleichen Stil auch wieder auseinandernehmen kann. Ne? Weil so einen Zimmermannsnagel kriegst du da relativ schnell wieder rausgezogen, den kannst du woanders dann wieder reinhammern und so weiter, dann machst du das Holz so schnell nicht so sehr kaputt, dass das dann nicht mehr tragfähig wäre oder sowas in der Richtung. Das sollte also nach Meinung von den Leuten, die damit zu tun haben, so für 3-4 Wiederaufbauten durchaus funktionieren. Und, auch wenn es zwischendrin jahrzehntelang gestanden ist. Das Holz wird ja nicht nass im besten Fall, wenn ein vernünftiges Dach drauf ist und verrottet dann nach Möglichkeit überhaupt nicht, solange ein vernünftiges Dach drauf ist und man da keinen Unsinn anstellt und so weiter, bedeutet da sehr wohl eine Recyclingfähigkeit gegeben. Und das macht Holz dann eben auch über sehr lange Zeiträume als in Häusern verbautes, gespeichertes CO2 so richtig möglich. Zugegeben, wenn du ein Haus baust und das hält 100 Jahre und danach musst du das Holz verheizen, was du da drin verbaut hast, dann ist das immer noch gut. Aber halt nicht so gut, wie es potenziell sein könnte. Mit dieser Recycling-Technik kann das Holz auch über 300-400 Jahre quasi in Häusern verbaut sein. Und wenn wir angenommen jetzt ein Holzhaus bauen, dessen Material, dessen CO2, für 300-400 Jahre oder sagen wir einfach mal 250 Jahre lang schon, gespeichert ist, wenn wir in 250 Jahren nicht eine super, super tolle, nachhaltige Lebensweise als Gesellschaft entwickelt haben, sind wir am Arsch. Also entweder sind wir dann mit der Schrotflinte in der Postapokalypse und einer jeder Lederjacke mit einem abgeschnittenen Ärmel unterwegs auf einem Motorrad mit einem Hund, der sich Dogmeat nennt. Oder, das ist Anmerkung für Leute, die es kennen, oder wir haben ein Problem. Ja? Beziehungsweise, oder wir haben eben nicht, Entschuldigung. Oder wir sind perfekt nachhaltig. Bedeutet, ja, es ist entscheidend, CO2 jetzt einzusparen. Und wenn wir es erst in 250 Jahren wieder freigeben, dann haben wir bis dahin garantiert Möglichkeiten, dass das dann nicht so schlimm sein wird. Oder es gibt uns nicht mehr. Ja, dann ist es sowieso egal. Daher halte ich das für entscheidend. Und daher halte ich Holzbau für außerordentlich wichtig. Zumal der Stahlträger oder das Alu-Dingens, was vielleicht recyclingfähig ist, das muss jetzt hergestellt werden. Und beim Herstellen von solchen Bauteilen noch brauchen wir dafür fossile Energieträger. Das heißt, wenn wir die jetzt mit fossilen Energieträgern herstellen, dann hauen wir jetzt eine derartige Menge CO2 in die Luft, die, dazu komme ich dann auch gleich noch, aus fossilen Energieträgern stammt. Ja? Und da wechsle ich doch mal den Akku und erkläre mal, warum das so schlimm ist. Nämlich, auf der Erde gibt es Summe X an Kohlenstoff. Es gibt hier auch Summe X an Gold, Summe X an Wasserstoff. Wobei, na, da entweicht minimal durch die Stratosphäre und ist dann irgendwann im Weltall. Das Zeug ist halt ziemlich leicht und hält nicht so gut an der Gravitation. Aber zum Beispiel endliche Menge an Gold, endliche Menge an Lithium. Davon gibt es jede Menge allerdings, wirklich haufenweise. Also eigentlich, man muss nur drankommen.
Silizium, das ist das häufigste Element der Erdkruste. Das gibt es also auch jede Menge, toll für Solarzellen und so weiter und so weiter. Wie auch immer, jedes Element, das wir hier so haben, ist endlich. Da gibt es Summe X, seit der Planet abgekühlt ist, beziehungsweise die sich die aktuelle Sauerstoffatmosphäre gebildet hat, ist das mehr oder weniger konstant. Es sei denn, es kommt mal ein kleiner Meteor rein oder ähnliches, dann haben wir wieder ein bisschen mehr von dem, woraus der halt bestanden ist. So, aber das heißt, wenn es x Summe Kohlenstoff gibt, dann ist es halt eben entscheidend, wo der sich gerade aufhält. Wo kann der sich aufhalten? Naja, als Sediment im Meer, gebunden in Pflanzen oder generell in Biomasse oder eben in Form von Kohle oder ähnlichem, theoretisch auch Diamant, ne, ist das ja mengenmäßig nicht ganz so viel, irgendwo im Erdinneren. So. Oder eben gasförmig in der Atmosphäre. So. Und wenn wir, das ist, denke ich, jetzt vorauszusetzen, weil sonst sitzen wir wirklich noch morgen hier und dann wird es doch noch dunkel. Wenn er in der Atmosphäre ist und davon viel, dann wird es warm. Ja? Und wenn es sehr schnell warm wird, dann ist das schlecht. So, und das heißt, wir wollen möglichst wenig von dem Zeug in nächster Zukunft in der Atmosphäre haben oder zumindest die Geschwindigkeit, mit der er sich in der Atmosphäre anreichert, reduzieren. So, und das bedeutet, es wäre schön, wenn wir mehr Kohlenstoff in die anderen möglichen Kohlenstoffsenken, die der Planet so zu bieten hat, reinbekommen würden. Können wir irgendwie beschleunigen, dass der sich im Meer absedimentiert? Nee. Können wir irgendwie beschleunigen, dass er sich in Pflanzen niederlässt? Ja. Ja, das geht ein bisschen, aber halt auch nur so ein ganz kleines bisschen. Weil das nur ein ganz kleines bisschen funktioniert, wäre es dann nicht vielleicht schön, wenn wir den Kohlenstoff, der sich noch im Boden befindet und dafür Jahrmillionen auch noch drin sein wird, solange wir ihn nicht jetzt rausholen, sondern ihn einfach gesamt drin lassen, wäre das nicht schön, wenn der da bleibt? Ja? Weil das ist entscheidend. Die Menge an CO2, das zum Klimawandel beitragen kann, ist konstant, beziehungsweise hat ein Maximum. Es gibt x Kohlenstoff und davon ist inzwischen so viel in der Atmosphäre, so viel noch im Boden und der ganze Rest ist wahrscheinlich irgendwo auf dem Meeresgrund, von mir aus. Ne? Vereinfachte Darstellung oder im Wasser gelöst, im Meer, spielt auch erstmal keine Rolle. So, wenn wir jetzt zu der Menge in der Atmosphäre noch diese Menge, die noch im Boden drin ist, hinzufügen, dann haben wir diese Menge in der Atmosphäre. Und da spielt es jetzt schon eine Rolle, wenn wir diese Menge wieder loswerden wollen, indem wir Bäume pflanzen, die dann eben CO2 speichern, dann müssen wir für diese Menge ein bisschen viel mehr Bäume pflanzen als für diese Menge CO2. So, und die einzige Möglichkeit eben, dass die Menge an CO2 nicht ein Level erreicht, das wir nie wieder aus der Atmosphäre rausbekommen, bevor wir ausgestorben sind, ist die, dass wir ja den verdammten letzten Rest fossiles CO2 verdammt nochmal im Boden lassen. Deswegen ist es entscheidend, nicht die Gesamtmenge rotierendes CO2 weiter ansteigen zu lassen. Also alles, was kurzfristig in die Atmosphäre gelangen kann, was in der Vegetation gespeichert ist, weil die kann brennen, die kann gerodet werden, die kann vom Wind umgeworfen werden, die kann langsam verrotten, meinetwegen über 100 Jahre, aber das ist trotzdem wieder in der Atmosphäre. Ja? Diese Menge, die müssen wir reduzieren. Wir müssen das Zeug aus der Atmosphäre rauskriegen und auf keinen Fall neues fossiles CO2 in die Atmosphäre reinpusten. Und deswegen bin ich auch nicht, wie der Herr Wohlleben, der Meinung, dass mit Holzheizen der dreckigste Brennstoff überhaupt wäre. Er ist eigentlich unter bestimmten Bedingungen ein ziemlich guter. Unter bestimmten Bedingungen. Vorausgesetzt. Ja, vorausgesetzt. Und zwar, beste Heizmethode, Wärmepumpe. Ohne Wenn und Aber, mit grünem Strom, super. Tollste Erfindung dieses Jahrhunderts. Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber Wärmepumpe ist zumindest die beste Heizmethode, die wir uns jemals ausgedacht haben, seit Menschheitsbestehen. Ja? Vor allem die nachhaltigste. Bei grünem Strom, vorausgesetzt natürlich. Trotzdem, das Ding vom Wirkungsgrad her einfach sensationell. Der Wirkungsgrad ist ein unglaublich mächtiges Tool, mit dem man bei erneuerbaren Energien oder generell einfach bei Zukunftstechnologie einfach viel mehr arbeiten müsste. Guckt einfach auf den Wirkungsgrad und dir wird gleich klar, anders als unserem bescheuerten Verkehrsminister, dass E-Fuels beschissen sind, weil der Wirkungsgrad von den Dingern ist katastrophal kacke und nur damit Lindner Ferrari fahren kann oder was immer der fahren möchte, macht das keinen Sinn. E-Fuels für Privatmenschen, die mit ihrem PKW rumfahren wollen, irgendwie aufrechtzuerhalten. Das ist nicht technologieoffen, das ist dumm. Das ist einfach nur dämlich. So viel Energie werden wir nie übrig haben, dass wir so viel Überfluss an E-Fuels erzeugen können, dass es sich lohnt, die dann mit dem Ferrari rauszuhauen. Für Lindner.
Ja, also, ne, das ist einfach nur dämlich. Aber gut, das ist ja auch nicht das Thema hier. Wie auch immer, jedenfalls E-Heizung, Wärmepumpe ist prima. Mit Holz heizen kann, weil es fossile Brennträger substituiert, ja, kann es sinnvoll sein, wenn wenig genug zusätzliche fossile Energie notwendig ist, um das Holz zum Ort des Heizens zu bringen. Also nimm an, du wohnst neben im Wald, läufst zu Fuß in den Wald, atmest dabei CO2 aus, aber das ist tatsächlich zu vernachlässigen, klopfst dir mit der Axt ein paar Bäume um, die müssen natürlich erst noch trocknen und so weiter, da tun wir mal so, als müssten sie das nicht, nimmst die also mit nach Hause in die Bude, schmeißt die in den Ofen, es wird bei dir warm und zack. Ja? Alternativ hättest du mit Öl geheizt oder mit Gas. So, jetzt hast du zwar weniger CO2 in der unmittelbaren Speicherung der Vegetation, die abbrennen kann, die gerodet werden kann, die vom Sturm umgewerfen kann, die einfach kein sicherer Speicher ist. Und du hast auch mehr CO2 in der Atmosphäre, aber das CO2, das du jetzt in die Atmosphäre reingehauen hast, das war schon vorher im labilen Speicher. Du hast nicht CO2 aus dem unendlich lang haltbaren Speicher, wo es drin ist und dann da bleibt, rausgenommen und ist zusätzlich on top auf die Gesamtmenge von CO2 im rotierenden und verfügbaren Speicher hinzugefügt. Das ist das Schlimmste, was wir machen können, fossile Energie verwenden, um damit mehr CO2 in den Umlauf zu bringen und mehr CO2 in den Bereich zu bringen, wo es uns schaden kann, de facto, wo wir es irgendwann wieder loswerden müssen. Und noch gibt es kaum eine brauchbare Technik, um CO2 so lange wieder einzuspeisen, also zum Beispiel zurück in den Boden zu pumpen, bei der man sich 100% sicher sein kann, dass es da wirklich für Jahrmillionen bleibt oder auch nur für ein paar hundert Jahre. Und solange das so ist, ist tatsächlich ein Holzhaus eine der wenigen Möglichkeiten, gerade so ein recyclingfähiges Lego-Bauklotz-System, Klemmbaustein-Bauklotz-System, nicht Lego. Lego ist böse, die verklagen einen sofort, wenn man sie erwähnt. Nicht mich verklagen, Lego. Sowas in diese Richtung, das halte ich für sehr, 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 sehr hilfreich, um zumindest ein bisschen CO2 aus der Atmosphäre rauszubekommen. Selbstverständlich kann man jetzt der Meinung sein, es ist eh schon zu spät, wir werden alle sterben. Ist eine respektierbare Meinung, meiner Meinung nach. Ja, damit kann ich leben, wenn das jemand meint. Ich persönlich versuche mein Möglichstes, um das vielleicht noch abzuwenden, sprich informieren, das ist mein Möglichstes, und vielleicht motivieren. Vielleicht. Ja. Gut, aber damit haben wir den Punkt mit dem Holzbau und der Tatsache, dass Brennholz böse ist, quasi schon geklärt. So, was ich dann noch schön fand, bei den Zukunftsaussichten meinte der Herr Wohlleben, einiges wird sogar besser. Und das sind Sachen, volle Zustimmung. Das hätte ich nie gedacht, dass ich das mal beim Wohlleben habe. Tatsächlich, das überrascht mich. Beziehungsweise bei ungefähr der Hälfte von dem, was er in seinen Büchern schreibt, finde ich das nicht falsch. Aber volle Zustimmung, das habe ich dann doch eher selten. Oder finde ich es okay und so weiter. Ne? Kann man schon so sagen. Aber zum Beispiel eben bei einiges wird besser, der Kolkrabe ist wieder da, stimmt, der hat im Bestand deutlich zugenommen. Ich höre sie auch immer häufiger bei uns oben im Schwarzwald, inzwischen wunderbar. Ich mag den Ruf auch so gerne, den Flugruf, tolle Tiere, sensationell. Freut mich auch enorm, geht mir das Herz auf ein Stück weit bei denen, die sind so toll. In Grönland habe ich mal ganz viele auf einen Haufen gesehen, das war einer der schönsten Naturbegegnungsmomente, die ich persönlich so hatte. Auch wenn sie eigentlich nur aufs Hundefutter der grönländischen Schlittenhunde aus waren. Aber macht nichts, war trotzdem eine tolle Begegnung. Wölfe sehe ich auch netto positiv. Klar, die haben entsprechende große Probleme, das betont Herr Wohlleben auch. Von daher da volle Zustimmung, ne? Sehe ich ähnlich wie er, scheinbar. Die Flüsse sind sauberer geworden, stimmt genau. Ja? Also zu Zeiten, als meine Mutter noch schwimmen gelernt hat, konnte man bei uns im Fluss, der da, nicht an der Stelle, aber der Fluss hier, da konnte man nicht drin schwimmen. Jetzt haben wir da wieder Lachs und allen Pipapo. Wunderbare Wasserqualität. Ich würde es vielleicht nicht unbedingt trinken, aber ich glaube, wahrscheinlich könnte man das sogar, auch wenn ich das Experiment nicht wagen will. Und was hat er noch gesagt? Biber. Ja, auch Biber.
selbst für Forstleute, da, ja, die fällen Bäume, aber die erschaffen eine wunderbare wasserreiche Landschaft, Wasserretentionsräume, also Wasserrückhalteräume, die dann wiederum woanders Hochwasser verhindern können. Einen naturnahen Sumpfwald möchte ich es nicht nennen, aber sehr stark wassergeprägten Wald, der dadurch entsteht, häufig durch kleinere Laubbäume geprägt, irgendwelche großen alten Bäume, wenn sie dann in Wassernähe geraten, die nagt er dann halt auch durch. Und er erschafft eine ganz eigene, besondere Landschaft, die sehr, sehr biodivers ist, sehr artenreich, sehr, sehr naturnah und sorgt damit wirklich für, ja, toll, das ist toll. Biber sind super. Aber sie sind natürlich nicht immer mit unseren Wünschen, wie die Landschaft aussehen soll, kombinierbar. Es gibt genau zwei Tiere, die großes Potenzial haben, die Umgebung genau nach ihren Wünschen zu gestalten. Homo sapiens und Biber, also zumindest in Europa. Und da beide unterschiedliche Vorstellungen haben, ist das Zusammenleben nicht unbedingt leicht. Aber fand ich schön, wollte ich nur mal erwähnt haben. So, und dann nochmal was Schönes. Die Mega-Herbivoren-Theorie bzw. Mega-Herbivoren-Hypothese. Herr Wohlleben erwähnt das als krasse Wiesenfreunde oder Wiesenfanatiker oder irgendwie sowas in die Richtung. Es gibt die, er hat es auch erklärt, aber ich mache es jetzt einfach nochmal. Es gibt die Hypothese, dass nach der Eiszeit hier ja erstmal eine Steppenlandschaft gewesen ist. Das ist keine Hypothese, das ist bewiesen. So gut man das eben beweisen kann, ist eine Weile her. Ne? In dieser Steppenlandschaft waren die sogenannten Megaherbivoren unterwegs. Das Wollnashorn, das Mammut, der Riesenhirsch, das Ur, das ist so... Moment, ist der Riesenhirsch und das Ur gleich nochmal dasselbe Tier? Weiß ich nicht. Aber jedenfalls der Riesenhirsch und das Ur lassen wir einfach weg, dann sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ich kann mir immer nie merken, ob das dasselbe Tier ist oder ob das Ur unser Urrind ist. Das gibt es nämlich auch noch, ein ursprüngliches Rind. Ich meine, das wäre das Ur und der Riesenhirsch ist halt der Riesenhirsch. Ja, ich glaube ja, ich glaube ja. Ach, das kann ich mir immer nie merken. Ist ja auch wurscht. Jedenfalls, die waren hier so unterwegs und die haben riesige Mengen an Grünzeug vertilgt. So, und weil die so riesige Mengen an Grünzeug vertilgt haben, geht man davon aus, dass die verhindert haben könnten, dass es einen Wald gibt, ja? Beziehungsweise die Landschaft offen gehalten haben. So, und jetzt gibt es eben die Theorie, dass wenn die nie ausgestorben wären, wir heute keine zu vermutende Urnatur als geschlossene Waldlandschaft mit geschlossenen Buchenwäldern, dunklen, tiefdunklen Buchenwäldern hätten, sondern eine Mischlandschaft mit ein paar Wäldern, ein paar lichten Wäldern, ein paar Wiesen, Steppenzonen zwischendrin und so weiter, weil die ganzen Riesenpflanzenfresser, also so ein Mammut ist ja schon nicht ganz klein, ne? Einfach derartig riesige Mengen an Grünzeug vertilgen würden, dass es dann gar nicht möglich ist, dass sich ein geschlossener Wald so hätte bilden können. Das Ganze ist nur deswegen passiert, also dass es passiert ist, wissen wir, das können wir auch wieder nachweisen. Wir haben geschlossene Wälder ursprünglich in Europa gehabt, schaurige Wälder und schreckliche Sümpfe oder umgekehrt, Tacitus, der nie in Germanien gewesen ist. Aber was auch immer, jedenfalls, der hat so aufgeschrieben. Und das muss ja stimmen, weil Fake News gab es ja noch nicht, als die Römer unterwegs waren. Ne? Das ist ja völlig unmöglich. Was auch immer, ist trotzdem immer eine schöne Anekdote an dieser Stelle. Wir hatten also wirklich dichte Urwälder ursprünglich von Natur aus, die sind entstanden, das kann man mit Pollenanalyse nachweisen, also sprich die Pollen der Bäume, die in irgendeinem Moorsee gelandet sind, in diesem Moorsee bis in alle Ewigkeit konserviert sind, die können wir heute mit einem Bohrstock da einfach rausbohren und die schichten sich dann so in Schichten ab und je nachdem wie tief du in deinem Bohrkern, den du aus dem Bohrstock rausgeholt hast, das kannst du so, 1 Zentimeter sind im Regelfall so 10 Jahre, bei Torf jetzt zum Beispiel, Pollen im Torf, Zentimeter 10 Jahre, Meter 1000 Jahre, ja kommt hin, genau. Und dann kannst du also quasi für Millimeter Jahr für Jahr nach unten rechnen, ins Jahr so und so viel vor Christus und dir daraus eine kleine dünne Torfschicht rausholen, die unter dem Mikroskop zerlegen, ein paar Pollen raussuchen, die unter dem Mikroskop bestimmen, das geht, Leute, die das können, können das. Dr. Adam Hölzer beispielsweise ist dann führender Experte, hoffe, dem geht's gut. Herzliche Grüße an dieser Stelle. Und dann wissen die genau, welche Pflanzen zu
dieser Zeit neben dem Moor gestanden haben, das es da auch schon gab, und ihre Pollen unter anderem auch ins Moor geschmissen haben. Daher haben wir ein wunderbares Archiv über die Zusammensetzung der Vegetation der letzten 10.000 Jahre in Mooren, oder zumindest der letzten 8.000 Jahre in Mooren, die über 8.000 Jahre, also 8 Meter Torf, aufweisen. Das können wir dann also super toll rekonstruieren, sehr sicher und sehr zuverlässig. Und das beweist uns eben durch die Pollenzusammensetzung, dass wir da ab einem gewissen Zeitpunkt, so circa 7000 vor heute, weitgehend Waldlandschaften hatten. Und das ist dann lustigerweise auch die Zeit, und das ist jetzt eben der Knackpunkt, wo dann auch so die ersten Mega-Herbivoren so ein bisschen ausgestorben sind und so weiter. Ein paar sind auch schon vorher ausgestorben und in anderen Zeitperioden. Das ist jetzt alles super kompliziert. Ich müsste da auch 2-3 Details nochmal nachlesen, wenn ich das jetzt spontan erklären soll. Aber weil eben die Wiederbewaldung und das Aussterben vieler Mega-Herbivoren zeitgleich passiert sind, gibt es jetzt eben zwei Theorien. Erstens, die Tatsache, dass der Wald hochkam, sorgte dafür, dass es zu wenig Gras gab, dass die Mega-Herbivoren nicht mehr genug zu fressen gefunden haben und dann ausgestorben sind. So, zweitens, die Mega-Herbivoren wurden ausgerottet vom jungen Homo sapiens. Dann gab es keine Mega-Herbivoren mehr und der Wald konnte hochwachsen, weil ja keine Mega-Herbivoren mehr da sind, die ihn auffressen. So, und das will der Herr Wohleben jetzt auf die heutige Jagd übertragen, weil, wenn der Buchenwald super dicht zuwächst, dann findet auch ein Reh da drin nichts mehr zu fressen. Und damit stirbt das Reh, beziehungsweise die natürliche Mortalität des Rehs steigt stark an. Denn, was häufig falsch verstanden wird, nicht Apex-Prädatoren regulieren die Schalenwildpopulationen in unserem natürlichen Ökosystem. Zumindest gehen wir die allermeisten Wildbiologen davon aus, dass das nicht die Apex-Prädatoren tun. Wolf, Luchs, theoretisch Bär. Haben wir ja nicht, aber hatten wir mal. Sondern die Nahrungsverfügbarkeit ist erheblich wichtiger. Die Apex-Prädatoren wiederum, Wolf, Luchs, Bär, werden von der Verfügbarkeit von Beute reguliert. Wenn die also wenig Reh oder Hirsch oder was sie halt sonst noch fressen, zu fressen kriegen, dann werden sie weniger, bis es dann halt durch mehr Grünfutter, mehr nahrhaftes Grünfutter, zum Beispiel auch den Stickstoffgehalt im Grünfutter, der derzeit sehr hoch ist, was übrigens ein Stück weit die hohe Reproduktionsrate unserer Wildtiere, also pflanzenfressenden Wildtiere, erklärt. Dadurch werden die Pflanzenfresser reguliert und die Pflanzenfresseranzahl reguliert die Apex-Prädatoren. So, und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass eben das unterste Glied in der Nahrungskette wirklich die essbare Pflanzenverfügbarkeit ist und wir geschlossene dunkle Buchenwälder haben, dann findet das Reh nichts mehr zu fressen oder auch andere große Pflanzenfresser finden nichts mehr zu fressen und dann sind die Rehe futsch. Jetzt gibt es durchaus Argumente, die für die Mega-Herbivoren-Hypothese sprechen, weil zum Beispiel, wie sollten sich denn diese geschlossenen dunklen Wälder entwickelt haben, als die Mega-Herbivoren noch da waren und die Wälder weggefressen hätten beim Entstehen. Das heißt, es müsste eine Phase gegeben haben, wo die Wälder wusch gemacht haben und dann wurde es schnell dunkel und dann sind sie schnell verhungert, weil es schnell dunkel wurde. Und das lässt sich so nicht nachweisen. Das lässt sich aber auch nicht nachweisen, dass es nicht so gewesen wäre. Ja, das ist schwierig dann in solchen Situationen. Und dann gibt es ja noch das Wisent, das habe ich absichtlich nicht erwähnt. Das Wisent, das kann halt auch Bäume umbringen, indem es einfach die Rinde darunter kaut. Das Wisent ist ja, nee, das Wisent ist das Ur quasi, oder? Ist das das? Ach Mann, scheiße. Ich hoffe, ich habe euch irgendwo eingeblendet oder sonst irgendwo die Info geliefert, ob das Ur jetzt nun der Hirsch oder eben das Urrind ist. Ja, ganz schnell. Also es ist tatsächlich ein Rind, das Ur. Das Ur ist ein Rind, nicht der Hirsch. Der Hirsch ist einfach nur der Riesenhirsch. So, jetzt endgültig. Sorry. Nee, das ist der Auerochse. Jedenfalls, vor allen Dingen, das Wisent ist sehr wohl in der Lage, einen dichten Buchenwald eben auch kaputt zu bekommen, in Anführungszeichen, dann wächst da wieder was zu fressen. Jetzt ist nur die Frage, was war zuerst da, das Wisent oder der dichte Buchenwald? Wenn das Wisent in den dichten Buchenwald kommt, dann kann es den wohl kaputt machen, aber noch bevor da was zu fressen wächst, ist das Wisent schon längst verhungert. Ja. Aber ich finde es ehrlich gesagt cool, dass Herr Wohleben auch nicht der Mega-Herbivoren-Hypothese anhängt,
Eigentlich hätte ich das erwartet, weil es ja bei fast allem kontra allgemeiner Lehrmeinung. Und die Mega-Herbivoren-Hypothese ist kontra allgemeiner Lehrmeinung. Und daher hätte ich das eigentlich erwartet. Ja, und das Argument eben, dass heute Rehe eigentlich bei geschlossener natürlicher Buchenwaldbedeckung, zumindest im Buchenwald, es gibt ja noch andere Waldtypen, ja, da gibt es natürlich auch weitere Rehe. Und auch in einem Buchenwald finden die ein bisschen was zu fressen. Aber bei natürlicher, bei vorhandener natürlicher potenzieller Vegetation, wenn die tatsächlich realisiert wäre in Gesamtdeutschland, dann hätten wir mit Sicherheit viele, viele Rehe, die erstmal verhungern würden. Also bei wirklich komplett natürlich funktionierendem Ökosystem. Und die würden sich durch das Vorhandensein von fehlender Nahrung im Buchenwald-Ökosystem dann ziemlich schnell selber regulieren auf ein deutlich kleineres Maß an Reh, als wir heute haben. So ist es die Frage, kann man sie deswegen trotzdem jagen, würde ich sagen, auf jeden Fall. Und wir werden nie so viel geschlossenen Buchenwald haben, dass das Reh nichts mehr zu fressen findet. Dafür sind wir zu sehr eine Kulturlandschaft. Das ist also so ein bisschen Hätte-Hätte-Fahrradkette. Wenn es natürlich wäre, wäre es so. Jetzt allerdings zu beschließen, da es halt nun mal nicht natürlich ist, so zu tun, als ob es das wäre und keine Rehe mehr zu schließen und zu meinen, der Wald reguliert das selbst, das halte ich dann wiederum als für zu kurz gegriffen und da möchte ich dann wiederum widersprechen. Muss man sehr viele Rehe schießen, so wie es Herr Wohleben ursprünglich mal gelernt hat? Das ist tatsächlich die eine mögliche Interpretation des einen Teils der wissenschaftlich ausgebildeten Jäger, sage ich jetzt mal. Da ist, glaube ich, die Mehrheit sogar der Meinung, dass mehr Rehe schießen, insbesondere Rehe, beim Rotwild kann man sich ein bisschen kloppen, kommt drauf an, wo man sich befindet, tatsächlich sinnvoll wäre. Aber das ist sehr, sehr umstritten und da gibt es noch keinen Konsens. Das heißt, da kann man im Grunde jede beliebige Meinung zu äußern. Man wird einen Haufen Befürworter dieser Meinung finden. Man kann das Gegenteil davon äußern. Man wird einen Haufen Befürworter dieser Meinung finden. Was da richtig ist, kann zum jetzigen Stand des Wissens meiner Meinung nach niemand so hundertprozentig genau sagen. Einige Leute sind sich ziemlich sicher. Dann gibt es aber wiederum andere Experten mit der gleichen mit dem gleichen Qualifikationslevel, die sich ziemlich sicher sind, dass es genau das Gegenteil ist. Und da möchte ich mich als nicht vollständiger Experte, was Jagdwissenschaften angeht, sondern nur so, ich weiß viel darüber, ja, aber ich möchte da nicht letzten Endes diesen Streit beenden wollen, indem ich da beschließe, was davon jetzt nun richtig ist. Da habe ich auch überhaupt nicht die Daten dazu und auf keinen Fall die Expertise und das wäre völlig bekloppt, wenn ich mich da zu sehr auf irgendeine Seite einschieße. So Holz als dreckiger Brennstoff hat man drüber geredet. Oh, ja, das war's. Na, so war's aber auch. Ich glaube, es langt auch. Das ist jetzt ungefähr das, was ich anzumerken habe zu dem, was der Herr Wohleben in der ersten Hälfte seines Interviews gesagt hat. Ich denke, insgesamt können wir vielleicht festhalten, dass ich mit manchen nicht ganz einverstanden bin in der Folgerung, aber es bestimmt sehr viel weniger Wohleben-Bashing, wenn man mir das unterstellen möchte, gewesen ist als letztes Mal. Mit so ein paar kleinen Entgegenkommalies, wie nicht alles ist schlecht, nicht jeder Förster hat keine Ahnung und es ist auch schon besser geworden in Sachen Forstwirtschaft und so weiter. Mit solchen kleinen Entgegenkommen ist das Diskussionsklima meiner Meinung nach gleich was ganz anderes und es baut sich weniger Frust und weniger Genervtheit und weniger Aggression auch gegen eine ihr seid alle scheiße und ich weiß es besser Einstellung auf, die so jetzt weniger spürbar ist. Ja? Deutlich weniger, finde ich. Vielleicht war es auch vorher gar nicht da, aber es war zumindest für mich teilweise so zu interpretieren. Und das finde ich einfach schön, dass man jetzt mehr, sage ich jetzt mal, auf ungefähr demselben Level diskutieren kann. Ich weiß aber nicht, wie die zweite Hälfte vom Interview ist. Vielleicht kommt da noch ganz viel Zeug, was mir dann völlig gegen den Strich geht. Aber insgesamt ist trotzdem in jedem Fall, allein schon diese paar Kleinigkeiten, das ist in jedem Fall was Positives. Das freut mich. Ich will mich nicht streiten, gar nicht. Ich finde das viel schöner, wenn es nicht zu jedem Punkt allzu große Kontroverse gibt. So, ich glaube, ihr geht jetzt wahrscheinlich schlafen. So rein statistisch gesehen guckt ihr das meistens abends. Ich wünsche gute Nacht. Bei mir ist die Sonne dann jetzt auch demnächst mal weg. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.